Dominik? Jo. Was machst du da mit den Matratzen? Schalldämmung. Schalldämmung. Jo, Schalldämmung. Aha. Okay, das ergibt Sinn. Wo hast du die ganzen Matratzen überhaupt her? Jetzt tu mal nicht so unschuldig. Unschuldig? Was? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich war auch in deinem E-Mail-Verteiler. E-Mail-Verteiler? Meinst du etwa die Mail, in der ich angekündigt habe, dass unser toller Partner Casper Matratzen seine Rabattaktion für Hörer von Radio Nukula verlängert hat und man auch im April wieder 60 Euro Nachlass auf die klassische Casper Matratze bekommt, wenn man den Code FRÜHLINGNUKULA eingibt? Ja, und jetzt werfen die Nachbarn ihre alten Matratzen in unseren Hof. Da dachte ich, gut, baue ich eben eine Gummizelle für den Gürt. Ich dachte, du machst Schalldämmung? Ja. Schalldämmung. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, da war aber, das war aber ein Takt, meine Freunde hier. So machen sie beruflich, ich dirigiere einen Kinderchor. Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen. Zwischen Cowabunga, Trinkpäckchen und den ersten Zombie-Filmen auf VHS. Ein Aufbruch in die Vergangenheit mit 1,21 Gigawatt. Es ist Zeit für Dominik, Max und Chris. Es ist Zeit für Radio Nukula. Nukula! Nukula. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben nie geklärt, wer moderiert, deswegen mache ich das jetzt einfach. Herzlich willkommen zur Episode 73 hier bei Radio Nukula. An meiner linken und an meiner rechten Seite und auch über, unter und hinter mir sind zum einen der liebe Christian Gürnt. Schönen guten Tag, meine Freunde. Und auf der jeweils anderen Seite Max Nikolas Maria von Rockstar Nachtsheim. Ich verwechsel heute alle Namen, deswegen hallo. Na? Hast du gerade wirklich gehustet und dann Na gesagt? Ja, ich habe die ganze Zeit, also ich krieg den Schleim im Hals nicht los, Alter. Es ist wirklich, als hätte ich mir den Ghostbusters geküsst. Ich weiß nicht, was los ist. Es ist einfach seit 3 oder 4 Wochen ist einfach so ein trockener, schleimiger Husten. Das war ja zwischenzeitlich auch richtig schlimm mit Schnupfen und sowas. Der ist jetzt so zu größten Teilen weg, aber es ist echt irgendwie, keine Ahnung. Also normalerweise hat man ja auch so einen Schnupfen. Der fängt ja, also bei mir fängt ein Schnupfen mal normalerweise an, ich habe einen Tag Halsschmerzen und ich hatte dieses Mal 4 Tage Halsschmerzen. Das heißt, okay, ich wusste, es kommt ein riesiger Tornado, Schnupfen auf mich zu und so war es auch. Ich habe 8 oder 9 Tage richtig, richtig, also es sah zu besten Zeiten in meinem Bett, während ich Far Cry 5 gespielt habe, aus als und mit den 1000 Taschentüchern, als hätte ich eine sehr gute Zeit in meiner Pubertät gehabt. Und ich hab auch mal Tempos verwechselt zwischendrin. War auf jeden Fall ein guter Tag. Und hab viel Far Cry gespielt. War cranky. Das war ein guter Schießt Vorwand. Aus allen Öffnungen. Einfach so. Einfach. So ein Staccato der Liebe. Ich muss ja dazu sagen, mein Kumpel Tim Grenzwert, der auch den Bumsbus dreht, hat mir ja zum Geburtstag einen Porn-Doe-Premium-Account geschenkt für 3 Monate. Und das verkürzt meinen Tag immens. verkürzt meinen Tag. Oh. Ist alles wund. Es ist einfach so eine Brachlandschaft. Ich bin einfach eine riesige Hornhaut in vielen Hinsichten. und ansonsten. Okay. Achso, ich habe mich gar nicht gefragt. Gell? Es ging jetzt einfach nur von den Niesen. Es ist völlig okay. Ich wollte sogar noch im Nachhinein die Überleitung moderieren, aber du hast so schön losgequatscht, ey. Wie geht's dir, Max? Deswegen machen wir weiter. Ich bin aber, wir gehen ja jetzt auf Tour. Ich weiß nicht, wann die Folge online geht, dann wird die Tour schon hundertprozentig angefangen haben, aber darüber können wir gleich nochmal quatschen. Was mir viel wichtiger ist gerade, ich war gestern Abend in Ready Player One, der Buchverfilmung von Ernest Cline, der ja sein riesiges Manifest in Hinsicht, ich muss an alle Sachen, die mich in meiner Jugend und Kindheit geprägt haben, ein riesiges Denkmal bauen und das in Form eines Buches. Das Buch finde ich sehr, sehr gut. Ich habe das Hörbuch gehört, was man auf Spotify auch schön machen kann, und habe mir gestern die Verfilmung reingeballert und
Ja, ich glaube, für jeden Nukular-Hörer, der irgendwie mit diesem Retro-Thema Film, Gaming, Serien was anfangen kann, ist das Ding halt super. Also auch wenn der Film sehr stark vom Buch abweicht. Aber das ist auch keine Schande und ich verstehe auch, warum man es macht. Und ich fand ihn sehr amüsant. Also ihr habt den noch nicht gesehen, ne? Nee, ich bin auch noch nicht ganz durchs Buch durch tatsächlich. Aber mein Problem ist gerade, dass ich mich mental nicht irgendwie auf den Hype einlassen kann. Und dass es dann irgendwie dem Buch auch nicht. Also ich glaube, dass ich es dann hinterher irgendwie schlecht finden würde, weil ich halt auch die negativen Meinungen dazu kenne. Nach dem Motto, ja, das ist einfach nur, ich benenne einfach mal 20 Dinge, die Leute vielleicht kennen. Und dann und das ist die einzige Ja, aber das Besonderheit ist doch im Buch genauso. Ja, ich rede ja über das Buch tatsächlich. Also das ist das, was die Leute schlecht über das Buch sagen. Das ist nur so eine Ansammlung ist von Anspielungen. Wo ich halt denke, ey, wenn der Rest funktioniert, ist das ja egal. Also, ja, daher, mal gucken. Es ist absolute mittelmäßige Geschichte halt, ne? Das muss man schon sagen. Aber wenn man halt dieses, aber es sind halt nicht so dieses, und das mag ich am Buch auch, es ist referenziell, aber es ist nicht so dieses, ja, Super Mario, Turtles, Ghostbusters, so die ersten drei Sachen, die einem einfallen, sondern es geht ein bisschen tiefer. Es ist ja viel Dungeons & Dragons drin. Es ist super viel John Hughes, wie spricht man den denn aus? John Hughes drin. Also diese ganzen 80s-Filme, auch viele Sachen, die man so nicht kennt, die ganze Mucke und sowas, die da angespielt wird. Also da hat sich schon jemand Gedanken gemacht und hat das halt schon irgendwie schön zusammengefasst. Und klar, es ist eine einfache Formel, ne? Also du sagst halt einfach so, ich gebe Leuten ganz viele Feelings, die sie schon mal getriggert haben. Und das ist also im Endeffekt die Nukularformel auch so. Ja, komm, wir reden über die Sachen, dann sagen die. Das ist funktioniert dann aktuell so. Die Frage ist noch, wie lange das alles funktioniert. Also ich brauche jetzt nach Stranger Things und Ready Player One, weiß nicht, wie viele Sachen ich noch in die Richtung brauche. Aber erstmal finde ich es gut und ich finde, dass der Film einen anderen Weg geht, aber einen sehr, sehr guten Weg. Und da, also eine Szene, da bin ich komplett ausgeflippt. Die ist nicht im Buch drin, wie sie den zweiten Schlüssel holen. Stichwort Shining. Wow. Alter Vater. Da war ich richtig kaputt danach. Das war sehr, sehr gut. Allein dafür lohnt sich's. Aber es geht komplett auf Retro-Feels. Aber auch die Turtles sind drin und so. Also ist alles irgendwie schon, haben sie schön gemacht. Der beste Turtles-Film der letzten drei Jahre, das sagt Max Nikolas nachts. Das ist tatsächlich der beste Turtles-Film der letzten fünf Jahre, ja. Wollte ich gerade so eine schöne Radio-Abmoderation machen für. So schön. Ja, also ich habe ja gehofft, dass ich ihn sehen kann. Ich bin jetzt mit Rüdiger. Blind. Ich bin jetzt blind, ich kann ihn leider nicht mehr sehen. Für mich ist es auch wie ein Hörbuch, wenn ich ins Kino gehe. Ich war jetzt mal wieder im Kino nach etwas längerer Zeit. Ich war jetzt beim Umzug, das hat alles ganz gut geklappt und bin jetzt im Kino gewesen in einer Sneak Preview. Und wir waren mit einer kleineren Gruppe, mit Rüdiger, seiner Freundin, meiner Freundin und ich. Und einer aus der Gruppe hat übrigens gefragt, was ist es denn für ein Film? Sneak Preview kenne ich nicht, weil es das auf dem Land halt nicht gibt. Und also, ja, das ist auf dem Land. Ja, also sie kommt auch vom Land quasi und dann so, ja, lass dich doch einfach überraschen. Ja, erzähl doch mal, was ist das denn für ein Film? Und dann haben wir gesagt, das weiß ich nicht. Und dann so, wie, du weißt nicht, welcher? Und dann weißt du, das ist ein Überraschungsfilm. Weil wir haben sehr lange gebraucht, um das zu verdeutlichen. Aber ich hab mich sehr gefreut eigentlich, weil ich A, mal wieder im Kino war und B, Sneak Preview eigentlich mag, weil eben auch damit geworben wird, dass Top-Blockbuster laufen. Habe ich noch nie erlebt. Na doch, also ich hatte schon ein, zwei Mal das, also ich weiß noch, Ritter aus Leidenschaft lief zum Beispiel damals. Was hab ich sehr denn? Unterschätzter Film. Komplett. Oder was habe ich noch gesehen? Ich habe gesehen damals, ich glaube, Der schmale Grat habe ich gesehen in der Sneak Preview. Ich habe also ein paar gute Sachen habe ich schon mal gesehen. Und natürlich auch ab und zu mal Crap. Oder halt Sachen, wo du sagst, ja, den kann man mal mitnehmen. Und wir saßen dann da und eigentlich habe ich auf Ready Player One gehofft. Ich glaube, wie fast jeder im Kino. Oder, ich sag mal so, Avengers wäre natürlich einfach so das ultimative Ding gewesen. Aber ja, damit aber das passiert ja gerechnet. Nie und nimmer. Also, genau, also damit hat eh niemand gerechnet. Aber in diesem Monat wäre halt, ich sag mal, Avengers wäre was gewesen, wo ich gesagt hätte, hui, da haben sie aber jetzt im Cinemax mal was einfallen lassen. Welcher Film noch so ein bisschen unterm Radar läuft, wo wir noch ein bisschen Word of Mouth brauchen? Hier Avengers. Ja, und Avenger. Ready Player One. Avenger mehr Action. Ist nein. Bayerisch, ja. Und halt eben Ready Player One, weil es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht lief. Oder dass man sagt, okay, wir gehen halt schon sehr weit in die Zukunft und es ist ja auch relativ offen als Firma, dass man Deadpool 2 vielleicht hätte. So, weißt? Okay. Weil der kommt ja jetzt das auch ist realistisch gewesen. Genau, ja. Der kommt ja auch in sechs Wochen, dann sagt man, nein.
Kann ja sein. Aber auf jeden Fall wäre ich so gewesen, ja, das wäre cool. Cinemax, weißt, das ist ja auch oftmals einfach nur so, um zu sagen, okay, die Filme laufen demnächst an, wie viele Kinos reservieren wir, weil danach gibt's ja auch dann noch, ja, Zählungen, Meinungsforschung wird betrieben, man muss dann sagen, wie der Film war und so weiter und so fort. Und dann sitzt man da im Kino, voller Kinosaal, und es läuft Lady Bird. Und ich war so, oh ja. Und es sind original einfach, ich würde sagen, ein Fünftel des Kinos, Lady Bird startet und startet ja mit der Sequenz, wo sie mit ihrer Mutter im Bett liegt und, also, schlafen, steht auf, ein Fünftel des Kinos und dann so, ja, okay, nee. Geht einfach zum Popcorn gepackt, die Freundin noch so aus dem Sitz gezogen, einer wow. Sagt, nee, das gucke ich mir nicht an. Und das einfach das ist richtig asozial. Ja, also es war schon witzig, aber ja, Lady Bird, ich sag mal so, Frau Vogel, nee, also war nicht meins. Ich find's aber auch okay, wenn Leute bei einer Sneak Preview aus dem Film rausgehen. Ich hatte einmal, dann wäre, wie hieß das Ding, August in Osage County oder so mit Dings. Da vergesse ich ihren Namen immer, gewinnt 1000 Oscars jedes Jahr. Ein sehr guter Film. Nee, gewinnt nicht. Nee. Meryl Streep war es. Glaube ich. Verwechsel aber immer die Namen. Auf jeden Fall sehr ruhiger Film. Ja. Sehr schauspielerlastig und eigentlich auch basiert auf einem Theaterstück und war halt wirklich so ein Kunstfilm eigentlich. Aber war gut. Nur trotzdem ist es natürlich nichts für jeden. Aber da war halt, am Schluss gibt man ja manchmal diese Kärtchen ab, wie man den Film fand. Und dieser Typ, bei dem ich die Note gesehen habe, habe ich auch gedacht, der denkt auch, dass er mit seiner Note irgendwie die Filme insgesamt besser machen kann. Der hat das Ding bis zum Ende durchgestanden und hat ihm dann aber ein 5 gegeben. Und mit dem hätte ich mich entweder gern unterhalten, einfach nur gesagt, ja, dann geh doch, wenn du es scheiße findest. Das ist doch völlig okay. Oder er hat vielleicht gedacht, ey, ich habe gedacht, das geht ganz anders aus, dass am Ende irgendwie dann noch Captain America vorbeikommt. Ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht ist doch Avengers, der Vorfilm. Nein, aber genau. da war's so, du musstest halt dein Kärtchen danach in eine Box werfen und die Boxen waren beschriftet mit, also Frage war, wie gefiel dir der Film? Gut, mittel, schlecht. So, und ich habe in die Boxen reingeguckt und es lag original kein Zettel bei gut, es lag ein Zettel bei mittel und sonst war einfach diese ganze Box war voll mit schlecht. So. Und das waren auch 30, 40 Zettel einfach bei schlecht. Und dann, das hat mein Troll getriggert. So. Dann habe ich mir einfach die Karte von allen genommen, die ich gut haben konnte, und hab sie mal gut reingeworfen. Dann so, ja, Leute, nur um zu trollen. Das ergibt natürlich auch das 99%ige Rotten Tomatoes Rating und die 7,6 auf IMDb. Hat es echt nur 99? 99%, das heißt 99% frisch. Ja, das ist sehr, sehr gut. Ja, also ich kann dir ganz ehrlich sagen, so mein Superfazit als jemand, der Filmreviews natürlich seit 85 Jahren macht, mein Superfazit dazu ist genauso belanglose Scheiße wie Juno. Ey, Juno war richtig gut. Ja, klar. Muss man halt so ein bisschen, weiß ich nicht, muss man halt einfach in seinem Leben keine Probleme haben, dann kann man auch mal Juno gucken oder Lady Bird, ne? So. Er gibt keinen Sinn, was du aber der war wirklich hast. Der war wirklich für den Oscars nominiert, ne? Lady der Bird? War, ja. Fünf Stücke. Hat er einen bekommen? Ich glaube nicht, sonst hätten sie aufs Plakat geschrieben, dass er einen gewonnen hat. Siehst du mal. Hat er keinen Oscar bekommen? Ja, aber du hast auch einen Grimme-Preis gewonnen, also jetzt komm mal runter. Ja, aber ich habe einen gewonnen, immerhin. In der Tombola, ja. Ja, das ist... Nee, aber weißt du, was mein Highlight bei Lady Bird war? Die Schauspielerin, die sonst bei Roseanne mitgespielt hat, deren Namen ich immer vergesse. Roseanne. Die Schwester von Roseanne. Roseanne. Sowieso Metcalf heißt die, glaube ich. Ja, die war super. Also wirklich Laurie richtig, Metcalf, ja. Richtig, richtig toll gespielt. War eh toll gespielt, aber die Geschichte ist einfach krass belanglos. So, also das weiß ich nicht. Da kannst du auch Melrose Place gucken, ganz ehrlich. War das mal für einen Oscar nominiert? Glaube ich nicht. Kann das bitte jemand verschriften, was der Gönn gerade alles von sich gegeben hat, das als Überschrift Melrose Place uns irgendwo online stellen, als geschriebene Kritik? Also ein Traum. Ja, mach ich gerne. Also, kannst auch Melrose Place gucken und alle draußen so Melrose Place googeln das erstmal. Oh. Das ist wie Beverly Hills 90210. Nur anders. Yeah. Oder Köln 50486B. Naja. Hat das mal einer von euch geguckt? Diese RTL, ist das RTL 2 oder Kabel 1, diese Scheiße? Das war RTL 2. Das ist auch der größte Müll. Nee, Christian. Ümit hat Probleme mit Petra. Er stellt sie zur Rede. Ümit. Keine Ahnung.
ja, übel. Übel und gefährlich. Nee, das war also der Lümmel-Ümmel. Das war mein Problem, das ich hatte in den letzten Tagen. Ansonsten. Das war das einzige Problem, was du in den letzten Tagen hattest. Ja, mein Leben ist hart. Ansonsten läuft es ganz, ganz gut, würde ich sagen. Ich habe jetzt Thermomix, Leute. Ich bin angekommen in der Zukunft. Ich wusste, er kann nicht viele Probleme haben, wenn er trotzdem nochmal erwähnen muss, dass er gerade umgezogen ist. Der Typ hat so viel Geld, ne? Das ist unfassbar. Wer denn? Hatte. Nein, gar nicht. Du hast einfach nur, du hast einfach viel zu viel Geld. Ich hab ihn geklaut. Aber das darf ich niemandem sagen. Ich hab den geklaut. Ich muss mein Gangster-Image aufrechterhalten. Also im Thermomix kann man das nicht. Gib mit Gangster. Weißt du, was ich meine? Hast du den so geklaut, wie damals bei Bam Boom Bang sie den Tresor geklaut haben, den sie dann ins Auto binden und rausfahren, nur dass du den Thermomix mit so einem Spanngurt an dein Fahrrad gebunden hast? Mein Fahrrad, das ich auch geklaut habe, weil ich keins mehr habe. Und dann den Thermomix so durch die Straßen zerren, so ganz laut klappern. Klack, 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 klack. Und der ist auch einfach kaputt, wenn er hier ankommt. Aber ich bin trotzdem so stolz auf meinen Thermomix. Die Hunde werden gleich erschossen, habe ich gehört, weil einer bellt. Also ist alles gut. Thermomix. Das ist auch was, das ist so eine Sekte, Alter. Ganz ehrlich, habe ich im letzten Podcast erzählt, ne? Mhm. Also das ist wirklich, die wollen, das ist wie so eine Tupperware-Party, dass man muss Leute zu sich holen, und dann so ein Freundeskochen arrangieren und dann darf man sich vielleicht einen Thermomix kaufen, wenn man das verstanden hat. Aber man kann ihn nicht einfach bestellen. Nee, du kannst nicht einfach bestellen. Du kannst jetzt nicht in den Laden gehen, das wollte ich ja. Ich wollte in den Laden gehen. Hier, wir haben ja so einen Vorwerkladen, das ist ja von Vorwerk, die Staubsaugerchen machen hier. Und dann wollte ich in den Laden gehen, den gibt's ja im Parsing. Und dann bin ich da hin und meine so, ja, hier, ich hätte gern einen geilen Thermomix. So, ich habe gehört, das ist gut. Möchte jetzt einmal richtig investieren. Der kann ja. Wusstest du überhaupt, was ein Thermomix macht? Ich weiß bis heute nicht, was der Thermomix macht, Alter. Das ist ja der Punkt. Ich hab das Produktplatz gelesen und habe gesagt, der ersetzt ja 12 Geräte und deswegen ist der Preis nicht so hoch. Hättest du nicht einfach Nanu einstellen können als privaten Koch? Ey, ganz ehrlich, Nanu findet den Thermomix auch geil. So. Ja, natürlich. Er hat ja auch Vorteile, aber du verstehst die halt nicht. Ja, ich verstehe das nicht. Aber hier, das Frauchen hat gesagt, wir brauchen Thermomix, da können Kartoffeln nicht überkochen. Und habe ich gefragt, kann der Milchreis? Hat sie gesagt, ja. Habe ich gesagt, okay, kaufen wir. Das war unser Gespräch. Nee, und dann wollte ich halt in dieses Vorwerkladen, bin zum Vorwerkmann gegangen, habe gesagt, hey, Herr Vorwerk, ich hab eine Frage. Ich hätte gerne so einen Thermomix. Kann ich direkt einen mitnehmen oder soll ich heute Mittag nochmal kommen? So, haben Sie gerade einen da oder müssen Sie bestellen? Und der so, nee, so einfach ist das nicht, mein Herr, hat er gesagt. Und dann habe ich gesagt, oh, Herr Vorwerk, wie kann das denn sein? Was ist denn nicht so einfach? Haben Sie, es gibt eine Produktknappheit, ist ja so beliebt. Und dann hat er gesagt, nee, aber Sie müssen ein Kochen, müssen Sie bei sich veranstalten, dann müssen Sie drei Ihrer Freunde einladen und einen Thermomix-Repräsentanten. Und ich war so, was? Ich lade meine Freunde nicht mal zu mir an. Ich habe keine drei Freunde, wie soll das denn funktionieren? Und dann hat er laut gelacht und dann bin ich auch, habe ich auch laut gelacht, dann habe ich aber gesagt, das ist gar kein Scherz. Und dann meinte ich, ja, dann komme ich später wieder. Und das ist natürlich so die Aussage, macht man nie. So, und dann habe ich mir überlegt, wie mache ich das jetzt? Online geht's natürlich auch nicht. Kannst halt nicht in Chatroom mit drei Freunden sein und dann sagen, ja, hier habe ich meine Tupperware-Party gemacht. Und dann sind wir über Umwege doch noch an Thermomix gekommen, auf offizielle Art. Aber das war schön. Das war schön. Jetzt stehe hier ein Thermomix. Und der ist ja größer, als ich dachte. Der ist ja so groß wie ein Mensch fast. Was redest du? Weißt du, wie groß ein Thermomix ist, Alter? Weißt du, wie groß ein Mensch ist? Was redet ihr? Ja, wie ein sehr wie kleiner Mensch sein? Halt. Eben, 4 Monate oder was? Ja, aber es ist halt einfach wirklich groß. Und das bisher habe ich gemacht, was habe ich gemacht? Kartoffeln habe ich gemacht. Wahnsinn. Linsensuppe habe ich gemacht. Wahnsinn. Er ist mit meinem WLAN verbunden. Irre. Alles in deinem Haus ist mit deinem scheiß WLAN verbunden, sogar dein Hintern. Ey, das ist das Geilste auf der Welt, wirklich. Also alles, einfach alles ins WLAN reinpacken und dann läuft es auch. Also ich kann euch einfach sagen, ganz ehrlich. Mein Dosenöffner läuft viel besser, seit er im WLAN hängt. Ja, da kann ich mir zum Beispiel mal über die Härte der Dose sagen, den Härtegrad der Dose. Aber ganz ehrlich, also Kartoffeln waren gut, Linsensuppe war auch gut. Und jetzt bin ich mal gespannt, was mein Milchreis macht. Und ich habe ein Waffeleisen gekauft. Weil das kann der Thermomix nicht. Diese Aussage von Christian Görnd wurde gesponsert von Vorwerk. Vorwerk, geile Staubis, geile Thermis.
Das ist auch der Thermio-Staubi. Nee, ich habe keinen Vorwerk-Staubsauger, die sind mir zu teuer. Das war auch der spannendste. Was kostet so ein Thermomix? Oh, fuck nicht, Bruder. 1000, ne? Das sind 1000er Bereich, ja. Also hier bei eBay sind sie für 1270. Gebraucht, ja. Oder? Ja. Nein, nein, neu. Ja, also bei. Was habe ich denn bezahlt? Weiß ich. 1299. Aber er ersetzt 12 Geräte. Und dann dachte ich mir, ach, dann kostet ja jedes Gerät nur noch 110 ungefähr. Das ist ja geil. Ja. Ja, ich verstehe das alles nicht. Nee, ich auch nicht. Aber ganz ehrlich, ich verstehe bis jetzt nicht, was er kann. Aber man kann Snickers-Aufstrich drin machen. Für Brot. Man kann sich weiße Schokoladenlikör machen. Ja, aber das klingt alles so, als bräuchte ich dafür kein Gerät für 1200 Euro. Hör doch mal auf, so negativ zu sein. Weißt du, wie viel He-Man-Figuren da man für kriegt? Ja, du kannst ihn ja He-Man nennen. Du kannst auch Augen draufkleben auf Thermomixi. Also wenn überhaupt, würde ich ihn Orko nennen, der dreht sich ja. Auf Thermi. Nee. Thermi. Thermi und, nee, Staubi ist ja nicht von Vorwerk. Das ist mir wirklich zu teuer. Vorwerk Staubsauger brauche ich. Also hätte ich gern, aber ist mir zu teuer. Die haben auch Staubis, gell, bei Vorwerk. Ja, aber die fangen irgendwie bei 600 an oder sowas. Ja, ich habe mal einen gesehen. Die sind, glaube ich, der Staubi von Vorwerk wäre auf jeden Fall fähig, meinen Staubi zu essen. Ja, der baut da nochmal um, Alter, glaube ich. Der baut ihn einfach besser nochmal um. Aber der ist so groß, ey. Geil. Erinnert ihr euch noch dran, als Mitte der 90er die Robo-Wars-Sachen aufkamen? Das würde ich gerne mit Staubsaugerrobotern sehen. Ja, mit Waffen ausstatten. Das hab ich ja Max gesagt. Hier, wir haben, von was ist unser Staubi nochmal? Unser ist D-Bot, keine Ahnung. Naja, D-Bot. Aber, wir haben ja den D-Bot, gleichen, ne? D-Bot, du. D-Bot, D-Bot, du. Das ist Deutsch. Genau, D-Bot, D-Bot, Deutsch. Das ist Deutsch. Das heißt der Roboter. D-Bot, die. Ja, da habe ich ja gesagt, lass uns doch einfach Rasiermesser dahin machen, wo jetzt diese Staubfänger sind. Und dann fahren wir so durch einen Supermarkt mit dem ganz unauffällig. Und dann schnitzen wir immer so kleine Ritze in die Füße von Leuten. Mhm. Ganz unauffällig. Ja. Das war mein Lieblingsbild im Jahre 2017 oder Anfang 2018. Da hat jemand, als die neue Black Mirror Staffel kam, die vierte an Weihnachten, nach Weihnachten, hat einfach jemand ein Bild gepostet, wo jemand ein ganz billiges Brotmesser mit Gaffer auf so einen elektrischen Staubsauger geklebt hatte und hat einfach nur drunter geschrieben, Black Mirror in Klammern 2018. Da hab ich gelacht, weil das war auch ganz, ganz millionenmal retweetet und so. War sehr witzig, weil es einfach so ein dummes Bild war. Und es hat ein bisschen was von Robot Wars gehabt. Ja, aber ich finde das geil, so. Ich meine, ganz ehrlich, ich raff bis heute nicht, wie mein Staubsauger oder wie auch dein Staubi auch den Weg zurückfinden. So, du drückst auf die Heimattaste und dann fährt er hier so lang und so, wo ist denn mein Zuhause? Ach da, ja, da ist die Ladestation, da fahre ich jetzt mal hin. Ja, aber man muss sagen, dass der für den D-Bot kann ich. Ich hab den ja jetzt schon länger, aber ich nehme den so und setz den immer in so Räumen aus, dann mache ich den an und der macht seinen Job da auch gut, aber so, ich bin jetzt nicht mega happy damit, allein weil der, also ich habe zwischen den, mein Flur ist ein Zentimeter abgesetzt von meinen restlichen Räumen. Das heißt, ich muss den in jeden Raum bringen und wenn der diese Kante kommt, die runter schafft er sie manchmal nicht, da hängt er schon fest und hoch schafft er sie eh nicht. Also okay. Ich glaube, da gibt es halt einfach Staubsauger, die, glaube ich, dieses Problem mit der Stufe besser lösen, wenn das so eine Zentimeter, 2 Zentimeter Stufe ist. Keine Ahnung, das finde ich leider ein bisschen lame. Ja, aber vielleicht muss man da auch dann einfach wieder 300 Euro mehr investieren, das weiß ich nicht. Also ja, selbst es ist, das ist halt wieder dieses Roboter, weiß ich nicht. Ja, das muss ja nicht Treppen laufen. Kommt ja einfach so. Ich hab das ganze Haus gestaubsaugt. Max, ich hab die Katze eingesaugt. Ich habe die Nachbarn ausgebürgert. Genau, D-Bot, du. Das ist der Motto auch. Nee, kann ich komplett nachvollziehen. Bei mir ist halt alles ebenerdig, weil also ich plane ja auch noch fetter zu werden und dann mit dem Rollstuhl in meiner Wohnung zu leben. Deswegen habe ich halt von Anfang an gesagt, ich will auf jeden Fall alles ebenerdig haben. Und deswegen, also da bin ich auf dem guten Weg. Alter, gut, ey, du redest eine Scheiße. Ich muss aber sagen, es wäre sehr lustig, wenn er nur noch im elektrischen Rollstuhl durch die Gegend fahren würde. Ja, aber da, auch da wären Rasiermesserchen dran, glaube ich.
Aber wie du dich einfach ständig im Kreis drehst und dabei so manisch lachst. Ja, das ist ein Bild, das mir sehr gefällt. Ach schön, manische Lachen ist immer ganz geil. Nee, ja, das ist, also wie gesagt, momentan, ich lebe so ein bisschen im Black Mirror 2019. Habe auch Angst, dass irgendwann all die Technik sich gegen mich wendet und meine Lampen immer nachts nur an sind, anstatt tagsüber, sich aber dann auch irgendwie, weiß ich nicht, jetzt. Warum machst du denn tagsüber das Licht an? Es scheint doch die Sonne. Alter, weißt du, wie wenig Strom das verbraucht? Ich habe einfach alles jetzt die ganze Zeit an, ist mir scheißegal. Was ein Quatsch. Guck hier, Alexa, mach mal geile Lichter. Ja, geil, jetzt, sie können nicht sehen, aber die macht jetzt hier geile Lichter. Alexa, mach mal geilen Podcast. Ja, das kann sie nicht. Das kann. Dafür braucht man andere Leute. Das hätte ich nicht sagen sollen. Es ist irgendwo zu Hause bei den Hörern ein anderer Podcast. Ja, ich wollte gerade sagen. Da bin ich ein großer Fan, dass wir immer Nachrichten davon bekommen, wenn wir jetzt mit Alexa reden. Naja, so ist es halt, Freunde, ne? Ja, das war die Geschichte von Tammy und Staubi. Bald auch in eurem Kinderbuchregal. Ja. Ansonsten, Domsen, was geht bei dir? Ich habe mich durch zwei Staffeln Jerks jetzt durchgeprügelt. Und ich weiß, dass die Sendung gut ist. Ich habe es vorher auch schon zu Max gesagt. Dass auch nur Leute, die ich mag, nur Leute, die gut sind, sind beteiligt. Ich finde das alles objektiv sehr, sehr gut, aber ich bin unfassbar gelangweilt davon. Also wirklich jede Folge jetzt gesehen und ich habe einmal geschmunzelt. Ist auch wie Nukular. Ähnlich, ja. Also es ist vielleicht wegen Nukular so, dass ich einfach abgestumpft bin, was so Dinge weil angeht. Weil Goethe und ich einfach so witzig sind. Wir sind das wirklich so witzig. Tammy und Staubi haben wir gerade erfunden. Ja. Sternstunden der deutschen Comedy. Staubi wurde gerade erfunden, genau. Das ist gerade passiert. Ich sitze in meinem elektrischen Rollstuhl und lache. Ich bin halt nicht in der Lage, das Ding objektiv zu kritisieren, aber ich bin auch einfach... Super. Als wenn ich auch elektrisch wäre dadurch. Ja, wollte gerade sagen, was bist du jetzt eigentlich, Stephen Hawking oder was? Ich bin jetzt auch im WLAN. Ja, ich weiß, der Gute. Das ist super traurig. Aber es hat seine Buchverkäufe angetrieben. Könnte jetzt bringt also das auch nichts mehr. Naja, das Ding, ja, hat er nichts davon, aber Julian veröffentlicht doch auch ein Buch. Wenn er stirbt, wird das auch noch ein Bestseller. Wenn ich sein PR-Mann wäre, ich würde den Tod faken. Julian veröffentlicht ein Buch? Ja, ja. Julian kann schreiben, nicht nur reden. Okay. Wann kommt es? Moment, das weiß Julia ich nicht. Morgen, glaube ich. Nee, ich glaube im Mai. Zu meinem Geburtstag. Stiehlt er mir die Show, oder was? Was verkaufst du zu deinem Geburtstag? Dein Gesicht? Oh, ich habe eine gute Idee jetzt, plötzlich. Lass mal beim Preismodell reden, ey. Nein, aber erzähl nur weiter. Entschuldige bitte, ich hab dich rüde unterbrochen. Es ist völlig okay, es war ja teilweise witzig. Anders als Jerks. Nee, ich kann es wie gesagt objektiv nicht kritisieren, es ist alles gut dran und das, was es sein möchte, ist es auch zur Perfektion. Aber ich bin einfach drüber, ich kann diese Fremdschämen-Geschichten nicht mehr gucken. Und ich finde auch den Mockumentary-Stil, der ja hier jetzt wirklich nicht so krass ist. Hier ist es eher der Fremdschämen-Faktor. Ich finde, das ist alles vorbei. Es ist einfach, ich habe es tausendmal gesehen. Ich habe tausendmal gesehen. Tausendmal nichts verstehen. Genau. Tausendeinmal gelacht. Und es hat gemacht. Ja. Ich habe Stromberg komplett geguckt, ich habe britische Office komplett geguckt, ich habe Ricky Gervais, glaube ich, alles konsumiert, was er gemacht hat. Da ist auch nicht mehr so geil. Das letzte Stand-up, da steht er auf der Bühne und erzählt, was er getwittert hat. Ja, aber das ist ja eher ein Wegfall der Persönlichkeiten als des Stils. Also, weil ich habe zum Beispiel, ich guck Modern Family und lach immer noch darüber, obwohl es Mockumentary ist. So, also ich finde halt, das steht und fällt mit den jeweiligen Leuten, die es machen. So. Ja, natürlich. Also es kommt ja auch immer drauf an, in welchem Bereich es spielt und so weiter. Aber bei Jerks einfach das Ding, dass ich einfach vom Setup her schon weiß, wo die Reise hingeht. Da ist ein Herpes-Gag drin, wo du einfach sofort weißt, was passieren wird. Wo auch der Aufbau immer das Gleiche ist. Leute haben sich wieder vertragen und dann führt ein kleines Detail dazu, dass sie sich wieder entzweien und es peinlich wird für 5 Sekunden. Und du weißt es halt, wenn du schon 3 Formate gesehen hast, die so sind, nach Minute 2 und bist so, okay, ich weiß schon, was passieren wird.
Und es ist mir auch nicht mehr fremdschämmäßig unangenehm und es ist auch nicht extrem witzig. Okay, das wird jetzt passieren. Das wird jetzt passieren. Das ist jetzt unangenehm. Das ist jetzt die Situation, aus der sie nicht rauskommen. Und die Figuren sind ja auch nicht so weit entwickelt, weil es ja auch halb reale Figuren sind, also, ne? Und alles improvisiert ist, dass es für mich irgendwie wichtig ist, weil es hat ja auch alles keine Konsequenzen, denn die Figuren blamieren sich die ganze Zeit, aber sie machen halt auch immer einfach weiter. Klar, komische Kritik, bei den Simpsons ist es ja genauso. Aber ich lache einfach nur nicht mehr. Ich bin das Problem, nicht die Sendung. Ja, ich habe jetzt vom Ulm. Ich mache Schluss mit Fremdschämen. Ja. It's not me, it's you, umgekehrt. Okay. Ich kann es mir nicht mehr angucken. Also kleiner Tipp für alle, die es noch nicht gesehen haben. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß, dass Max großer Fan ist. Bei Dominik weiß ich es gar nicht genau. Aber mein neuer Freund, die alten Staffeln, gibt es jetzt alle bei Amazon? Ich glaube, Amazon ist es, ne? Weiß ich nicht, habe ich früher auf MySpaß, glaube ich, geguckt. Und das ist einfach so unfassbar gut, immer noch. Also viele Sachen hat man schon wieder vergessen, aber es ist einfach so gut. Ulm in seiner, also ich, das ist Ulm in Bestform, finde ich. Vor allem stellenweise. Knut Hansen, Digga. Der Beste ist immer, oh, wie heißt Alexander von Eich ist der Geilste. Das ist dieser ganz reiche Typ, so. Wie er auch dann immer den Leuten Geld gibt und dann auch sagt, ja, ich würde schon gerne mit dir schlafen. Und dann so, ja, du kannst doch meine Freundin nicht sagen, dass du mit dir schlafen willst. Naja, ich würde es ja nicht kostenlos machen, würde es ja dafür bezahlen. Es ist so unfassbar, Alexander von Eich. Du hast komische Vorbilder. Ne, es ist halt super witzig einfach. Und Ulm auch eigentlich so in seiner Synchro-Paraderolle oder besten Rolle, im Gryffalo. Kennen auch nicht so viele, ist aber ein wunderschöner Animationsfilm zum Buch, zum Kinderbuch. Ist eigentlich einer meiner Lieblingsanimationsfilme. Das hat irgendwann mal Bushido erzählt, dass er mit seinen Kindern immer in den Gryffalo geht. Das fand ich toll. Ja, Bushido und ich haben da auch so viele Gemeinsamkeiten einfach. Absolut. Also ich gehe auch richtig oft mit seinen Kindern in den Gryffalo. Nein, Gryffalo kann ich nur empfehlen. Wirklich, das ist so toll. Buch ist super. Der Film ist super. Hörspiel ist super. Es gibt nichts, was nicht super ist beim Gryffalo. Kriegst du nicht Ärger, wenn du mit Bushidos Kindern in den Gryffalo gehst? Weiß ich nicht. Also oder habe ich jetzt was nicht verstanden? Doch, Bushido und ich sind aber auch dicke. Also ich bin dick. Der ist, es ist einfach. Ah, das ist unfassbar. Also Bushido und ich... Ich glaube, ich finde es einfach witziger, wenn Witze nicht funktionieren. Das ist mein Problem. Ja, deswegen machst du die auch gerne in die Richtung. Ja. Und Vorlagen gebe ich auch ganz gern. Ja. Ach, Leute. Ein bisschen was hier so wieder los ist. Zu seiner besten Zeit. Und hat auch gerne Vorlagen gegeben, aber nie selbst verwandelt. Ah, das ist Fußballwitz, ne? Ja, war ein Fußballwitz. Ich habe auch den Anfang nicht gehört und wusste schon, es ist Fußball. Hier, Liverpool hat gestern gewonnen. 3-0 gegen Man City. Alter, da war mir aber Party in meiner Hose, sag ich euch. Spielen da die Beatles noch? Sind die nicht ein bisschen alt mittlerweile? Die Fab Four spielen da noch, ja. Die heißen jetzt nur anders. Fab hat in dem Fall nichts mit Masturbation zu tun, Max. Kannst wieder schlafen. Egal. Cool. Ansonsten, Autokino-Tour läuft eventuell schon, je nachdem, wann Dominik dazu kommt, diesen Podcast zu schneiden. Podcast-Cover kennen wir schon. Unfassbar schön. Wirklich, also ist von Jo, oder? Ist von Johannes. Genau. Jo, bester Mann. Cover. Entschuldige? Jo, bester Mann, habe ich gesagt. Ja, komplett. Hat ja auch das Cover zuvor gemacht. Das Beste von früher bis jetzt. Von früher bis heute bis jetzt. Und das Cover jetzt... unfassbar schön. Also ich muss Jo auch noch fragen, ob er mir das irgendwie in riesig zur Verfügung stellen kann, weil das würde ich gerne irgendwo ausgedruckt haben und aufhängen, weil das finde ich wirklich richtig, richtig, richtig toll, das Cover. Aber da können wir uns ja selten beschweren. Ich sag mal so, ist ein bisschen so wie bei schönen Menschen, ja? Also von außen ist unser Podcast ganz schön und dann geht man ins Innere, hört den und ist so, ach, so gut ist er gar nicht. Aber von außen, die Hülle ist schon mal sehr schön. Danke dafür, Jo. Ja. So, das war die perfekte Überleitung. Ich bin, entschuldige, dann mach weiter. Wenn das die perfekte Überleitung war, mach weiter. Zu Dominik, der jetzt was sagen wollte. Ich wollte nur sagen, ich fand's toll, dass er beim letzten Cover, das war nämlich nicht meine Idee, mir einfach einen Raketenstuhl gegeben hat. Das ist so Hammer. Ja, ich war Fan davon von dem von Frau Herr Bär.
Im Flugtaxi. Ja, das Bär-Flugtaxi war mein Wunsch, okay. Weil das zwei Gags in einem sind, weil es zum einen tagesaktuell war mit Doro Bär und ihren Flugtaxis und zum anderen ist es tatsächlich der insiderigste Kevin Smith-Gag der Welt. Deswegen, warum? Sehr ist großer das mal Freund erklärt, von Flugtaxi. Ich vergessen, ne? Es gab mal eine Clerks-Zeichentrickserie, in der es eine unfassbar psychedelische Sequenz gab. Also heute wäre es nicht mehr psychedelisch, aber damals war es krass. Wo irgendwann ein Bär Auto gefahren ist und das war alles im Anime-Stil. Die fahren ja gar kein Auto normalerweise. Ja, genau, das war es. Es hat irgendeiner einfach gesagt, der Bär fährt das Auto, wie kann das sein? Und es war halt so offensichtlich dumm, dass ich den einfach liebe. Das ist wirklich unter absoluten Hardcore-Fans ist das so ein Bear is driving, how can that be? Ich weiß auch nicht, warum. Ich liebe es. Es ist, aber Doro Bär war die gute Ausrede, es dann auf jeden Fall unterzubringen. Okay, ja, ich liebe das auch. Ist geil. Ich verstehe es doch nicht, aber ist cool. Aber der hatte ja jetzt auch, der hat einen Herzanfall, ne? Hatten wir das zur alten Folge? Ich dachte jetzt kurz, Johannes hätte einen Herzanfall gehabt. Wow, das wäre schrecklich. Dann könnten wir keine guten Cover mehr. Ja, Kevin Smith hatte einen Herzinfarkt vor ein paar Wochen. Ja, das ist schon ein bisschen her jetzt. Und wie er so ist, das muss man ihm einfach mal lassen. Jeder Anlass wird genutzt, um Presse zu machen. Redet die ganze Zeit drüber, postet Fotos, wie er abnimmt. So ist er halt. Aber es geht ihm besser und das ist schön. Ja, sehr gut. Das freut mich. Dann können wir uns auf Clerks 3 doch noch freuen. Nee, das leider nicht. Aber Jane Silent Bob Reboot ist der nächste Film, der da ansteht. Achso, ich dachte, Clerks 3 hat er gemacht. Er wollte Clerks 3 machen, er hat auch ein Drehbuch geschrieben, aber Jeff Anderson, der Randall spielt, hat gesagt, nee, ich habe keinen Bock drauf, weil bei Clerks 2 habe ich zu wenig Kohle verdient. Ja, aber es muss ja bei Clerks 3 nicht dann zwingend auch wieder so sein. Ja, ist ja sein Also was ist das denn für eine Aussage? Ich verstehe es ja auch nicht so ganz, aber es ist. Ich habe früher zu wenig Geld verdient, deswegen kann ich heute nicht mehr arbeiten. So, ah ja, okay, nee, das macht Sinn natürlich. Das ist ja super dumm. Nee, aber das ist spannend. Ansonsten gibt es dieses Pressebild jetzt, ne? Max hat da, glaube ich, ein bisschen mehr mitbekommen zu, mit Keanu Reeves, Bill und Ted's verrückte Reise in die, was wird's jetzt sein? Ja, das ist ja noch nicht ganz klar, weil irgendwie alle sind bereit und, und irgendwie will ja keiner Kohle investieren. Wo haben wir denn da schon mal drüber geredet? War das hier oder war das schon mal? Wir haben schon häufiger darüber geredet, tatsächlich, aber da gab es ja jetzt dieses neue Pressebild. Ja, ja, es gibt ja dieses selbst. Mit den beiden Jungs wieder und ich habe mir den Artikel aber noch nicht aus Zeitgründen durchgelesen. Ich weiß nur, dass es immer noch nicht fix ist, aber dass sie halt immer noch suchen und dass das so ein Projekt ist, was halt jetzt gerade so, also die Entertainment will das halt auch fördern, so dass jetzt sich halt endlich mal jemand findet, der das Ding annimmt, in Gang bringt, so. Aber da sind ja immer noch irgendwelche Produzenten der Meinung, dass es schlauer wäre, das als Reboot zu machen mit neuen Darstellern. Und das ist ja was absolut. Also ich kann mir vorstellen, ja, das dass das halt Ding schon, Sinn. Dass es so auch schon schwierig funktioniert. Aber als Reboot finde ich es absolut behindert. Also das sollte man bitte nicht machen. Und das deswegen sind die gleichen, die gesagt haben, Secret of Mana, nee, das müssen wir rebooten, so dass keinem mehr gefällt. Naja. Deswegen, das Problem ist doch daran, das ist ja gar nicht so teuer, oder? Was wollten sie haben? 5 Millionen? Keine Ahnung. Oder sowas? Und dann war ich so, ja, aber eigentlich könnte Reeves, wenn er dann wirklich sagt, ich glaube daran, soll er das halt selbst finanzieren? Ja, aber der hat die Rechte nicht, ansonsten hätten sie es schon gemacht. Ja gut, okay, klar. Okay, daran habe ich schon nicht gedacht. Das ist eine Rechteinhabergeschichte, weil du die Rechte hast und du hast ein 5-Millionen-Projekt in Hollywood und du hast ein paar Kontakte, kriegst es irgendwie finanziert, aber das gehört denen halt nicht. Na gut, ansonsten wäre es halt für ihn wahrscheinlich ein ganz guter Invest, sage ich mal, weißt? Weil ich glaube, du musst noch nicht mal damit ins Kino, sondern wenn du es halt rausbringst und dann halt digital veröffentlichst und als Sammleredition nochmal im Retail, dann ist das schon geil genug, so. Naja, wie dem auch sei, ist ja wurscht. Ich bin jetzt auch nicht Keanu Reeves. Also viele denken das manchmal, aber bin ich nicht. Deswegen können wir das Thema ja auch eigentlich überspringen. Okay, danke. Falls ihr euch fragt, was das ist mit der unangenehmen Stille ab und zu, ihr müsst euch einfach vorstellen, wie wir alle den Kopf schütteln. Das also ist einfach Rumblepack ist der andere unangenehme Podcast. Radio Nukula. Du arbeitest nur mit unangenehmen Podcasts, kann das sein? Das kann man ist wirklich so. Ich bräuchte mal einen Job. so ein Büro. Das wäre toll. Das wäre super. Ey, dann machst du schon morgens ins Büro. Ich morgen zum 8 Uhr im Büro. Keine Woche.
keine Woche. Doch, und dann kommt jemand und sagt, oh, Herr Nachtsheim, weil man sieht sich dann natürlich auch nur. Herr Nachtsheim, ganz kurz nur, und zwar, wir haben einige Sachen, die noch heute bearbeitet werden müssen. Das hier muss raus, das ist ein Großprojekt, das müssen wir bis 9 bitte mal kurz abhaken. Und dann vielleicht fahren Sie dann um 9:30 Uhr ganz kurz zum Kunden. Das sind nur 4 Kilometer. Nehmen Sie am besten die öffentlichen, dann sparen wir als Firma noch ein bisschen Geld. Herr Nachtsheim, und um 11 bitte dann hier beim Meeting sein. Heute ist keine Zeit für Mittagspause, denn um 12.30 Uhr kommt ein Kunde aus China. Der hat auch, und dann vorgestern hat auch so einen Sprachfehler und lispelt ab und zu. Aber immer nur bei ganz bestimmten Worten, wo man gar nicht lispeln müsste. Sowas wie Ketchup. Und das macht dich dann, das triggert dich. Und er redet auch die ganze Zeit schlecht über Xbox. Wortlos Leute anschreien. Ja, er redet auch die ganze Zeit immer schlecht über Videospiele und Figuren. Ja. Also ja, was ich ja hasse, ist, wenn Leute so in der Vergangenheit leben und einfach immer so tun, als gäb's kein Heute, so kindisch sein und ja, irgendwann einfach alle umbringen. Ich sag immer Carpe Diem. Das ist mein Motto. Ja, Essen Karpfen heißt das. Ja. Carpe Diet. Mein Gag war schon scheiße, ey. Naja. Oh, okay, Junge. Also, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr uns zugehört habt jetzt für die letzten 40 Minuten, wir sind noch nicht beim Thema angelangt. Deswegen werden wir nun zum Thema kommen müssen. Und das Thema des heutigen Tages ist kein anderes als das Außenseitertum. Ihr fragt ganz euch jetzt, neu im Radio Nukola. Ja, wirklich. Ihr fragt euch jetzt, wie können so gut aussehende, charmante und witzige Typen wie Chris und Max denn Außenseiter gewesen sein? Das Ganze. Ah, ich liebe es, wie du verdrehte Komplimente machst. Dankeschön. Bitteschön. Gar kein Problem. Nein, aber ihr fragt euch natürlich, wie können diese drei Jungs Außenseiter gewesen sein? Und das ist eine ganz tragische Geschichte. Ja, wir waren nicht immer eloquent, nicht immer witzig, nicht immer gut aussehend. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen mit euch reden. Wie hat sich das Außenseitertum von damals zu heute verändert? Was sind Außenseiter eigentlich? Und vielleicht ist es gar nicht mal so scheiße gewesen, Außenseiter gewesen zu sein. Früher. Denn die Außenseiter von gestern sind die Mogule von morgen. Ja. Ich finde auch, ich so find kein Wort beschreibt uns besser als Mogul. Ja. Das Wort wird auch so häufig benutzt, finde ich. Ich glaube, es gibt so Worte, die nur in bestimmten Szenen verwendet werden. Und Mogul kenne ich tatsächlich eigentlich fast nur aus der Videospielwelt. Ach, sorry, Rupert Murdoch ruft an. Ja. Es gibt auf Netflix, gibt's übrigens eine geile Trump-Doku. Trump auch einfach ein Pfiffikus. Was hast du, ein Pfiffikus? Nein, ich habe gesagt, Trump ist einfach ein Pfiffikus. Achso, ein Pfiffikus. Okay, sehr gut. Ich war gerade so, hä? Aber es gibt so Worte, die auch nur benutzt werden in so Sparten. Zum Beispiel Rennbolide. Ist auch so ein typisches Videospielwort, der Bolide. Okay. Nutzt niemand sonst. Naja, wurscht. Lass uns über das Außen. Hört auf, mich zu mobben, Leute. Mensch. Ich find's ja auch charmant, aber ich hätte gern so einen Supercut, wo nur deine apropos Nothing-Geschichten einfach drin sind, wo du einfach erwähnst, apropos, das ist so. Gibt's und so, naja, Cooler. Wurscht. Naja, wurscht. Nee, du machst ja auch ab und zu themenspezifische Sachen, aber es ist einfach in jedem Podcast so 10 von deinen apropos, das ist eine Sache, die ich gestern noch gelesen habe, und dann merkst du selber, ah, passt ja nicht, wurscht. Ach, ist wurscht. Davon einfach ein einstündiger Supercut, das ist bestimmt ein Traum. Ja, mach das doch einfach. Nee, das nächste Mal, wenn du als Kosmopolit im Flieger nach Brasilien bist, wieder mal. Brasilien? Viel zu warm da. Das stimmt. Du warst auch in Brasilien, so alle so. Coco Cabana, Kakao und Spaghetti. Und alle freuen sich. Ja, das. Kakao und Spaghetti in der Copacabana. Mir ist nichts anderes eingefallen. Coco Cabana, Copacabana. Ist das eine Tasse heißer Kakao und Spaghetti ohne irgendwas? Ist das deine Bestellung in der Copacabana Bar in Brasilien? Ja. Du sitzt dann an, hast so einen Insektenhut auf und so Sonnenschutzmittel Faktor 5000. Und alle sind so, wenn sie zu dir gucken, ist es so, als wenn das HDR beim Fernseher zu krass eingestellt ist. Das ist einfach alles so super weiß. So. Wie bei dir zu Hause, also. Ja. Stimmt. Licht geht an. Augen. Wurst. Lass uns.
Ja, Außenseitertum, meine Damen und Herren. Wir beginnen heute chronologisch. Das heißt relativ weit hinten, denn wir fangen vorne an. Verstehe, hinten vorne, egal. Wir haben als ersten Punkt haben wir auf der Liste stehen Kindergarten. Da würde ich aber ganz kurz noch davor sogar gehen, denn um mal klar zu machen, in der normalen Familie, also Durchschnittsfamilie, kann man tatsächlich kein Außenseiter sein, bevor man in den Kindergarten kommt. Weil man ja normalerweise so der Fixpunkt der elterlichen Aufmerksamkeit ist. Deswegen entdeckt man das ja eigentlich erst, sobald man das Haus verlässt. Oder habt ihr das irgendwie anders erfahren? War denn in der Familie schon so der Außenseiter, der irgendwie draußen pennen musste oder so? Ich habe keine Erinnerungen mehr. Sehr gut. Das hilft uns in diesem Podcast. Ich war schon immer so der Mittelpunkt. Suki, kannst du mal dein Maul halten, sonst wirst du gleich gegessen. Ein Problem weniger und trotzdem satt. So, es kam jetzt gerade auch wieder so, oh ja, tut mir leid, Papa. Oh Mann. Er isst seine Probleme. Ja. Und so wurde er, was er isst. Nein, es ist, als Kind bist du halt natürlich immer im Mittelpunkt. Also klar, ich weiß halt nicht, wie es ist, wenn man nicht oder wenn man kein Einzelkind ist, weil zu dem Zeitpunkt bis zum Kindergarten war ich ja fast immer Einzelkind. So, also wenn man als zweites oder drittes Kind geboren wird und da so wenig Abstand zwischen ist, dass man halt immer noch so die Zeit mitbekommt, obwohl die Geschwister noch nicht im Kindergarten sind. Wie ist das bei euch? Seid ihr eigentlich? Du bist der jüngere Bruder, ne? Thompson? Ja. Ja. Deine Schwester ist 3 Jahre älter als du? 4 Jahre. 4 Jahre, ja. Oh, ich weiß nicht alles über Dominik. Shit. Das ist völlig okay. Ja. Und bei dir, Max, ist es so, du bist das dritte Kind? Was? Du bist nicht der Älteste, das wollte ich damit sagen. Hä? Doch. Natürlich. Ach so, doch. Ja, ist doch gut. Du bist ja mega informiert, Christian. Ist doch super. Ja, bei Dominik, bei Leuten, die ich mag, da wusste ich fast alles. Na, ich war mir nicht sicher, ob deine Schwester nicht älter ist als du. Nein, eine. Ich habe 3 sehr wesentlich jüngere Schwestern. Aha. Du meintest wahrscheinlich seine Mutter, Chris. Ja, weil die so jung aussieht. Genau. So. Nein. Von meinem Außenseiter Gag, ganz schnell dazu. Dominik, wie war es denn bei dir? Wenn du eine ältere Schwester hattest, dann warst du aber trotzdem halt eigentlich immer der Mittelpunkt, oder? Also es ist ja so, wenn das neue Kind da ist, dann ist das alte Kind uninteressant. Naja, uninteressant nicht, aber du ziehst natürlich, das jüngere Kind zieht immer mehr Aufmerksamkeit auf sich, muss ja auch mehr bemuttert und bevatert werden. Hier, Gleichberechtigung. Aber innerhalb der Familie, das war immer eine Aussage, gerade in Deutschland, wo du halt maximal 2,7 Kinder hast, also das 0,7, naja, reden wir nicht drüber. Das ist so ein Mikrokosmos, da kannst du eigentlich kein Außenseiter sein, vor allen Dingen als Kind. Du hast halt maximal eine Geschwisterrivalität und da gibt's ja dann auch keine großen Gruppen. Also es sei denn, ich weiß nicht, wie es meine Oma war, ich glaube, die hatte 10 Geschwister oder so, das ist nochmal was ganz anderes. Aber es ist eine Welt, die ist uns, glaube ich, sehr, sehr fremd hier. Und deswegen, der einzige Punkt, den ich machen wollte, war innerfamiliär Außenseitertum, gerade in jungen Jahren, existiert eigentlich nicht. Das heißt, wenn du das erste Mal wahrnimmst, ist es, glaube ich, relativ krass. Und ich für meinen Teil habe im Kindergarten das auch nicht so wahrgenommen. Im Kindergarten war einfach jeder so, ich fixiert eigentlich, dass das gar nicht funktioniert hätte. Das einzige Mal, dass ich mich an einen Außenseiter-Moment erinnern konnte, war, als unsere komplette Kindergartengruppe eine Betreuerin gemobbt hat. Was? Was? Ja. Hattet ihr alle so Messer in der Hand und dann seid ihr so, nein, gemobbt, schmobbt, aufgeschnitten. Domi, komm vorbei. 3, 4, Petra ist schon hier. Nee, die hat einfach Pech. Wir hatten seit Anfang an eine sehr junge und sehr, sehr hübsche Kindergärtnerin und dann war die einmal krank und dann kam halt eine, die einfach im Vergleich für Kinderaugen, wo eben alles sehr simpel ist, einfach alt und hässlich war. Und dann hat die ganze Gruppe hat auf sie gezeigt und Hexe gerufen für eine halbe Stunde. Was? Und ja. Wie ist das denn im Saarland, Alter? Ja, hart. Also Kindergarten ist tatsächlich Terrorausbildung. Das muss man einfach so sagen, denn es gibt immer Kastanienbäume und Hagebuttensträuche. Aus Hagebutten kann man sehr gut Juckpulver bauen und Kastanienbäume, das sind Granaten im Herbst, ne? Das darf man nicht vergessen. Also ich habe da viel gelernt, das ist wirklich auf das weitere Krieg, Leben. Ne? Ja.
mein Sohn ist ja im Kindergarten und da, also ich habe auch keine wirklichen Erinnerungen daran, ob ich im Kindergarten schon Außenseiter war. Ich weiß, dass man andere Kinder dann gemobbt, also nicht gemobbt hat, aber dass man da Außenseiter war, wenn man keinen Kakao bestellt hat zur Mittagszeit, sondern zum Beispiel Vanillemilch, weil das hat nur ein Kind bei uns bestellt. Obwohl der eigentlich, im Nachhinein muss ich sagen, ey, Vanillemilch ist schon geiler als Kakao. Aber finde ich auch, ja. Bitte? Ich habe immer Vanillemilch bestellt, aber deswegen habe ich auch nie Ärger bekommen. Also. Nein, aber da war er halt der Außenseiter, weil die andere war die Kakao-Gang und er war halt so in der Vanille-Gang. Und dann gab es so ein, zwei Kinder, die nur pure Milch getrunken haben und das war so, naja, du bist halt wirklich irrelevant so. Aber dich verarschen wir nicht mal. Ja, nee, dich verarsche ich nicht. Du verarschst dich schon selbst so mit Milch ohne Geschmack, Bruder, was ist los? Nee, aber das ist so das Einzige, wo ich weiß, so das war halt Außenseiter-Ding. Und heutzutage kriege ich es halt eher vielleicht noch mit. Es gibt halt so diese Fraktionen, so ja, was magst du im Kindergarten? Also zum Beispiel halt Ninjago ist halt ein großes Thema, so das größte Thema einfach gerade. Und dann gibt's halt Kids, die irgendwie halt mit Ninjago-Figuren am Spielzeugtag, der ist montags, haben sie halt Ninjago-Figuren dabei und andere Kinder haben halt andere Sachen dabei und die sind halt manchmal so ein bisschen Außenseiter, weil die halt nicht dann so, ja, nee, du kannst mit deinem scheiß Elefanten nicht bei Ninjago mitspielen, weil Ninjago gibt's keinen Elefanten, Bruder. So. Und dadurch bist du dann eher Außenseiter. Bruder. Bitte? Ja, die sagen Bruder. Der ist ja okay, Bushidos, die haben alle Bushidos, den gleichen Papa Bushidos da. Sohn ist dabei. Der hat keinen, ne? Der hat nur Töchter, glaube ich. Naja. Nee, aber das ist, eher so ein, ja nicht Markending, aber so ein, womit verbringst du deine Freizeit-Ding? Und dadurch wird man halt vielleicht zu einem Außenseiter im Kindergarten. Das könnte sein. Aber ansonsten, also in meiner Kindergartenzeit, ich habe halt immer das, eigentlich fast immer das gemocht, was die Kinder damals auch alle mochten. Also von Knight Rider über im Land vor unserer Zeit, also Dinos, bis zu Turtles. So, und deshalb war ich da schon relativ gut integriert in diese Gruppe. Also das hat man dann eher gemerkt, wenn man dann außerhalb des, also ich meine, als Kind hast du ja verschiedene Mikrokosmen. Du hast halt deine Familie als Mikrokosmos, wo wir ja gesagt haben, okay, da ist Mobben, also selten kommt deine, also oder Mobben, aber Außenseiter sein, da kommt ja selten jemand und sagt, hoch, also dich hätten wir ja ungern jetzt hier in der Familie. So, passiert halt aber nicht oft. Und im Kindergarten, wie gesagt, das ist ein Mikrokosmos und dann gibt's halt den Mikrokosmos draußen, so, und das ist halt nachmittags dann spielen, aber das ist ja meistens auch so, dass halt zumindest damals noch die Eltern entschieden haben, mit wem man spielt oder wann man irgendwo hingeht oder spielt. Oder wie war das bei euch? Also gerade wenn es dann ein bisschen weiter weg war, also jetzt hier in der Siedlung zum Beispiel, so, da läuft mein Sohn halt auch frei rum, sag ich mal. Und der kennt so... der, ja, also, nicht an der Kette? Ja, genau. Das ist eine sehr lange Kette. Nee, aber er weiß so, bis da darf er allein. So. Und alles andere muss halt mit mir abgeklärt sein. Und ansonsten halt, wenn er zu Freunden fährt oder so, dann bringe ich ihn ja dahin meistens. Deswegen habe ich da halt schon ein Auge drauf. Aber dieses Außenseitertum, glaube ich, das ist glaube ich auch eher so ein Ding, dass man dann mit so einer Rudelbildung ab der Grundschule hat, oder? Mhm. Also was da erst so anfängt. Wie ist es bei dir, Max? Ich kann mich an keinen Zeitpunkt erinnern, an dem ich mich zu irgendwas krass zugehörig gefühlt habe. Das klingt jetzt erstmal tragisch, aber ich finde das nicht so schlimm. Es war halt im Kindergarten, hatte ich halt auch immer so eine Sonderstellung, weil die Kindergartenzeit bei mir sich ja krass mit der Scheidung meiner Eltern, die sind halt krass aufeinander gedrosselt und deswegen war ich super aufmüpfig und laut und launisch und schlimm im Kindergarten. War ziemlich aufgedreht und ziemlich wie ein kleiner Koffeinfratz und habe halt mich die ganze Zeit mit allen gestritten und Mädchen an den Haaren gezogen. Und ich hatte es ja schon mal erzählt, dass ich da irgendwie auch der einen von den Zwillingen damals in einem Streit einfach ein riesiges Büschel Haare rausgerissen habe und so. Also ich war wirklich, und damit habe ich halt diese Außenseiterstellung manifestiert und war so ein richtig kleiner, aufmüpfiger Wichser im Kindergarten. Und so ging das auch in der Schule dann los. In der Schule hatte ich kurzzeitig so ein Zugehörigkeitsgefühl. Also bei mir hat sich das Außenseitertum immer darüber definiert, was bei uns in der Familie falsch gelaufen ist. Das war einmal die Scheidung. Dann später war das der Ex-Freund meiner Mutter, der leibliche
Bruder meiner der leibliche Bruder meiner Schwester. Der leibliche Vater meiner Schwester, der uns halt ziemlich krass schlimm behandelt hat. Das war dann die Phase so mit wo ich so dritte, vierte Klasse war, wo ich dann so auch verstärkt zugenommen habe. Dann wirst du natürlich, wenn du auch ein bisschen dicker in der Grundschule wirst oder dann auch vor allem in den Übergang auf die Mittelstufe, dann läuft halt einfach gerade in dieser Zeit, wo es halt immer mehr so auf dieses ganze Mädchenthema und sowas geht und dieses ganze, die coolen Kids und das sich immer mehr, die Wege sich immer mehr scheiden. Und ich glaube, durch diese familiären Umstände, die einfach nicht ideal waren, wie gesagt, durch die Scheidung, wie gesagt, durch diesen Typen, der halt unser Leben irgendwie 2-3 Jahre tyrannisiert hat, anders kann man es nicht sagen, der meine Mutter geschlagen hat, der mich geschlagen hat, der meine Schwester entführen wollte, also keine Ahnung, das ist ja so viel Schlimmes aufeinander getroffen, dass das halt einfach, da kannst du keinen normalen Kinderalltag haben, ja, und dich in irgendwelche Gruppen anschließen, mhm, und deswegen hat sich einfach, ja, hat halt mein Privatleben, mein familiäres Privatleben dafür gesorgt, dass ich in der Hinsicht einfach nicht, keine Zugehörigkeit gefunden habe. Und das verstehen ja Kinder auch nicht. Und deswegen war es doppelt schlimm, weil du halt auf der einen Seite bist du halt zu Hause im Endeffekt, bist du mit einem riesengroßen Problemherd belastet, aber halt auch in der Schule, weil du halt nicht zugehörig bist. Und du weißt dann auch gar nicht, weil das ja auch sehr wichtig ist, dazuzugehören. Vor allem im Kindesalter ist es halt einem einfach sehr, sehr wichtig. Es war mir sehr, sehr lange sehr wichtig, dazu zu gehören. Das ist ja, irgendwann kommt der Punkt, wo du raffst, dass es scheißegal ist. Also meistens. Manche Leute haben es bis heute nicht gerafft, aber irgendwann kommt er und aber erstmal willst du ja dazu gehören. Du willst ja Teil von den coolen Kids sein und nicht unbedingt am Rand stehen. So, manchen Leuten war es auch egal. Ich finde das immer krass. Gab Leute, die haben einfach schon mit in der dritten Klasse ihr Ding gemacht. So, das finde ich unfassbar. So, das Selbstbewusstsein hatte ich lange Zeit nicht. Also so, dass ich dachte so, ja, ist mir egal, ich koche hier mein eigenes Süppchen, sondern dafür war ich wollte ich zu sehr in der coolen Liga mitspielen. Ja. Ja, aber wie du schon gesagt hast, also dieses Selbst, das ist ja oft eine Selbstbewusstseinssache. Also es fängt ja im Kindergarten dann, hast du ja gerade auch drüber geredet, durch die Scheidung deiner Eltern, da fängt es ja schon an, wenn du dann vielleicht auch hinterfragst, also was war das Problem, das du damit hattest? Dachtest du halt, du trägst mit Schuld daran, oder war es einfach eher so, dass du wusstest, okay, es wird halt nicht mehr so sein, wie es davor war? Warum war diese Wut da? Kannst du dich daran eigentlich dann noch erinnern, oder dachtest du, wenn du auffällst durch solche Aktionen, dann wird sich etwas ändern, oder war es dir einfach scheißegal und du warst einfach nur wütend und konntest es da bei denen am besten rauslassen, weil es halt zu Hause nicht ging? Ja, voll. Also du kannst es natürlich, also ich glaube, dass man selber in dem Moment noch gar nicht weiß, was man überhaupt denken soll. Du merkst nur, dass sich zu Hause was verändert, dass deine Mutter viel weint, dass dein Vater nicht mehr da ist, dass er umzieht, dass er eine neue Freundin hat, dass das auch ein riesengroßes Problem war für meine Mutter, dass ich ja auch, meine beiden Eltern waren berufstätig, ich bin bei beiden groß geworden, so mehr oder weniger. Mein Papa hat in Waldacker gewohnt, wo er auch heute noch wohnt, das Haus kennt ihr auch so, da ist er dann halt hin abgehauen. Meine Mama hat im Rottgau gewohnt, in Jügesheim. Und das war unser großes, ich war erstmal einfach nur verwirrt. Du bist dann einfach erstmal nur verwirrt und du kapierst das gar nicht, du kannst das gar nicht sortieren. Du sitzt an Weihnachten da, deine Oma heult irgendwie, oder meine Oma damals meiner Mutter noch Vorwürfe gemacht, so, ja, du hast sie nicht behalten und behalten können. Also man muss dazu sagen, die Mutter meines Vaters, nicht die Mutter meiner Mutter. Mhm. Also so, die hat dann noch so fälschlicherweise so blöde Vorwürfe gemacht, so, was ja auch nochmal doppelt scheiße ist, wenn es dann auch noch von der Mutter des Typen kommt, der dich verlassen hat, also absolut asozial. Und all das hat halt dazu geführt, dass man einfach nur verwirrt war und traurig war und man aber noch zu jung war. Mit 4 bist du nicht in der Lage zu verstehen, dass deine Eltern sich scheiden. Da bist du einfach noch, da ist der Kopf noch nicht richtig bereit für. Und deswegen all diese Emotionen oder all das, was du so stückweise verstehst, vermischen sich, glaube ich, zu so einem riesigen Fuck. So, und keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht. Also, kann ich eine offene Frage stellen? Ja, klar. Du hast einen Sohn und der hat im Endeffekt eure Trennung mitbekommen in einem Alter, wo er nicht weit davon entfernt war. Hat sich das bei ihm bemerkbar gemacht, oder habt ihr es fernhalten können? Weil ich glaube, dass meine Eltern, wenn ich meinen Eltern einen Vorwurf machen könnte, würde ich sagen, sie haben darauf geschissen, danach zu gucken,
ob ich damit klarkomme oder nicht. So, sie haben einfach, also gerade meine Mutter, die auch manchmal eine Drama Queen ist, so, ich liebe meine Mama, aber manchmal ist sie halt einfach, also war zumindest früher gerne mal eine Drama Queen. Meine Mama hat nicht, glaube ich, nicht genug dafür gesorgt, mich vor dem Problem zu schonen. Sie hat es mich schonungslos miterleben lassen und das hat mir Probleme bereitet. Ja, deswegen habe ich ja gerade gefragt, so wie das bei dir war, weil ich vielleicht auch dann Informationen rausziehen kann, wie es jetzt gerade bei uns ist. Also bei ihm ist es so, er ist jetzt 7, so die Trennung war halt so, hat sich natürlich auch, das ist ja ein Prozess, der auch schleicht, sage ich mal. Also bist ja jetzt nicht, oh jetzt an dem am Mittwoch bist du super happy, am Donnerstag bist du komplett getrennt. So, weißt du? Ja. Das ist ja auch ein Prozess, der stetig vorangeht und so weiter und so fort. Du versuchst es so gut es geht, halt natürlich von dem Kind fernzuhalten. Ich meine, wir haben ja auch ab und zu dann telefoniert, du und ich, so, das war halt einfach eine super schwere Zeit, so für einen selbst. Also egal wie stark man selbst ist oder wie gut man im Leben steht, das habe ich ja damals auch auf der Nukularbühne noch gesagt, mit Thema Ängsten und so weiter und so fort. Man hat so ein gewisses Raster, so ein gewisses Muster, wo man sagt, ah, guck mal, das Leben, wie man sich das vorgestellt hat, das läuft ja gerade ganz gut und plötzlich merkt man, oh, dieses Muster oder diese Schablone, die wird gerade aufgeweicht und plötzlich zerläuft das alles. So, und dann musst du halt erstmal klarkommen damit, dass es nicht nur eine Schablone gibt für ein Leben, sondern dass es viele tausende Schablonen gibt und man einfach nur die richtige für sich finden muss. Und bei ihm ist es auch so jetzt gerade, dass er, oder das große Problem ist eigentlich, einem Kind in dem Alter, du warst ja damals, hast du gesagt, 3, 4 ungefähr. Ja, 4, 5. Genau, also ich sag mal so, bis zum Kindergarten, ihm zu erklären, dass man zwar Respekt vielleicht noch voreinander hat oder dass man sich noch mag, aber dass zum Beispiel keine Liebe mehr da ist, weil Kinder haben, oder bei Kindern ist die Differenzierung, oder es gibt halt Liebe, so, weißt, aber es gibt halt nicht so, ja, okay, das ist eine freundschaftliche Liebe. Es gibt halt wenige Abstufungen davon. Weißt du, was ich meine? Ja. So, und denen dann zu erklären, so, wenn die Frage kommt, ja, warum lebt Mama nicht mehr hier, warum lebt Papa nicht mehr hier? So, das werden ja viele andere jetzt, die den Podcast hören, wahrscheinlich auch kennen dann. Denen dann zu erklären, ja, weil die Liebe nicht mehr da ist. Das ist halt keine adäquate Antwort. So, weil das geht halt in seinen Kopf nicht rein. Dann ist es so, ja, aber wie, du liebst sie nicht mehr, so, oder sie liebt dich nicht mehr. Das ist keine Antwort, die du dann dem Kind geben kannst. Sondern musst du halt umschreiben und versuchen, so, ja, das Auseinanderleben ist ja schon schwer zu umschreiben für ein Kind. Weißt du, das ist halt nicht greifbar, so diese Emotionen. Weil halt in seinem Leben sehr, sehr, sehr wenig mit Verlust zu tun gehabt hat. Also jetzt vor 2 Jahren ist unser Hund gestorben. Jesse, das war so der größte Verlust, den dieses Kind in seinem Leben bisher mitbekommen hat. So. Und viele andere Emotionen sind halt noch gar nicht so geweckt in ihm. Und jetzt halt zu erklären, pass auf, Liebe gibt es in so vielen verschiedenen Formen und es funktioniert einfach nicht mehr. Deswegen kann Mama hier nicht mehr wohnen oder deswegen kann Papa hier nicht mehr wohnen. Das ist eine unfassbar schwere Situation, glaube ich, in diesem Alter klarzumachen. Wenn jetzt 15 oder 20 wäre, dann wäre es nochmal anders. Dann hat er Liebe schon mal, sag ich mal, anders erlebt. Dann hat er sie vielleicht schon mal eine Freundin gehabt oder und hat sich da getrennt und weiß dann, ah, okay, das Leben geht nicht vorbei, wenn die erste Freundin einen verlässt. So. Ja. Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt, der gerade auch mein Leben irgendwie bestimmt, weil natürlich diese Fragen immer aufkommen, weißt? So, ja, wie ist das jetzt? Wo schläft man? Was macht man? Und das ist ein unfassbar schweres Unterfangen. So, und hier in dem Fall ist es ja auch so, die Mama hat jetzt eine neue Freundin. Hallo? Mama hat einen neuen Freund. Sogar 2½ Man, Alter. Ja, genau. Nee, so, Papa hat eine neue Freundin und so. Und dann sind da wieder andere Bezugspunkte. Und dadurch wird die Konstellation für ihn natürlich noch schwerer zu verstehen. Und man versucht es dann halt, also jeder Tag ist immer wieder neues Erklären auch stellenweise. Mhm. Und vor allem auch einen Umgang zu schaffen, der so ein bisschen so eine Normalität ist. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass es ist. So, ja, es ist anders als bei anderen
So, ich meine, als du klein warst, sage ich mal, das war ja dann vor 26 Jahren, 28 Jahren ungefähr die Situation, da war es ja noch mal ein bisschen anders, was Trennungen in Familien angeht. Ich glaube, da war es noch nicht so, wie es heutzutage ist, oder? Würdest du es anders einschätzen? Ja, aber ändert das die Tatsache? Nee, also aber es ist normaler geworden. So, also es ist so, dass du nicht in von 50 waren es damals vielleicht 3, jetzt sind es vielleicht mal 8 oder 10. So, dann hast du halt in deinem Kreis im Kindergarten, in seiner Gruppe gibt es auch noch 2 andere Kinder, bei denen das ist. So. Und deswegen ist es so, dass man sagen kann, guck mal, das ist doch wie beim Moritz. Du weißt doch auch, der Moritz lebt bei seiner Mama und der Papa ist am Wochenende immer da und dann grillt man zusammen und dann hast du halt Vergleiche. Weißt du, was ich meine? Das ist ja oft für Kinder wichtig, dass du sagst, du bist kein Außenseiter, denn es gibt ja auch noch, guck mal da, bei denen ist das genauso. Mhm. Und ich glaube, das ist halt wichtig. Wie gesagt, für mich, ich war davor noch nicht in der Situation. Ich kann auch immer nur die Ratschläge von anderen verfolgen oder befolgen. Und es ist halt ein ganz schweres Unterfangen. So, jeder Tag ist schwer, so derzeit. Also ich meine, bei uns ist die Situation jetzt so, ich lebe mit meinem Sohn und meinen beiden Hunden in einer Wohnung. Ist alles auch eine schöne Wohnung und so weiter und so fort, aber jeden Tag wird dann halt gefragt, so, hey, warum pennt Mama nicht hier? So. Und dann musst du das halt erklären. Und dann ist immer diese Sache so, ja, aber ich wünsche mir, dass Mama hier schläft. Und dann bist du so, ja, aber das wird halt nicht, also du weißt, es wird halt nicht mehr passieren in der Form. So. Aber du kannst natürlich auch nicht sagen, so, ja, also kannst ihm das halt nicht, also klingt halt doof, du kannst ihm nicht die Wahrheit sagen, aber du kannst ihm nicht die unverblümte Wahrheit sagen. So in der Form. Sondern du musst es halt irgendwie ausschmücken. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Und, deswegen, also ich weiß jetzt nicht, wie deine Eltern das damals so geregelt haben, was sie dich da haben mitkriegen lassen, aber es ist auch nicht immer einfach, es nicht mitkriegen zu lassen. So. Natürlich nicht. Also es ist jetzt auch gar kein Vorwurf so an meine Eltern. Ich glaube, das ist ja auch keine Situation, für die es so einen Notfallkoffer gibt und sagst so, ja, wenn das eintritt, dann schlag die Scheibe ein, drück den Hebel und das alles ist die Lösung. Ja, sondern es ist einfach für, glaube ich, jede Seite überfordernd. Und meine Mutter hat damals halt einfach nicht verstanden, in dem Moment, dass ich das zu sehr mitbekommen habe, weil sie einfach selber zu sehr mit ihrer Trauer beschäftigt war. Das ist ja auch okay. Also und auch meine Eltern waren auch wahnsinnig jung damals so, die waren beide jünger als ich es jetzt bin gerade so, ich bin jetzt 34, die waren damals 29, 30 so, also ich war jetzt auch glaube ich nicht gerade das größte Wunschkind auf der Welt. Dann ist man halt mit allem auch einfach vielleicht ein bisschen überfordert und das ist auch okay. Ich habe damit jetzt nicht so ein abrechnendes, sondern also im Gegenteil, ich bin super gut mit meinen beiden Eltern gestellt und das ist auch alles ausgiebig diskutiert worden, aber zu der Zeit halt um wieder zu back to the Thema zu kommen. Ich fand das damals hat das auf jeden Fall mein Leben negativ beeinflusst und es hat mich in der Hinsicht beeinflusst, dass ich Außenseiter-Tendenzen hatte durch mein Verhalten, was dadurch herbeigeführt wurde. Und das kann ich mir die Anfänge meines Außenseitertums sehr stark daherleiten. Und das ist der erste Schritt war die Scheidung meiner Eltern, die ich damals als Kind nicht richtig gecheckt habe und deswegen ich mich durch mein Verhalten im Kindergartenkonstrukt in die falsche Ecke geboxt habe. Okay, das war der Kindergarten. Ich habe halt vor allem gefragt, was du dir oder ob du dich daran erinnerst, was du dir dadurch erhofft hast, weil es gibt ja super viele Bücher darüber. So, ich hab in meinem Leben wahrscheinlich nicht so viel gelesen wie. Man erhofft jetzt sich gar nichts, oder? Na, es gibt halt viele, ich sag mal Theorien. So, also in vielen Büchern steht halt so, dass diese Kinder dann zum Beispiel erhoffen, weil du musst ja einfach sagen, so Kinder haben ja ein Weltbild, das sehr einfach funktioniert stellenweise. Ja. So, ich will das jetzt gar nicht runterbrechen, so Kinder sind sehr komplex, aber manchmal ist es auch sehr einfach so. Und in manchen Büchern steht halt, manche Kinder versuchen dann eben durch Auffälligkeiten wie extreme Aggressivität im Kindergarten oder anderen Kindern gegenüber zu erhoffen, dass sich beide Elternteile mit ihm auseinandersetzen, so in einer Form und dann da wieder eine Einigkeit, diese Dreierkonstellation Kind, Vater, Mutter wieder existiert. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass sich die Eltern
über das gemeinsame Problem quasi wieder zusammenfinden. So, also Kinder denken wahrscheinlich nicht so weit, aber das ist so ein Ding, so ja, er versucht hier gerade eine Situation zu schaffen, in der sich alle auseinandersetzen müssen und darüber dann mit ihm ja wieder zusammenkommen. Also das ist jetzt natürlich nochmal weitergesponnen. Andere Theorien oder andere in anderen Büchern stand halt auch zeitgleich so, ja, es gibt halt oftmals auch das Gegenteil. Also Kinder sind halt viel zu nett und versuchen im Prinzip sich selbst als Bindeglied auch zu sehen und dann aber auch so zu sagen so, oder extrem nett zu sein zu beiden Eltern und extrem unterhaltsam und witzig zu sein, um dann auch zu sagen so, darüber lachen sie, darüber sind sie wieder gut gelaunt und vielleicht ist das dann wieder wie früher, wo ja auch alle gut gelaunt waren, wo man dann zusammen was gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und deswegen war ich nur so, ob du dir vielleicht erhofft hast, dass durch dein auffälliges Verhalten eventuell jemand kommt und die Situation für dich bereinigt, die das eigentliche Problem darstellt. So. Aber ich bin auch davon ausgegangen, dass du es nicht mehr weißt, was der genaue Antrieb war. Du warst einfach nur wütend. So, klar. Ja. Okay. Na gut. Ja. Außenseiter. Dominik. Dominik, wie war das mit dir? Ich habe jetzt aus gutem Grund einfach zugehört, weil ich da erfahrungstechnisch nicht so viel beitragen konnte. Und wie gesagt, bei mir war es eben so, dadurch, dass ich klassisches, nicht aufgebrochenes Kinderhaus in dem Moment hatte, war der Kindergarten für mich wirklich so Außenseiter. Ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendjemand außer eben diese einen Kindergärtnerin da groß Außenseiter ist, aber da kann die Erinnerung mich auch trügen, weil das ist nun mal auch ein bisschen her. Und ich erinnere mich da immer an ein paar Momente und an ein paar Geschichten und auch natürlich auch mal an so Konflikte. Wie gesagt, tatsächlich habe ich irgendwann mal im Herbst so eine gestachelte Kastanie an die Stirn geworfen bekommen, weil sowas nun mal einfach passiert im Kindergarten, dass die mal ein bisschen raufen, dass mal Sand geworfen wird und der ganze Käse. Aber ich habe das nie als ein Symptom von Außenseitertum empfunden, sondern einfach nur als was Kinder eben tun. Und dann in der Grundschule ist es einem, also mir zumindest, schon klarer und offensichtlicher geworden, dass es da durchaus Gruppierungen gibt und dass man da mal Teil ist, manchmal auch nicht. Ich war ja sehr früh in einem Tischtennisverein und es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie die harte Gang auf dem Schulhof waren, das ist ja auch Quatsch natürlich, aber es gab andere, die waren im Musikverein und es war halt schon so, dass man dann ganz äußerlich schon so Dinge mitbekommen hat, wie okay, der hat jetzt seine Musiktasche dabei, der geht hinterher noch da und dahin Trompete spielen und solche Dinge, die halt harmlos sind, dass du einfach sagst, okay, der gehört zu denen, das realisiere ich, aber das gibt in dem Moment ja keinen Konflikt, nicht zwingend, weil wir sind ja nicht hier in West Side Story, dass dann irgendwie die Leute vom Fußballverein und die vom Musikverein sich mit 7, 8 Jahren auf dem Schulhof irgendwie das Maul einschlagen würden, das ist ja Quatsch. Es wird ja immer dann interessant, wenn es so ein bisschen um Ausgrenzen geht und Dinge, wo man keinen Zugang hat. Und ich hatte tatsächlich bei uns das Gefühl, dass die Klasse einen relativ guten Zusammenhalt hatte, dass es nicht so viele Gruppen gab, aber dass das sehr schnell einfach passieren kann, dass man dann doch an den Rand gedrängt wird. Ich hatte irgendwann mal so eine Phase, da habe ich relativ viel Kram von meinen Eltern einfach mal nachgeplappert, die jetzt, das war auch kein dummes Zeug, es war sowas wie, trink nicht so viel Cola. Ja, und ich so, okay, dann trinke ich halt kalten Sprudel, ist auch gut. Und dann habe ich das gegenüber von meinen Klassenkameraden irgendwann gesagt, nee, trink nicht so viel Cola, das ist nicht gut für dich. Und dann so durch so kleine dumme Geschichten wird man tatsächlich kurzzeitig zum Außenseiter, weil dann sagen, ja komm, spar dir das Gespräch. Also das haben natürlich in dem Alter, diskutiert man das nicht so, aber die gucken einen dann auch komisch an. Und bin ich habe dann das kompensiert dadurch, dass ich einfach jahrelang nur Cola getrunken habe, glaube ich. Man sieht's auch. Aber das ging alles noch irgendwie. Ich erinnere mich dann eher an so Momente von Mobbing, die tatsächlich innerhalb von Freundeskreisen passiert sind, die auch so richtig kindisch dumm waren, weil ich einmal wirklich verarscht worden bin, weil ich einfach, als es krass geregnet hat, ein gelbes Regencape anhatte, weil Kinder einfach jeden Anlass nehmen können, um einen zu mobben, egal wie gut sie mit einem dran sind. Weil das war ein guter Freund von mir. Und ich war auch so, das ist doch dumm. Ich habe es in dem Alter schon gerafft. Es regnet, ich habe ein Regencape an. Das ist nun mal so. Ja, es ist einfach, Kinder sind einfach grausam. Ich hasse halt Kinder. So.
Das hat sich auch nicht geändert. Heute hasst du Menschen im Allgemeinen. Ich hasse auch immer noch Kinder, aber das ist was anderes. Ja. Naja, das ist so ein typisches Kinderverhalten, die dann einfach nicht aufhören, weil es ihnen egal ist, dass es keinen Sinn ergibt. Weil es darum überhaupt nicht geht. Es ist halt, manchmal nutzt du halt jeden anders, um den anderen kleiner zu machen als dich. Und umgekehrt passiert dir das eben dann auch mal. Und das haben wir im Mobbing-Podcast auch schon mal durchgekaut. Das ist halt so ein menschliches Verhalten, über das man irgendwann mal wegkommen muss. Aber man tendiert dazu halt irgendwie, vor allen Dingen als Kind. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass da große Gangs gab in dem Moment, aber ich habe beziehungsweise kein Außenseitertum empfunden in dem Moment, weil wir alle irgendwie grob die gleichen Interessen hatten. Ich habe damals nicht wahrgenommen, dass es Leute gibt, die sich wirklich für Fußball interessieren. Ich habe es einfach nicht wahrgenommen, weil das wäre so ein Punkt gewesen. Ich habe halt aus den Hanuta- und Duplo-Dingern auch diese Fußballsticker gehabt und habe die zum Teil irgendwo hingeklebt, aber ich habe keinen Bezug dazu. Ich kannte maximal Rudi Völler, das war's. War für mich einfach nie wichtig. Mir war nicht klar, dass es Kinder in meiner Klasse gegeben haben muss, die einfach die Nationalelf auswendig konnten in der Grundschule schon. Ich habe das einfach nicht realisiert. War da so ein, ich weiß nicht warum. Ich war, glaube ich, sehr ignorant in vielerlei Hinsicht als Kind und habe das richtig krass erst später im Gymnasium erlebt. Aber natürlich, man kriegt halt im Sport so ein bisschen was mit. Was ich interessant fand beim Tischtennisverein war, dass man mit Leuten, und das ist auch was Gutes, tatsächlich, ich habe ein Problem mit Vereinswesen, aber es hat eine gute Sache, man kommt mit Leuten in Kontakt, mit denen man sonst nie in Kontakt käme. Also ich habe sehr viele Leute kennengelernt, mit denen mich gut verstanden, denen ich einfach nicht begegnet wäre, die keine Rolle gespielt hätten in meinem Leben. Und das ist auch mal ganz gut für einen, mit Menschen zu reden, mit denen man auf natürliche Weise nichts zu tun haben würde. Aber gleichzeitig ist es dann auch so, sobald ich nicht mehr Tischtennis gespielt habe, habe ich mit 99% von denen keinen Kontakt mehr gehabt. Mhm. Dass du dann sofort zum Außenseiter mutierst, einfach weil du nicht mehr dahin gehst. Und ansonsten privat auch nichts geteilt hast mit denen. Und das ist dann wiederum sehr, sehr seltsam, dass das so eine zweckgebundene Bekanntschaft ist. Und das gibt es, glaube ich, ganz, ganz oft. Aber Grundschule auch für mich leider kein Riesenthema, was das angeht, wenn ich drüber nachdenke. Ja, ich fand schon, bei mir hat es schon in der Grundschule stellenweise begonnen. Wie Max schon sagte, wenn man ein bisschen größer ist körperlich, dann fängt es da an. Also damals war es bei mir noch nicht so krass zumindest. Was aber immer war so, ja, der interessiert sich halt für andere Sachen als der Großteil. Also du wirst ja zu einem Außenseiter, wenn du dich im Prinzip der gesellschaftliche Norm entsprechend nicht interessierst, so. Und klar reden wir dann von Fußball, so, da war ich immer schon dabei, war aber natürlich auch durch die Teams, die man unterstützt, dennoch dann ein bisschen der Außenseiter, weil bei uns, also daran erinnere ich mich zum Beispiel, es gibt halt dann in Kempen, wo ich herkomme, gibt es halt im Prinzip drei Vereine, die jeder unterstützt hat. Entweder was Bayern, weil es halt Bayern ist, so. Nicht wegen der lokalen Zugehörigkeit, sondern einfach, weil sie Bayern waren. Dann gab es damals Gladbach, was irgendwie jeder unterstützt hat, oder Krefeld. So, das waren so die beiden Vereine oder die drei Vereine. Und du warst als Dortmund-Fan damals, warst du halt so ein bisschen so außen vor. So, das hat sich dann Ende der 90er schon wieder ein bisschen gebessert, sage ich mal, wo dann die große Dortmund-Zeit war. Aber das war so diese Fußballer-Außenseiterigkeit, die man da hatte. Und ansonsten halt, was die Themen angeht, für die man sich interessiert, weil ich war einfach krass in diesem Comic-Ding drin. So. Und Comics hatten damals, und wir reden hier von der Zeit vor Big Bang Theory, vor dem Internet und so weiter und so fort, Comics waren einfach nicht cool. So, mit Comics warst du halt ein Außenseiter. So, wenn du Spider-Man und Co. aus dem Condor Verlag gelesen hast oder Clever und Smart, dann warst du einfach der Junge, der seine Pause damit verbracht hat, Comics zu lesen. So, und du warst nicht der irgendwie mit den anderen über... ich weiß noch nicht mal, was cool war, so zu dem Zeitpunkt, aber das, was ich gemacht habe, war es halt nicht. Und das hat sich dann irgendwann ein bisschen gebessert, als es dann um Wrestling ging, weil ich das schon immer verfolgt habe. Und dann gab es ja diese große Zeit der amerikanischen Sportarten, also NBA war recht groß irgendwann. Das war aber, glaube ich, schon, ja, so viertes, fünftes Schuljahr bei mir, dann sechstes vielleicht.
Und halt Wrestling. Wrestling war irgendwann richtig, richtig groß. Zu der Attitude-Zeit oder schon, nee, Quatsch, davor schon, also zu der Zeit, wo Tatanka und Bret Hart und so weiter halt groß waren. Und da hat man sich dann auch mit anderen dann noch ein bisschen mehr angefreundet. Aber dieses, ja, dieses Comic-Culture-Ding, das war halt damals einfach, da gab's nicht viele. Aber bist du da wirklich aktiv ausgegrenzt worden oder warst du so, dass du das Gefühl hattest, okay, ich bin damit alleine? Weil das sind ja zwei Paar Schuhe. Okay, nee, also ich war alleine mit dem Thema, aber es war halt nicht so, dass irgendwie Leute zu einem kamen und dann sagen, du liest, du bist ein Idiot. Also das ja, aber passiert halt selten. Spider-Man ist doof, liest doch mal hier Kafka. Also das ist halt ein... ne? Spider-Man ist doof, du liest doch mal Kafka. Den hätte ich auch verprügelt, Alter. Ja, der hätte nicht lange überlebt. Nee. Dein armer Deutschlehrer. Ja. genau. Aber du weißt, was ich meine. Es gibt halt einen Unterschied zwischen, okay, ich bin wirklich der Einzige, der überhaupt weiß, was das ist, was ich gerade tue, und mit dem reden wir nicht, der ist doof, der liest Comics. Ja, das ja. Ist halt, klar, aber es war ein selbstgewähltes Außenseitertum, sag ich mal, in dem Fall. Mhm. Also Außenseiter, damals wollte man gerne dazugehören, so wie Max schon gesagt hat. Also man hat ja auch schon irgendwie immer so versucht, den Anschluss zu finden. Ich war auch in der Grundschule nie unbeliebt, so, dass ich sag... Mhm. Also ich war immer zu uncool für die richtig coolen Kids, so, und für die uncoolen Kids war ich halt schon so ein bisschen zu integriert und zu cool, so, und deswegen war ich oftmals so, ja, ich habe viele meiner Freunde waren halt bei den richtig uncoolen Kids, so, und ein paar meiner Kumpels waren halt bei den sehr coolen Kids, so, und ich war immer so ein bisschen so zwischen diesen Welten, und das ist eigentlich auch so ein Status, der besser klingt, als er ist. Weil dann ist man manchmal so, ja, ey, hast du Bock, heute Abend rumzukommen? Oder, nee, heute Abend, das klingt so, als wenn man Party macht. So. Nee, aber in der Grundschule so, ja, hast du Bock, heute Mittag rumzukommen? Und du bist so, ja, cool, kann ich den und den mitbringen? Und dann so, nee, besser nicht. Und dann warst du immer so, ja, was mache ich jetzt? Und deswegen, also, ich habe mich in der Grundschule nie bewusst als Außenseiter wahrgenommen, sondern immer schon als Junge, der so zwischen den Welten wandert, so zwischen dieser coolen und uncoolen Welt und sich selbst aber auch gerne rausnimmt. Also ich habe schon immer gesagt, so ich bin auch gerne manchmal für mich so und habe halt dann meine Comics und so weiter und so fort, meine Musik, die ich damals gehört habe und war damit halt recht zufrieden. Noch mehr wurde es dann halt so zu meiner Hauptschulzeit, aber wie gesagt, zur Grundschule muss ich sagen, habe ich nie das Gefühl gehabt, jetzt wirklich so der krasseste Außenseiter zu sein, weil ich da gab es einfach uncoolere Kids als mich, so, weil ich habe mich für Fußball interessiert und damit hast du natürlich schon mal einen guten Stand, so. Ich war gut beim Fußballspielen, das heißt natürlich auch, du wirst halt relativ schnell in irgendwelche Mannschaften gewählt, was dich dann auch wieder nicht so krass zum Außenseiter mutieren lässt. Also wenn du dann immer als Letzter gewählt wirst beim Sport oder sowas, das ist halt dann auch nochmal schwierig, glaube ich. Fürs Selbstbewusstsein vielleicht. Aber da war es immer so, ja, lass uns Fußball spielen. Das war immer so der gemeinsame Nenner. Fußball auf dem Pausenhof oder Fußball halt am Nachmittag. So. Und wenn du dann halt zum Bolzplatz fährst und du bringst einen Ball mit, dann bist du eh schon mal der King. Und wenn du dann noch halbwegs gut laufen und schießen kannst, dann wirst du auch gewählt und dann bist du halt einfach kein Außenseiter in der klassischen Form. So. Also ich hatte da das Glück, einfach auch zu sagen, ich kann auf dieses, es klingt halt dumm, aber ich kann auf dieses Level runter, so. Also ich kann mich von meinen eigentlichen Interessen wie Comics und diesem Nerd-Scheiß so, kann ich mich auch zu den Fußballspiel-Kids bewegen und habe halt mit denen eigentlich keine großen Probleme zu kommunizieren, so, weil ich das auch mag. Das war halt immer ganz gut für mich. Aber das ist auch so dieses zwischen den Gruppen wandern, dass man einfach merkt, okay, spreche ich die Sprache von den Leuten eigentlich? Das ist auch so, wenn du, das habe ich hier gemerkt, als ich umgezogen bin, wenn du in einer Region, in der du nicht aufgewachsen bist, mit Leuten in Geschäften redest oder, keine Ahnung, ein Auto reparieren lassen musst oder sonst was, die merken sofort, okay, der ist nicht von hier und es ist sofort eine ganz andere Geschichte. Also hier in Bayern ist ja nicht nur der Saarländer Außenseiter, sondern egal, wer herzieht. Und umgekehrt auch, meine Freundin war im Saarland, geht in die Apotheke, sagt Grüß Gott und alle gucken sie an, als wäre sie vom anderen Stern. Weil das in Bayern einfach eine normale Begrüßung ist und überall sonst in Deutschland hat man das Gefühl, Missionar ist gerade ins Geschäft gekommen. Das ist wirklich krass. Also
dieses Religionsthema, nur ganz kurz, dieses Religionsthema, da habe ich mich ein paar Mal hier in München oder in Bayern generell als wie ein Außenseiter gefühlt. Ich habe ja davor in Fürth gewohnt, was in Franken ist, was ja auch offiziell Bayern ist, so. Aber halt hier in Bayern, also in München selbst und in allem, was so um München herum auch ist, das ist schon krass. Also von führt euch, nee, wie heißt es? Führt dich. Das ist so, Gott führt nee. Dich. Nein, führt doch, führt euch. Führt dich. Ja, führt dich. Also so klingt's halt. Ja. Und das erste Mal, als es gesagt wurde, habe ich immer verstanden, ja. Fick dich. Ja, und es wird auch immer. Ich kannte es nur aus dem Fernsehen, aus dem dritten Programm Bayern. Und da wurde das auch immer von Leuten, also aus der Bedeutung quasi enthoben, immer so ausgesprochen wie Fette. So richtig aggressiv ausgesprochen. Ich habe auch mal gedacht, der hat er den gerade zum Verabschieden beleidigt? Ich war wirklich, das erste Mal, als es gesagt wurde, war ich so, hat er Fick dich gesagt? Und dann war ich so, wir haben uns doch davor gut unterhalten. Und dann war ich so, das verstehe ich nicht. Und dann ist es nochmal passiert und dann irgendwann habe ich so gerafft, okay, das ist irgendeine Floskel, was hat das zu bedeuten? Und das ist sowas wie, Gott führt dich, führt euch durch den Tag, durchs Leben, bis zur Kommunion, keine Ahnung. Und bis zur Kommunion, danach ist es auf dich gestellt. Und das war wirklich so, aha, das ist eine Gegebenheit. Man gewöhnt sich aber schnell dran und ich bin jetzt zum Beispiel so, ja, dass ich überall immer Servus sage. Servus, Servus, Servus. Ja, Servus funktioniert ja auch in ganz Deutschland wie moin. Irgendwie. So, moin. Ja, als ich in Hamburg gewohnt habe, immer moin, 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 ja, hier, moin, ja. Aber man gewöhnt sich auch dran. So. Und ich finde es natürlich. Ich finde es nicht schlimm. Ich sag jetzt überall, wenn ich irgendwo hinkomme, Servus, Servus. So, und dann auch immer, wenn wir in Nordrhein-Westfalen sind oder jetzt waren wir zuletzt, wo waren wir? Also in Düsseldorf waren wir, genau, in Nordrhein-Westfalen. Hier bin ich auch in die Kneipe. So, da standen schon ein paar Leute. Und ich bin ja von da. So, ich kann mich mit denen halt gut unterhalten. Aber das erste Mal so, Servus! Und die gucken mich an so, was? Ich mag das auch, dann Leute zu verwirren in der Bäckerei vor allen Dingen. Einfach mal alle Iterationen von Brötchen und Semmel und so weiter durchmachen, ja. Bis sie überhaupt nicht mehr wissen, wo du her bist. Ich hatte einmal eine, soweit habe ich am Schluss Tschüss gesagt zur Verabschiedung, was ja echt überall noch okay ist. Und dann habe ich als Antwort bekommen, Ihnen auch. Und ich so, Tschüss, Ihnen auch, ja. Genau wie im Flugzeug auch manchmal den Stewardessen, wenn die wissen ja auch manchmal nicht, okay, ist das jetzt, welche Sprache spricht die von meiner Airline, heimische oder englisch, mit was soll ich kommunizieren, da wechsle ich auch immer ganz gerne, bin da auch manchmal einfach selber verwirrt. Und da war auch einmal eine, die hat beim dritten Mal kam es an, ist es jetzt englisch oder deutsch, ich weiß es nicht, weil das ist ja ihr Job, die sind ja drauf gedrillt, sich das sofort zu merken, ja, okay, dieses Gesicht spricht deutsch, aber nein, man muss den Leuten den Alltag ja nicht kaputt machen. Ja, diese Wahnsinn, die sich schon an. Ah, oh, das geht sicher aus. Könntest du aufhören damit? Das ist eine Sache, wenn es jemand macht, der es kann. Ja, ich weiß, ich kann es wirklich nicht. Ich kann auch kein Bayerisch, um Gottes Willen. Klingt für mich auch immer so, als würde jemand rückwärts die Treppe runterfallen, muss ich leider sagen. Es ist so, ne? Als wenn man so rückwärts Deutsch redet. Ja. Also ich meine es auch nicht böse. Ne? Nein. Es kann auch schön klingen. Ich mag die bayerische Färbung im Hochdeutschen, weil wenn ein Bayer Hochdeutsch redet, dann hört man es meistens ja immer noch. Aber das ist eine charmante Färbung, finde ich, in der Sprache. Nur dieses krasse Bayerisch, das klingt für mich, ist aber vielleicht die Assoziation mit der CSU, ich weiß es nicht. Für mich klingt ja inzwischen, ganz ehrlich, Bayerisch klingt immer dumm. So. Das klingt immer so, als wenn du irgendwie nachmittags ein Schaf fickst. Grüße an deinen Chef auch, ja. Ja, der weiß es einfach. Doch. Jeden Dialekt erstmal geil. Ja, aber du hast immer diese Porno-Assoziation. Nee, ich finde einfach alle Dialekte richtig auch geil. Auch sächsisch? Ich finde auch, Sächsisch, weißt du, warum ich Sächseln ganz gut finde inzwischen? Weil damit schöne Männer sehr unattraktiv werden. Das stimmt. Weil einfach so, wenn irgend so ein geiler Typ vor dir steht und der sagt dann so, jo, also ich will immer, das ist so, schade. Schade so. Ja. Schade. Also 2018, der neue Max Nikolaus Nachtsheim, ich drehe es mir so lange, bis positiv und Twister, dann finde ich es geil. Das finde ich gut. Ja, das ist einfach jetzt mein Motto. Er sieht gut aus, er hat viel Geld, aber er sechselt. Ah, das ist so wie, sie ist Prinzessin, aber von Sachsen-Anhalt. Oh. Ja, weil sonst finde ich ja Prinzessin einfach mega geil. Ja. Das sieht man deiner Barbie-Sammlung aus. Ja, ich weiß.
Obwohl ich mir manchmal so Fanfiction zur Eiskönigin durch. Auf jeden Fall, egal, wo waren wir gerade? Außenseitertum ist eine mega coole Sache. The cock never bothered me anyway. Ich bin jetzt gerade bei meinem Kaffeeladen so ein bisschen kennen geblieben, weil ich war heute in meinem Kaffeeladen, bevor wir die Sendung aufgezeichnet haben, im Karacho. Das ist hier das so. Ist so eigene, oder was? Ach so, okay. Ja, ist mein Kaffeeladen. Ey, Rapper haben heutzutage alles, Alter. Der eine alles, hat eine Shisha-Bar, ne? Der andere hat Zierfische. Ich dachte, du hast jetzt auf einmal dein eigenes Starbucks. Das wäre geil, Starbucks. Und da kann man ein bisschen geilen. Gibt's auch nur diesen komischen Körnchentee und den Krümeltee. Den Krümeltee, diese Zitronenzuckerpflanzen und das war's. Es gibt ja Leute, die leiden unter dem Außenseitertum. Ich verallgemeinere das mal. Weil ich bin jetzt auch hier zugezogen in Aschaffenburg und ich merke das halt, wenn ich mit Nanu durch die Stadt gehe, Nanu kennt jeden. Das ist krass, ne? Das ist unfassbar. Du gehst mit dem durch Aschaffenburg und er ist mit jedem so, ey, na, ey, klar. Und, ey, da, weißt du, wie viel? Wir wollten letztens nur vom Studio, wo wir momentan sitzen, um die Show vorzubereiten, zum Mersan gehen. Das ist so der Döner hier um die Ecke. Und da hat unterwegs drei Leute gegrüßt. Und das war in einem verfickten, langweiligen Stadtteil. Und auf einmal steigen Leute vom Fahrrad dann aus irgendeinem Auto. Chrissy! Ey, Gude! Na, alles klar! Bist du wieder im schönen Busch? Ah ja, klar! Da bist du, Mann, Alter! So, und ich kenne niemanden. Mit mir redet auch immer niemand. Aber auch das war auch... Ich habe ja auch in Heusenstamm fast 5 Jahre gewohnt. Und ich kannte niemanden. Ich genieße dein das Außenseiter... Ja, cool. Der war echt super. So, ja, wir können uns ja mal zusammen einen Öltimer kaufen. Ja, klar können wir das. Können auch zusammen mal zur ES gehen und naja, auf jeden Fall. Den laden wir so richtig auf. Den laden einfach mal, hallo, hey, na Leute, wollen wir uns mal zusammen einen Cadillac kaufen? Auf jeden Fall. Bombenstimmung wieder mal. Aber ich merke halt so, ich bin mir ja meines Außenseitertums bewusst. Ich verstehe ja mein Außenseitertum. Es gibt aber auch Leute, zum Beispiel in dem Kaffeeladen, wo ich immer sitze, hier im Karacho, da sitzt seit einiger Zeit ein Typ, der mich auch so optisch überkrass an meinen Nachbarn erinnert, aber der ein bisschen aussieht wie die asiatische Variante von ihm. Und der Typ, der ist so weltfremd und wir beobachten den immer und der sitzt immer stundenlang da drin und der ist so fernab vom Schuss einfach. Also du merkst einfach, dem sein ganzes Verhalten, wie der sich so gibt, wie der so die Dinge anschaut, der ist eigentlich ein Autist, ohne ein Autist zu sein. Das ist einfach überkrass, weil er auch anscheinend einen Job hat, der auch nicht scheiße ist und sowas, aber dann sitzt er so da und der liest zum Beispiel auch immer flüsternd laut. So, der liest dann manchmal Bücher und dann sitzt er so, und ich kann das ja nicht hören, ne, wenn das so zischig wird. Und das ist ganz, ganz schlimm. Und der sitzt einfach manchmal Stunden da drin, wenn wir da drin auch arbeiten, weil wir manchmal uns halt wirklich da zu dritt treffen, Chris, Stengi und ich, und halt Sachen ausarbeiten und halt irgendwie den Flat White von denen saufen, weil das der geilste Kaffee in Aschaffenburg ist. Und dann sitzt da dieser Typ alleine und denkt auch immer so, er wäre so in diesen Laden integriert, aber er ist sich halt seines Außenseitertums nicht bewusst. Der checkt das nicht, der kapiert es nicht. Der sitzt einfach da und denkt so, ja, hier mag mich jeder. Und man merkt einfach so, wenn er raus ist, dass alle Bedienungen im Laden aufatmen und sind so, hui. So, ich glaube, so, jetzt war jetzt aber wieder weg. Es war ein langer Tag mit ihm. So, also ich will jetzt nicht hier irgendwie den Bedienungen irgendwas unterstellen, sie haben noch nie was gesagt, aber so, man merkt es ja manchmal so, wenn Leute auch so ein bisschen so, ach ja, ist halt auch jetzt mal gut gewesen, ne? Und ich glaube, dass es manchmal einfach Leute gibt, die sind sich ihrem Außenseitertums nicht bewusst. Ich bin mir halt völlig meines Außenseitertums bewusst. Ich finde es halt auch schade, also auch zum Beispiel auch hier in meinem Haus, wo ich jetzt wohne, ich habe keinen Anschluss zu irgendwem im Haus, ich lebe hier so mein Einsiedler-Ding. Ich finde das manchmal, finde ich das schade, weil ich auch immer so diese verromantisierte Vorstellung von, ja, dann ist man irgendwie so mit allen cool im Haus und so, dann gibt's vielleicht irgendwie auch, also auch wirklich Freunde, mit denen man einfach sagt, so komm, wir zocken heute mal was oder so, das passiert ja halt nicht so, ne? Ich bin halt so komplett, also ist natürlich auch den Umfeldern, die sind hauptsächlich irgendwelche Familien mit Kids, so, und dann komm ich irgendwie und sag so, ja, also ich hab einen Raum voll Spielzeug. Aber keiner darf rein. Aber keiner darf rein, packt nichts mit euren Flossen an. Nein, aber man vermisst das ja manchmal auch so ein bisschen, so dieses Anschlussding. Aber ich habe mich auch oft damit angefreundet, also, ne, da kommen wir noch hin, wenn wir dann eher so aufs Jetzt kommen. Aber ich wollte nur sagen, es gibt halt Außenseitertum, was einem bewusst ist, was man gut findet. Es gibt Außenseitertum, was einem bewusst ist, was man schlecht findet. Und da gibt's Außenseitertum, das checkt man einfach selber nicht. Und die ganze Welt ist so, Mann, der arme Tropfen. Man selber ist so, dü, 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 Hans, guck in die Luft.
Und ich glaube, so war ich bis einschließlich Grundschule einfach. Wenn es irgendwo passiert ist, ist es mir einfach nicht aufgefallen. Was aber auch ein gutes Gefühl ist, weil du bist so, ey, du hast zwar kein überdimensioniertes Selbstbewusstsein, aber du realisierst es nicht, also es geht dir gut. Aber im Endeffekt bin ich auch lieber aufgeklärt und krieg's mit, tatsächlich. Würdest du, nur ganz kurz, wenn dein Hosenstall offen ist oder sowas, möchtest du, dass deine Freunde dich darauf aufmerksam machen? Oder wenn irgendwas, wenn du so Kaka im Haar hast oder sowas? Ich erzähle gern eine Geschichte, wie das mit dem Hosenstall mal perfekt gelaufen ist. Nicht für mich, ich war nicht der Betroffene. Und wie das in meinen Augen immer laufen sollte. Ich hatte nur gute Geschichtslehrer auf dem Gymnasium. Wirklich jeder Einzelne war hervorragend. Und der letzte Geschichtslehrer, den ich hatte, der Klaus Dieter, liebe Grüße, er wird es nicht hören. Warum? Ich glaube nicht, dass er uns hört. Wobei mein Neffe wahrscheinlich auch in die gleiche Schule kommt. Könnte ihn nochmal bekommen. Lustig. Auf jeden Fall, hervorragender Lehrer, der hat auch das Saarland-Game durchgespielt. In der ersten Sitzung bei einer neuen Klasse geht er immer rund, gibt jedem die Hand. Das macht er auch im neuen Jahr immer. Gibt jedem die Hand und gratuliert zum neuen Jahr quasi. Und fragt in der ersten Sitzung immer so, wie heißt du? Und dann so, ich kenne deinen Vater, ich kenne deine Mutter. oder aber auch mit deinem Opa habe ich mal irgendwie einen Garten umgegraben, weil er einfach fast jeden irgendwie kennt. Mein Mathelehrer war der ehemalige Klassenlehrer meiner Mutter. Also, das ist cool. Oft, ja. Ciao. Ich wusste nicht, worauf du hinaus willst. Ich bausche die Geschichte schon viel zu weit auf. Auf jeden Fall hat er einen, und wir mochten den alle, der war einer der beliebtesten Lehrer, die es gibt und auch ein sehr, sehr guter Lehrer. Auf jeden Fall hat er eine Stunde lang mit einem offenen Hosen, also wirklich bis unten hin, den hat er an dem Morgen einfach nicht hochgezogen, den Reißverschluss. Komplett offener Hosenstall, er hat eine komplette Stunde damit gemacht und niemand hat gelacht. Wir haben es uns alle verkniffen, also wir haben das alle durchgestanden. Ich glaube, es war sogar eine Doppelstunde. Und dann ist er raus und ich bin ihm halt hinterher und es war draußen. Ich habe so, ihr Hosenstall ist offen. Und er so, guckt so runter, macht ihn zu und dann so, die ganze Stunde, ja, okay. Und dann ist er gegangen, weil das funktioniert ja nur, wenn du diesen Lehrer echt magst. Wenn du großen Respekt vor der Person hast. Und wenn ich jetzt irgendwie mit euch abhänge und wir eine Tour vorbereiten oder einen Podcast aufzeichnen und ich sage so, dein Hosenstall ist auf, ist das völlig okay. Ja. Also ich hab's ja lieber, wenn du mir das sagst, ich mach den zu. Genauso, wenn ich Kacke im Haar habe, wäre ich auch Beispiel, ganz froh, wenn du es mir sagst. Das war nur ein Beispiel. Ich weiß nicht, wie du drauf kommst, warum das so ganz nah in deinem Hirn gerade war, aber hey. Kacke im Haar. Das passiert anscheinend bei Chris, ich weiß es nicht. Es kann passieren. Ich habe zwei Hunde, die sind ganz schön wild. Okay, das ist was anderes. Die haben Flügel oder was? Ja, es sind riesige Hunde, 20 mal 20 Meter. Genau, also Außenseitertum, Grundschule, bei mir, habe ich ja schon erzählt, Dominik auch. Max, hast du noch irgendwas zu ergänzen? Nein, aber es gibt diesen einen tragischen Moment, wo ich mich sehr dran erinnere, wo mir klar war, ich bin ein Außenseiter. Und es ist aber auch ein schönes Bild, weil es so dieses Ganze, weil es eigentlich mich gut zusammenfasst, bis heute. Und zwar war es Fasching, dritte Klasse. Ich habe es vielleicht schon mal erzählt, ist mir scheißegal. Wir haben 2000 Folgen gemacht, gefühlt. Da wiederholen sich Dinge. Fasching, dritte Klasse. Und ich war ja, eigentlich war meine Ghostbusters-Zeit schon vorbei. Und irgendwann stehe ich in so einem Sportladen, der aber auch so Faschingsklamotten hatte. Und da gab es eine braune Peter Venkman. Dein Laden. Einfach dein Laden. Was? Ja, Sport und Fasching. Ja, die hatten Sport, Fasching und sehr viel Spielzeug tatsächlich. Und es war auch einer von diesen Spielzeugläden, den ich verpasst habe, leer zu kaufen oder wo ich das Budget nicht hatte, leer zu kaufen, weil den gab es bis vor 8 Jahren und die hatten Sachen aus den 80ern da drin stehen, weil die hatten Pac-Man und Donkey Kong Brettspiele und so ein Scheiß. Die hatten uraltes Lego, uraltes Playmobil, die hatten über Jahre Zeug angehäuft, was keiner gekauft hat, in so Kruschelecken und ich hab's einfach vergessen. Und irgendwann war der Laden weg. Genauso wie der Neckermann-Laden in Jüxheim auf der Hauptstraße, der auch einfach bis zum Schluss, bis vor 4 Jahren vor seiner Schließung, Mega Drive und NES-Spiele hatte. Naja. Who cares? Auf jeden Fall
gab es in diesem Laden diese Ghostbusters-Uniform. Ich war so, boah, krass, ey, du kannst doch nochmal Ghostbuster werden. Und dann stand ich damals, dann habe ich mir diese Ghostbusters-Uniform gekauft. Und das war eigentlich wie bei Stranger Things, wo sie ja auch mit den Ghostbusters-Uniformen den Halloween-Tag irgendwie in die Schule kommen. Und alle tragen keine Kostüme, sie sind die einzigen irgendwie mit ihren Protonpäckchen in Anzügen. Und so war es bei mir auch. Ich bin da reingegangen und stand in der Schule. Und alle waren zwar verkleidet, aber irgendjemand guckte mich an. Ich war so, ey, Mann, bestimmt sagt gleich jemand, cool, die Ghostbusters. Und dann stand jemand da und hat gesagt so, pah, wer guckt denn noch Ghostbusters? Und da war ich so, okay. Und dann habe ich hatte so eine bunte Collegejacke von Oily Lee, das weiß ich noch. Und dann habe ich die so ganz zaghaft zugemacht und habe halt echt einfach meine Tränen den ganzen Tag unterdrückt, weil ich immer wieder Sprüche kassiert habe, wie scheiße die Ghostbusters sind. Und das hat mir ganz schön weh getan. Und dann war das so ein richtiges, an dem Tag war ich richtig krass Außenseiter, weil ich einfach nur einer alten Leidenschaft von mir nachgefrönt habe. So, weil ich war halt 8 und meine große Ghostbusters-Zeit war halt mit 5, 6 und dann, ja, keine Ahnung. Das war halt. Bin immer noch dankbar dafür, dass ich sowas nicht miterleben musste, weil ich einfach 2 Jährchen älter bin als du. Dass nie jemand gesagt hat, wer Ghostbusters sind, hat nie jemand in meinem Umfeld gesagt. Ja. Wäre vielleicht auch das Letzte gewesen, was er gesagt hätte. Ja, hätte passieren können. Okay. Nur grad, es macht mich immer noch aggressiv. Ich habe die Geschichte auch schon mal gehört. Es ist immer so, was stimmt nicht mit dir? Das ist einfach falsch. Also, bei mir war das damals so, es gab ja zu Metal Gear Solid, gab es doch diese Special Edition. Habe ich auch schon mal erzählt. Da war ein T-Shirt dabei. Und Metal Gear, für diejenigen, die es nicht wissen, wann erschien Metal Gear 1? 99, 98. 98 müsste es gewesen sein, ne, ungefähr. Genau, 98, das heißt, ich war 13 ungefähr. Und war dann auch auf der Schule und habe dieses T-Shirt zum Sport getragen und war so, Alter, die werden ausrasten. So, das ist so krass, das Shirt. Und ich wurde den ganzen Tag damit aufgezogen, dass ich ein Videospiel-T-Shirt trage. Und das war so auch so ein ähnlicher Moment, das hast du jetzt gerade getriggert mit deiner Geschichte, weil ich kann mich noch dran erinnern, dass ich war so, oh Mann, Alter, das Metal Gear-Shirt aus der Limited Edition, die Leute werden ausrasten, das wird einfach, also das wird so wie bei Dexter Staffel 1 das Ende, wo man sich vorstellt, dass man gefeiert wird für irgendwas. So. Und so war es dann nicht. Ich wurde wirklich beim allerersten Mal so, ja, was ist das denn für ein Scheiß? So Videospiele, Kacke. So von den coolen Kids kam das. Und dann haben sich die Uncoolen natürlich auch nicht so getraut zu sagen, so, ja, aber Metal Gear ist doch mega geil. Und den ganzen, also das hat mich wirklich mitgenommen damals. Und ich hatte das seitdem auch nicht mehr an. Also das hat mich wirklich sehr traurig gemacht. Aber naja, so ist es halt. Ich fand es mega cool eigentlich. Also ich hatte es draußen nicht mehr an, sondern immer nur so zum Schlafen dann. Und da war ich dann auch, also da fühlte ich mich wirklich krass wie ein Außenseiter an dem Tag. So, naja, aber das ist natürlich nicht mit deiner Ghostbusters-Uniform und dem Spruch, wer mag denn jetzt noch Ghostbusters? So, oh Gott, ist das schrecklich. Aber damals, das zeigt natürlich auch so dieses Ding, so damals waren die Dinge, die jetzt cool sind. Also, wenn du jetzt Ghostbusters, auf einmal mag jeder Ghostbusters schon immer, ich habe das schon immer geliebt, war schon immer ein Herzthema. So. Ach, ich darf es jetzt wieder mögen, ich werde nicht verarscht, cool. Ja, wirklich so. Oder so. Ja, voll, es zeigt halt so dieses Ding, aber es zeigt auf einem dieses so. Also auch, aber das ist ja heute doch immer noch so. Also, dass Leute sagen so, warum befasst du dich denn die ganze Zeit noch mit dem alten Scheiß? Leb doch mal im Hier und Jetzt. Ja, aber so, es ist seltener geworden, weil ich das Gefühl habe, heutzutage sind halt auch ganz viele so, ja, also Super Nintendo war schon immer ein Herzthema. Ja, was hast du denn gezockt? Ja, also Mario Kart. Ja. Cool. Ja, und dann. Zelda kenne ich. Zelda kenne ich. Super Mario World, Zellat. Tetris. Zellat. Ja, aber also das ist so. Ja, aber da kann man immer das Gegenargument bringen von wegen, gut, dann lesen wir halt auch keinen Faust mehr in der Schule, weil das haben wir jetzt auch schon oft gelesen. Also es ist ja alt. Ja, aber das ist, wenn es gut ist, ist es halt gut. Wenn es Spaß macht, macht es Spaß. Doch scheißegal. Ja, stimmt, Faust war einfach schon immer cool. Ich habe Faust geliebt. Ja? Faust ist tatsächlich ja sehr gut. Faust leider. Ist Faust krass. So. Deswegen habe ich es genommen als Beispiel. Ist einfach gut. Ja, kann ich lesen. Ja, gibt es als Hörbuch ganz sicher auch. Jedenfalls ist es so. Gelesen von Sascha Grey. Vielleicht von Nanu. Ah,
Wenn da nur einfach die I-Edition, hinter jedes Wort kommt noch ein I dran. Fausti! Ja. Das wäre super geil. Das ist der Kern von dem Pudeli. Literarische Klassiker von Nanu mit I's gelesen. Fausti. So, da stehe ich nun nicht Amatori und bin so klug als wie zuvor. Der Samsi ist aufgewacht und war in ein Käferli verwandelt. Es würde einfach funktionieren, das ist das Problem. So Käferchen. Käferchen, die lieben. Naja, lass uns über was anderes reden. Wurst. Wursti. Genau, also, lass mich kurz fangen, wo waren wir? Genau, ja, was mich halt, also wir mussten damals, ich musste damals dafür kämpfen, dass man nicht krass verarscht wird, wenn man Comics liest und so weiter und so fort. Heutzutage ist mir das Nerdsein zu einfach. Ja, so. aber das ist ja, aber das die Formulierung ist witzig. Das ist doch eigentlich ganz interessant, oder? Also ich habe das schon mal, als Nerdrevolution damals rauskam, 2010, ist jetzt auch schon einfach schon wieder fucking 8 Jahre her, Alter. Da haben auch viele Leute gesagt, so, ja, ist es jetzt cool, dieses Außenseitertum? Und dann gab es ja auch damals so die ersten Nerdy-Partys mit eckigen Brillen und keine Ahnung und weiß ich nicht. Wo dann so, also, ja, und ich fand das damals auch irgendwie, ja, das Außenseitertum war auf einmal so einfach und auf einmal war irgendwie das cool. Und das habe ich ja schon, haben wir schon ein paar Mal gesagt, aber ich kann es auch immer nicht oft genug betonen. Ich finde, es ist eine Beleidigung, wenn man durch diese ganze Scheiße gegangen ist als Kind. Voll. Und als Jugendliche jedes Mal beleidigt. Und dann kommt irgendjemand und sagt so, ja, das ist jetzt alles so cool und nerdy und trendy und sonst irgendwas so. Ich behalte mir, das ist, mag super arrogant sein, aber ich behalte mir da einfach vor, der bessere, in Anführungsstrichen, Nerd zu sein, weil ich den Scheiß einmal mir richtig krass mitmachen musste und ich habe dafür auf die Fresse bekommen. Als ich mir Spielzeugfigur mit 12 gekauft habe, war das nicht cool. Da hat keiner gesagt so, ey, voll funny und bla bla bla, sondern es war einfach nur so, Was bist du für ein Hurensohn? Gib dein Geld für Zigaretten aus. Ja, was ist so, so ungefähr war es halt so. Und jetzt auf einmal wird das so von den Leuten, die damals halt irgendwie so, was du halt sagst, so dieses, ey, voll cool, Super Nintendo, einfach krasses Herzthema, XD und so. Und dann bist du so, ey, ja, ihr habt das auch mal gemocht und so, aber ihr habt das doch nicht, du kannst dich doch da nicht gelebt. Jetzt, Ende. So. Ja, also ich will auch gar nicht so elitär sein, weil ich das auch immer scheiße finde, so zu sagen, so nein, ihr habt das nicht so. Ich finde es ja auch schön, wenn Leute, ne, also wenn Leute, auch junge Kids irgendwie sich dafür begeistern können, sagen so, ich gucke Ready Player One und ich will die Referenzen darin verstehen und ich guck noch mal Back to the Future und ich guck noch mal Ghostbusters und sowas und den ganzen, und die ganzen plakativen, aber auch kleineren Nerd-Themen dieser Welt, damit kann ich mich irgendwie anfreunden. Ich finde das schön und jeder kann sich das selber gestalten, darum geht's gar nicht. Aber dass dann die Leute, die es offensichtlich nicht verstanden haben, das auf einmal sich so auf so Trendgründen auf die Kappe schreiben, damit habe ich ein Problem. Dass dann irgendwelche Hohlköpfe von früher kommen, die es offensichtlich, die einfach nie dabei waren, die uns ausgelacht haben, die uns beschimpft haben und die dann so sagen so, ja ey, voll cool mit dem Super Nintendo Mini und sonst irgendwas. Da bin ich so, halt's Maul, Alter. So, du warst doch der Typ, der damals am lautesten war, wenn es darum ging, mich zu mobben und mich zu demütigen. Und damit habe ich ein riesiges Problem. Komplett. Riesiges, also, Problem. Ich unterschreibe das zu 100%. So, wenn ich damals irgendwie diese ganzen Kondorhäfchen gesammelt habe und dann so, okay, Spider-Man, habe ich mir Tabellen gemacht, so, wer ist jetzt der stärkere Marvel-Held? So. Weil das, es gibt ja so sehr, sehr starke, sehr kluge und so weiter und so fort. Und heutzutage ist es einfach, also es ist mir stellenweise zu einfach. So, da musst du auch mal durch die harte Schule gehen und du musst auch mal auf die Fresse kriegen dafür, dass du mit 16 noch Comics liest. So. Vielleicht sollten wir einfach mal durch die Stadt gehen und Leute verprügeln, die 16 sind und Comics lesen, damit man einfach sagt, so war es früher. Heute ist zu einfach. So war es früher. Ja. Wie so alte Leute, die vom Krieg erzählen, so, weißt? Ja, ey, es ist echt schwierig da. Das Problem ist, es klingt halt, wie du schon sagtest, es klingt immer so arrogant und überheblich. Nein, also es ist ja nichts Cooles, Alter. Es war nicht cool, dass wir damals gehänselt wurden. So, aber es war halt auch einfach, du musst ja auch gucken, was das Nerdtum damals war. Ich war immer, deswegen ist das Thema heute auch der Sendung so, Außenseitertum. Ich war immer ein Außenseiter, ich bin bis heute ein Außenseiter. So, ich habe immer noch keinen Zugang. Ich bin in meinen Bubbles zwar, habe ich zwar so Gleichgesinnte und das ist ja schön, aber gerade wenn du Kind bist, kannst du ja
nicht einfach Bubbles gründen. Und du kannst es zwar in deiner Freizeit, du bist jeden Tag in der Schule oder du bist auf der Arbeit, du bist mit Leuten, zwangsweise mit Leuten zusammen, die du nicht leiden kannst, die dich nicht leiden können. Und deswegen kriegst du einfach irgendwann diese Randposition. Und diese ganzen Sachen, diese ganzen Nerd-Themen oder sowas, das war die Bastion, wo du hingegangen bist. Das war dein Lazarett der Ruhe, so, weil du einfach da gestanden hast und gesagt so, ey, hier kann ich in diese ganze Gaming, ich weiß doch genau, wie scheiße das alles war, als ich ein fetter 13-jähriger Junge war und alles, was ich hatte, war das bisschen Taschengeld, was ich mir zusammengekratzt hatte und der zack Videospiel und die Leute, die da waren und das, was ich mir davon noch mit nach Hause genommen habe, das hat mich ja von all dem abgekapselt, dass ich mich mit diesen Problemen nicht mehr umgeben musste. So, das war nicht einfach nur ein bisschen, haha, Retro, Schmetro, guck mal, so, das ist wie cool edgy das alles ist und vintage, sondern das war ja ein Gefühl, das war ja Rettung in dem Moment. Das war ja viel, viel mehr als nur so, ich zock was. Sondern es war in dem Moment so, jetzt geht's mir gut und wenn ich diesen Ort verlasse, kann's halt auch schnell wieder passieren, dass es mir nicht mehr so gut geht, weil halt wieder irgendjemand kommt und sagt, du fette Drecksau, weil jemand kommt und dich irgendwie zusammenschlagen will, weil irgendjemand kommt und dich wieder wegen deinem Vater hänselt, so hö, der Promisohn und sonst irgendwas. Das ist ja auch immer, die Leute denken, man hatte so ein extrem geiles Leben deswegen. Das war super behindert, weil Leute mit sowas nicht umgehen können. Als Abputz im Kino lief, hat der Sohn vom Kinobesitzer im Rottgau zu mir gesagt, wenn der Film am Wochenende von deinem Vater scheiße bei uns läuft, verprügel ich dich am Montag. Das hat er zu mir gesagt. Das war nicht besonders cool und nicht besonders nice und deswegen hat nicht jemand schon mit 13 meinen Schwanz gekaut, sondern ich war einfach ich war einfach in der Situation auch ganz oft damit Außenseiter, dass mein Vater berühmt war. So, das kommt ja auch noch dazu. Das klingt jetzt, ich will jetzt hier nichts überdramatisieren, so, aber es war halt einfach, das hat halt alles dazu, wie gesagt, ich bin ja dankbar dafür, dass es so war, wie es war, weil sonst könnten wir heute nicht das machen, was wir tun. Aber es war de facto einfach nicht geil. Und ich finde es auch immer, ich verromantisiere das gerne, weil es auch schön war, aber die Hintergründe davon, warum es so war, waren alles andere als geil. Fertig. Komplett, also das, was du gerade gesagt hast, das war immer so eine Bastion, so eine Schutzbastion, die du hattest. Und das hat ja für mich ähnliche Bezüge gehabt. Also ich war auch oft so, okay, Schule ist jetzt rum. Ich war immer ein fauler Schüler. So, also ich war wirklich immer so das faulste Drecksschwein. So. Hab meine Hausaufgaben dann irgendwie 5 Minuten vor Schulbeginn noch schnell runtergekritzelt, war halt gelangweilt davon, hab wirklich einen Fick drauf gegeben. So, wie gesagt, ich war dann später auf der Hauptschule. Einfach, ich weiß noch, die Frau Voss-Finnemeier hat damals gesagt, pass auf, ich war bei dem Gespräch dabei mit meinen Eltern, hat sie gesagt, so, der könnte locker aufs Gymnasium hier, aber ist einfach ein faules Schwein. So. Und also locker nicht, aber er könnte aufs Gymnasium gehen, deswegen ich empfehle jetzt gerade Real- oder Hauptschule, so, weil er einfach, es ist ein faules Drecksschwein, er musste jetzt einfach mal lernen, so. Und bin dann ja auf die Hauptschule gegangen, weil ich mich dafür entschieden habe tatsächlich, oder das Gespräch gesucht habe gesagt, pass auf, da sind viele mehr meiner Freunde als auf der Realschule, so. Ich möchte halt irgendwie mit meinen Freunden dann da abhängen. Ich hatte immer sehr dumme Freunde, aber naja. jedenfalls, hallo. Hallo, das hat sich auch nicht geändert über all die Jahre. Aber so Videospiele und all das waren immer mein Zufluchtsort, die heile Welt, die man sich da so ein bisschen rumbaut. So im Videospiel warst du halt nicht das dumme fette Schwein, so, oder das Kind, das irgendwie halt nur Pen and Paper und irgendwie Dungeons and Dragons und Star Wars und so weiter. Krieg der Sterne war damals ja auch nicht mehr cool, so, als man sich das erste Mal dafür interessiert hat, so. Das wurde ja dann irgendwann erst wieder richtig cool, so. Dann war es erst so, ja, okay, du glaubst an Außerirdische, so, und an Weltraum, was? Das war immer so die Bastion, wo du dich zurückziehen kannst und wo dir keiner was kann, so deine Schutzhöhle. Und kennt ihr den Song von den Toten Hosen, Der König aus dem Märchenland? Fällt mir jetzt gerade ein. Das beschreibt quasi genau das Leben, das ich damals sehr mochte. Der Song war auf der 10 kleine Jägermeister EP als Bonustrack und ist genau das Gegenteil eigentlich von dem, was 10 kleine Jägermeister macht. Also ein klassisches Sauflied sein. Und da geht's im Prinzip halt um dieses Zufluchtsort suchen.
Ich werde jetzt nicht den ganzen Text vorlesen, aber einmal kurz diesen Chorus. Der geht nämlich, er ist ein Feigling und ein Held, er ist ein Bettler und ein Edelmann, er ist das, was ihm gerade gefällt, er ist der König aus dem Märchenland. Und da geht es eben genau darum, sich diesen Zufluchtsort zu suchen und zu sagen, ey, hier kann ich das sein, was ich will. So, und das waren Videospiele, das waren Comics, das waren genau diese Welten, die man sich da aufgebaut hat, wo eben die abhingen, die man mochte. So, das waren dann die Turtles, das war dann noch der beste Kumpel und das waren dann halt Goofy und Max in einem Videospiel zu einem Film. Und genau. Also das, Ready Player One, nur ohne VR-Brille. Genau, genau. Also im Prinzip schon. Und deswegen kann ich mich da sehr, sehr gut reinversetzen. Aber deswegen sage ich halt auch, damals war es halt, also es klingt halt wieder dieses Nerd-Ding so, aber damals war es halt schwieriger und damals warst du als klassischer Nerd, warst du der komische Außenseiter. So, du warst halt nicht der, der Buffalo-Schuhe anhatte dann irgendwann auf der Hauptschule und eine FUBU-Jacke oder eine Helly-Hansen-Jacke und eine FUBU-Hose. Du warst der, der halt sein Taschengeld für lustiges Taschenbuch, clever und smart. Ja, wir waren unterschiedliche Nerds. Ja. Weil ich hatte das alles, aber es hat halt nicht zu mir gepasst. Ich war halt nicht ein cooler Junge mit coolen Klamotten, sondern ich war ein dicker Junge, der diese Klamotten zwar hatte, aber sie haben mir trotzdem nicht gestanden. Das ist halt so, also nur weil du das anziehst, bist du ja nicht cool, aber das verstehst du ja auch noch nicht. Genau, das war der Zeitpunkt, wo ich war so, ey, ich geb einen Fick drauf, so, ich brauch das nicht. So, was ich, also ich habe immer meine Baggy Pants gehabt mit meinen Metal Shirts, so. Und war halt so, ey, fickt euch alle, so. Ich habe das halt sehr früh, habe ich das Außenseitertum für mich benutzt als Schutzschild. So, dass ich gesagt habe, so, ey, das ist meine Welt, so. Hier seid ihr Gast. So, ich gebe einen Fick auf euch, ich will nicht, also jetzt überspringe ich die Grundschule, so, das ist jetzt schon dann Hauptschulzeit, und auf der Hauptschule fing es dann an mit, ja, hier, lass mal rauchen auf dem Hinterhof, lass mal das machen, lass mal irgendwie, weiß ich nicht, halt den Unfug machen, den die Kids so machen, Heroin, Spritzen, was weiß ich, war ja nie dabei. Und ja, was die coolen Kids so machen halt. Ja, aber es fing halt an irgendwie dann so Ende 10. Klasse, dass so Crack irgendwie geraucht wurde. Und ich war so, was? Dein Ernst? Ja, Hauptschule halt. Wie konnte ich das leisten? Einfach so in der Schulhofpause. Und ich war so, oder Gras geraucht wurde. Und ich war so, ey, das, warum? So. Und ich habe halt meine Zuflucht immer woanders gesucht und habe mich dann halt sehr, sehr stark, sehr, sehr krass abgekapselt von eben diesen Leuten. Das war ja damals auch so, das Gerauche zum Beispiel, das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo dann auch Freundschaften zerbrochen sind, weil dann war es so, ja, der raucht jetzt, der geht jetzt auf Partys und ich war so, ja, ich will abends aber halt Quake spielen, Bücher lesen und irgendwie für mich sein, wo dann sehr, sehr gute Freundschaften wirklich zerbrochen sind an unterschiedlichen Interessen. So Freundschaften, die über weiß ich nicht, 15 Jahre davor entstanden sind, 10, 15 Jahre. Und das ist natürlich traurig, aber so ist halt der Lauf des Lebens und da habe ich dann auch gemerkt, so, ich wurde halt nicht gefragt, ob ich abends, also am Anfang wirst du noch gefragt, hey, kommst du mit heute Abend vorglühen da und dann gehen wir schön hier, dann gehen wir in den und den Laden und dann machen wir da Party und dann verneinst du dreimal, viermal, fünfmal und beim sechsten Mal wirst du halt nicht mehr gefragt. So, dann hat sich halt ein anderer ja klar, komplett, aber das ist ein Prozess, den du lernen musst. So, weil am Anfang war ich so, ja, soll ich mitgehen? Ich will dazugehören vielleicht, aber irgendwie auch nicht. Das ist nicht meine Mucke, das ist nicht mein Ding so. Das ist halt nicht mein Leben, so wie ich mir das vorstelle. Und dann habe ich halt lieber in der Zeit, wo sie, weiß ich nicht, wo sie das gemacht haben, habe ich mir selbst HTML beigebracht, weil ich so war, ey, Internet, mega geil. So. Und dieses Außenseiter-Ding so und dieses Geek-Sein oder Nerd-Sein, das hat mein Leben halt immer dahingehend beeinflusst, dass ich mich selbst bewusst abgekapselt habe. So. Und ich fand das, für mich war das ein sehr, sehr wichtiger Prozess, irgendwann zu verstehen, wenn ich mich jetzt abkapsel, dann verliere ich zwar Leute aus meinem Umfeld, aber wenn ich diese Leute aus meinem Umfeld verliere, vielleicht brauche ich sie gar nicht in meinem Umfeld, wenn sie mich nicht so akzeptieren, wie ich da eigentlich sein möchte. So, sondern wenn sie mich nur akzeptieren würden, wenn ich eine Kopie von ihnen bin, was ich aber gar nicht sein kann, weil ich halt einfach ein ganz anderer Typ bin. So. Und ich glaube, das war ein sehr, sehr wichtiger Prozess, der auch nicht Mittwoch denke ich so, Donnerstag denke ich so, sondern das ist auch wieder ein schleichender Prozess, wie fast alles im Leben.
oder eine schleichende Entscheidung, dass ich irgendwann gesagt habe, so ey, das möchte ich nicht und deswegen werde ich mich damit nicht befassen, sondern ich befasse mich mit den Sachen. Und da war es dann so, das Internet ist halt genau reingegrätscht in mein Leben. Und wie du davor gesagt hast, du erschaffst dir Bubbles, so, das in der Grundschule hattest du deine Kumpels, mit denen du dann Super Nintendo gespielt hast und so weiter und so fort. Aber die waren ja immer sehr lokal. So, und das Internet hat das Ganze dann irgendwann aufgeweicht. Da war ich dann auf einmal in Foren unterwegs, sehr, sehr viel in Foren unterwegs, in Musikforen, bei Bands, die ich mag, wo es dann vordergründig erstmal um die Band ging. Aber eigentlich nach einer gewissen Zeit. Und für dich auch so ein bisschen ums Trollen. Ja, ja. Wie Olli mir berichtet hat. Ja, es gab das schon so ein, zwei Mal, aber es ging dann auch irgendwann nur noch um die Leute. Also es gibt. Ja, klar. Es ist halt so, weißt du, hast dann eine Gruppierung aus ganz Deutschland und dann gibt's so die ersten Threads, wo dann so, wo kommt ihr her? Und dann so einer aus Hamburg. Und ich war so, Alter, Hamburg, das ist so krass. Irgendwann werde ich mal Hamburg besuchen. Ja, weil es einfach so weit war, weißt du? Ich meine, als ja, natürlich. So mit 15 fährst du halt nicht eben kurz von Düsseldorf nach Hamburg, um dann den nächsten Typen in Berlin zu besuchen und dann der eine so, ja, ich wohne in Wien. Und dann so, okay, krass, aber wir haben alle ein Interesse so. Und das ist halt dieses, es gab ganz lange ein Forum, das ich besucht habe, über Comicfiguren, so einfach nur Comicfiguren, also aus den 80ern, 90ern und oder ein Schachforum war ich sehr lange aktiv, so das war halt die Zeit nach dem Briefschach, kam dann halt quasi Online-Schach, so und da hast du dann auch mit Leuten geredet, hast dann Spiele analysiert, Spielzüge und so weiter analysiert und das war halt cool, weil das war auf dem Schulhof habe ich nie jemanden gefunden, der das mit mir machen kann und da war es dann so, hier ist die Welt. Hier sind genau solche Leute wie du, die vielleicht einen ähnlichen Hintergrund haben, vielleicht auch einen ganz anderen, aber zumindest das gleiche Interesse. Und plötzlich waren da Leute, mit denen du kommunizieren konntest. Und das ist halt ein bisschen schade, dass sowas heutzutage halt, also diese klassische Foren, in denen es halt eigentlich sehr speziell um ein Thema geht und dann entwickeln sich da Freundschaften raus, die gibt's halt in der Form, glaube ich, gar nicht mehr. Was halt ein bisschen schade ist. Aber das hat mir damals wirklich sehr geholfen, mich dann nicht mehr wie ein klassischer Außenseiter zu fühlen, sondern einfach zu sagen, okay, dieses Außenseitertum, das bezieht sich halt auf diese lokale Ebene, wo ich bin, da bin ich halt schon so der angeguckt wird, okay, guck mal, das ist der, damals hat man noch nicht Nerd gesagt, glaube ich, oder damals war es halt negativer behaftet zumindest. Freak. Ja, das ist so der Freak, so. Und da war ich so, hey, hier bin ich komplett unter Gleichgesinnten, so. Und ich glaube, das ist halt auch so dieses Ding, weshalb Nukular für viele so viel bedeutet, weil sie einfach wissen, hier sind Leute, die halt durch die gleiche Scheiße gegangen sind. Und es ist dann auch nicht alles schlecht gelaufen bei denen so. Und das ist halt ein Forum, also ich glaube, oder Nukular und auch andere Podcasts so, die ähnliche Themen behandeln, sind wie ein Forum, bei dem du halt einfach zuhörst und wo du sagst, okay, ich bin Teil des Ganzen, kann halt jetzt nicht aktiv mithören, aber kann zumindest quasi diese Gespräche mitverfolgen und merke, ich bin kein Außenseiter, nur weil ich mich für Hentai interessiere. So, für einen Hentai-Podcast. Ja, Ende. Das wollte ich nur ganz kurz sagen. Das Internet hat mir sehr geholfen zu der Zeit damals. War wirklich eine sehr inspirierende und auch sehr wichtige Quelle Ende der 90er, um herauszufinden, dass man mit seinem Anderssein gar nicht so anders ist, sondern nur halt lokal gesehen anders. Also, dass es da noch andere Leute gibt, die so sind wie man selbst. Gesundheit. Ja, ich meine, du baust dir natürlich auch so ein bisschen diesen Zugang und dadurch verlierst du aber auch manchmal die Perspektive, dass halt die Mehrheit der Leute damit gar nichts anfangen kann. Also ich habe jetzt auch wieder zurückgedacht, okay, was waren so die Sachen, wo ich versucht habe, Anschluss zu finden? Und ich weiß, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich ab und zu auf LAN-Partys war, in einer Kneipe, oben in einem geschlossenen Veranstaltungsraum der Kneipe, die dann auch noch einfach Essen serviert haben, wo Leute einfach ihre Desktop-PCs hingeschleppt haben, die ja damals einfach 15 Kilo gewogen haben. Ich bin schlecht im Schätzen, aber sehr schwer waren jedenfalls. Und ihre Röhrenmonitore auf diese Wirtstische gepackt haben. Und ich war da ja auch nicht lange. Ich bin immer, das waren einfach Leute in unserem jetzigen Alter und älter, die das damals gemacht haben. Ja. Und ich und ein Bekannter von mir waren damals 17, maximal, wir waren zwischen 15 und 17, wir hatten beide noch keinen Führerschein. Und ich bin dann immer nur so bis 11 da geblieben mit einem Laptop von meinem Vater und habe dann da irgendwie drei Sachen spielen können, weil das einfach die einzige Möglichkeit war, Multiplayer zu zocken.
Und ich habe keine Ahnung, ob ich mich mit den Leuten, die zum Teil doppelt so alt waren, wie ich, verstanden hätte. Aber es waren einfach die Einzigen, die sowas gemacht haben. Mhm. Und das ist eben der Punkt. Du suchst dir so sein Areal, wo du sagst, okay, die machen das, was mich interessiert. Ich habe jahrelang Pen Paper gespielt und das ist auch einfach mit den Leuten, du lernst natürlich über das Hobby dann auch noch weitere kennen, weil das ist ja immer so. Einer kennt einen, jemand kennt nochmal einen und dann kommst du mit anderen Gruppen in Kontakt und die Freundeskreise verschieben sich, weil man natürlich dann auch in diesen Gruppierungen lernt, ja, wir haben gemeinsames Interesse, aber wir sind charakterlich null kompatibel. Das kommt irgendwann mal vor. Das ist genauso, wie du in der Klasse mit, sagen wir mal, 5 Leuten gut kannst aus dieser Klasse und irgendwann realisierst du, nee, eigentlich kann ich nur mit einem echt gut. Die anderen 4, das sind die, mit denen ich am besten klarkomme innerhalb dieses Klassengefüges, wo ich mit jedem anderen überhaupt nicht klarkomme. Und das sind so Sachen, die man dann später auch noch merkt, dass man natürlich auch in seiner Nische, nur wenn man gemeinsames Interesse hat, nicht unbedingt mit jemandem befreundet sein kann, rein charakterlich. Ja, aber weil da was anderes nicht passt. Also LAN-Party ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in meinem Leben gewesen tatsächlich. Ich habe da sehr viele Leute kennengelernt. Und wie du gesagt hast, du lernst sie natürlich kennen, du lernst sie aber sehr oberflächlich erstmal kennen. Du hast halt diesen gemeinsamen Nenner, okay, wir sind jetzt die Deppen, die ihre 10-Kilo-Monitore 3 Treppen hochgetragen haben. Der Vater hat uns abgeholt, hat uns rumgefahren für 30 Minuten. Und jetzt werden erstmal Stern- und Ringnetzwerke aufgebaut. So. Aber dann merkst du, okay, ja, der eine hört ganz andere Musik als du und das, also, es ist ja auch immer wichtig, was du priorisierst, so, deine Freundschaften, wonach priorisierst du das und so weiter und so fort. Da waren halt auch viele dabei, die dann halt alle 3 Wochen mal bei einer LAN-Party dabei waren. Ich war jede Woche wirklich auf einer LAN-Party eine Zeit lang. Hab dann ja auch stellenweise meine Kohle damit verdient, irgendwie mit Unreal Tournament und so weiter und so fort, Counter-Strike. Und dann fährst du halt jedes Wochenende zu großen Turnieren, lernst da Leute kennen. Und dann gibt es andere, wenn du halt bei privaten LAN-Partys dann nochmal bist für 1-2 Tage irgendwie, die dann alle 3 Wochen dabei sind, weil sie lieber die anderen 2 Wochen dazwischen halt auf reale Partys gehen, sag ich mal, oder auf Partys gehen, wo man sich schön saufi, tanzi macht. Das ist dann, da trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen relativ schnell, aber du hast halt zumindest diesen einen gemeinsamen Nenner und der war halt bei vielen bei uns damals Counter-Strike. So, wir haben viel Counter-Strike gespielt, viel Command & Conquer und so weiter über Netzwerk dann. LAN-Party ist schon ein wichtiger Faktor, um mich damals aus meiner Außenseiterposition und diesem Einsiedler-Ding dann auch mal rauszuholen. Ich glaube, das war für meine Eltern, deswegen haben sie die Scheiße auch mitgemacht. Also mein Vater hat mich wirklich jedes Wochenende zu irgendwelchen LAN-Partys gekarrt. Ich glaube, das war denen dann auch wichtig und da haben sie gesagt, pass auf, da ist er zumindest, er tut keinem weh, so, wir wissen, dass er sich da nicht besäuft und wir ihn am nächsten Tag mit 6 Promille irgendwie aus dem Polizeirevier Krankenhaus faschen, genau. Losen, ja. Und da ist er unter sich, so, wahrscheinlich tauschen sie Pornos, fressen Pizza und ich weiß nicht, ob die das realisiert haben damals. Ah, oh, da glaube ich aber schon. Der Junge war plötzlich am nächsten Tag ganz, ganz lange in seinem Zimmer ganz allein. Nicht wie sonst immer, wo du im Garten gespielt hast. Genau. Nee, aber das war halt eine Zeit, wo ich sagte, ich glaube, das war auch, Eltern raffen das, glaube ich, weitaus besser, als man es selbst annimmt, was dafür einen wichtig ist. Und ich meine, mein Vater war halt, wie gesagt, habe ich ja auch schon häufig erzählt, er ist halt auch mein Vater ist ein richtiger Kack-Nerd, so, aber positiv gemeint, wenn ich das sag. Und er hat mich auch zu diesem ganzen Kram gebracht, so ein bisschen. Und ich glaube, für ihn war das damals auch stellenweise so, der Junge hat jetzt Anschluss gefunden. Und deswegen hat er sich damals auch eingesetzt, relativ schnell dafür, dass wir halt Internet kriegen. So, das ist halt einfach so dieses Internet-Ding, dass er weiß, zum einen hat er selbst was davon, so, aber zum anderen, der Junge findet da sehr schnell dann Anschluss an andere Gleichgesinnte. So, und dann können sie natürlich, als Elternteil kannst du es ja auch abschätzen, ist mein Sohn Soziopath oder ein Verrückter, würde er sich da halt Bombenanleitungen runterladen oder sucht er eher Anschluss? Ja. Ja, wird er. Er sucht Anschluss an den IS und wird sich Bombenanleitungen aber runterladen. Man muss mal dazu sagen, dass man in dem Alter alles runtergeladen hat. Ja, das stimmt wirklich. Also, ey, ich habe auch, das war eine gute Zeit damals. Das Internet war frei. So. Free the Internet, sage ich immer. Und also wie gesagt, LAN-Partys, wichtiger Teil meiner Jugend, meiner Hauptschulzeit, meiner Schulzeit dann auch irgendwann, wo ich dann meinen Wirtschaftsabschluss gemacht habe. Und
das war dann halt mit dem Aufbruch des Internets, beziehungsweise mit der Verbreitung des Internets ging es halt noch leichter. Und dann hast du halt irgendwann ein bisschen Kohle und kannst dann auch mal die Leute besuchen fahren, die du sonst halt nur von aus der Online-Welt kennst. Und das ist auch cool, weil du dann merkst so, hey, die sind wirklich so wie ich. So, ich bin dann zu einem Kumpel gefahren nach Norden, gen Hamburg, in so einem Vorort irgendwie. Und der hat halt eine Band, hat irgendwie seine Mucke gemacht und wir haben immer Diablo zusammen gespielt und so weiter und so fort. Und dann bin ich bei ihm und bin so, ey, das ist, der Typ ist wie ich. So, halt auf einem anderen Level, so viel klüger noch. Bist du jetzt auch nicht noch? So, ja, also ein super kluger Typ, so einer der klügsten Köpfe, die ich kenne. Halt, aber dafür auch noch eingegrabener in seiner Gegend, weil dann fährst du dahin und das ist halt so ein Vorort irgendwie, von einem Vorort mit irgendwie 10 Häusern und der ist dann auch so, ey, das Internet hat mir halt einfach die Möglichkeit gegeben, mit Leuten zu kommunizieren, die ich hier vor Ort nicht finde. So, also er war halt sein Leben lang dahingehend Außenseiter. So, und bei Musikinstrumenten, er hat halt viel Musik gemacht, so hat er sich auch fürs Cello entschieden und war so, huiuiui, auch da bin ich jetzt nicht der Typ mit der geilen E-Gitarre, so. Also auch da war er so ein Außenseiter und dahingehend so das Internet hat halt einfach aufgemacht, so. Und macht es ja heutzutage noch. Also heutzutage, wenn ich jetzt mit Kids rede, so, was heißt, wie mit Kids rede? Ich gehe jetzt nicht auf die Straße und rede mit Kindern so. Aber Hallo, möchten wir über das Internet reden? Kann ich dich für Jesus interessieren? Ich bin Christian Goethe. Lass uns als Konzept ausarbeiten, das uns viel Kohle bringt. Nein, aber wenn du das jetzt so mitkriegst, Internet ist halt für alle normal. So, und dann halt einfach so, das ist auch nicht gut, so zwingend. Aber du findest halt sehr schnell, sehr oft irgendwo gefühlt Gleichgesinnte. Und das war damals halt anders. Also dieses Einsiedler-Ding war für uns drei, wenn ich uns jetzt mal zusammenpack, glaube ich, nochmal ein anderes Einsiedler-Sein, als es heutzutage ist. Okay. No. Ja. Wann war denn der Moment, wo ihr wirklich so richtig, richtig krass gesagt habt, okay, dieses Außenseiter-Ding, so, hattet ihr einen Moment, wo ihr gemerkt habt, so, das tut weh auch mal? Einmal? Na, das erste Mal, wo du so gemerkt hast, okay, ich bin halt in dieser Gruppierung jetzt gerade so ein krasser, wirklich richtig krasser Außenseiter. Ja, der Grundstein war dieses Ding, was ich gesagt habe, mit dieser Ghostbusters-Kiste. Das war das erste Mal, dass mich das so richtig krass verletzt hat. Es gab immer wieder Momente in unserer Nachbarschaft. Ich meine, man ist ja dann in dieser Nachbarschaft auch super krass eingeschworen. Und alle sind auch irgendwie so, wie soll ich sagen, also es beschränkt sich ja dann eigentlich auch deine Klasse und dein Umfeld beschränkt sich ja dann irgendwie auf eigentlich nur 3-4 Straßen, die dich umgeben. Mhm, genau. Und dann war es da auch so, dass wir halt, dass ich da schon oft manchmal so Anschlussprobleme hatte und auch schon ein sehr eigener Charakter war in dem Ganzen und auch damit nicht immer gut ankam. Und dann gab es irgendwann diesen einen Tag, wo alle um mich rumstanden und haben mir irgendwie so, haben mir irgendwas gesagt und dann habe ich jemanden aus Wut sein Eis, was er in der Hand hatte, er hat gerade ein Eis gegessen, alle haben mich irgendwie ausgelacht, dann habe ich einfach das Eis genommen und hab's ihm in sein Gesicht gedrückt mit Waffel und dann sind alle auf mich gesprungen, haben mich verkloppt und ich glaube, das war das erste Mal, wo mir klar wurde, so, okay, du bist hier, das ist ja auch, also in dem Moment machst du ja nicht nur, du bist ja nicht irgendwo auf dem Spielplatz, das sind Leute von weiter weg oder die in anderen Straßen wohnen, sondern das sind Leute, die teilweise mit dir im gleichen Haus wohnen und okay, ab diesem Zeitpunkt hast du halt auch Probleme mit den Leuten, sogar in deinem nächsten Umfeld so. Und dann richtig schlimm war es ja dann nochmal, also es gab immer so Phasen, es gab 3-4 so Phasen. Das war das mit der Nachbarschaft, das war das in der Schule, das war dann dieses ganze, auch dieses ganze Mädchending, also da halt auch, dass die ganzen Jungs dann irgendwie anfingen, mit den Mädels abzuhängen und ich halt immer nur blöd neben dran stand und meinte, ich müsste dann irgendwelche Tänze aufführen, weil das könnte ja funktionieren. Und am schlimmsten war es eigentlich, wo es dann auch das letzte Mal so richtig krass war, später ist mir das beruflich nochmal passiert, aber so, wo es in der Schule richtig krass war, war in dieser ganzen, das hatten wir auch schon mal im Mobbing-Podcast angesprochen, wo ich in der großen Pflaumen-Xaver-Zeit, wo ich mir halt einmal mit jemandem verscherzt hatte und halt einfach ein Jahr lang gar keinen Anschluss mehr gefunden habe. Also wo halt einfach die 9. Klasse so der absolute Albtraum war, weil alle waren gegen mich, ich hatte es mir komplett verkackt und ja, ich war einfach, ich war wirklich, also
nicht nur so, es gibt ja Außenseiter, die werden einfach dann in Ruhe gelassen, aber man hat mich auch nicht in Ruhe gelassen. Also man musste mir halt mit jedem Satz, man versuchen, mich zu demütigen. Und das kam von Leuten, mit denen man noch Monate davor irgendwie abgehangen hatte und Mittage verbracht hat. Und auf einmal waren alle gegen einen, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Und das war das Schlimmste, fand ich. Also das war das letzte Mal, dass es auch so richtig, richtig, richtig schlimm war. Ich überlege gerade, wann es das letzte Mal war, dass ich mich wie ein Außenseiter. Also das war das letzte Mal natürlich lange nicht, ne? Also gerade auch die Jahre in der Musik, in der Musikindustrie und jobmäßig und sowas, aber dieses Mobbing-Opfer sein in der Schule, das war das letzte Mal in der 9. Klasse. Ja. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich sage, so, da warst du Mobbing-Opfer in irgendeiner Form, also fernab von Leuten, denen du nahe stehst oder sowas, ja, also ich meine, ey, via Twitter und so bist du halt jeden Tag quasi ein Opfer von Mobbing, so, das ist halt so, musst du dich mit abfinden so ein bisschen, oder zurückpöbeln oder was weiß ich, hat ja jeder seine Strategien, aber das war, glaube ich, dann zu meiner Ausbildung im, also zumindest habe ich das so aufgefasst, bei der PC Action war das, und das war dann immer so bei, ich weiß gar nicht, wie lang das ging, so wirklich. Und es war eigentlich auch nett oder witzig gemeint, so. Aber es gab dann immer wieder Sprüche so von einem der Vorgesetzten, die einem das Gefühl gegeben haben, er hält einen für dumm. Und das kann ich ja gar nicht ab. So. Also wenn man einem vorwirft, so, ey, das ist ja so der Dumme. Das ist so der Hauptschüler, der nichts hinkriegt und dumm ist. Das hat dann stellenweise schon sehr verletzt. Und ich bin diesen Situationen dann aus dem Weg gegangen, mit dieser Person dann zu reden. So, was dann natürlich schwierig ist, wenn es einer der Vorgesetzten ist. Und irgendwann gab es halt quasi ein klärendes Gespräch. So, dann habe ich ihm halt gesagt, pass auf, so wie du dich gerade verhältst, ich verstehe das nicht, ich finde es kacke, so, es verletzt mich. Und entweder regeln wir das jetzt oder ich muss halt zu deinem Vorgesetzten gehen und dich da, das will ich nicht, aber dann muss es halt so der Fall sein. Und das ist immer ein bisschen schwierig, wenn diese Grenzen verschwimmen zwischen Gag, Mobbing und jemanden komplett in so eine Außenseiterrolle zu drücken. Und wenn diese Grenzen verschwimmen und das Gegenüber es nicht weiß, wo er jetzt gerade steht, dann wird es halt für diese Person immer noch schwieriger. Und ich glaube, zu meiner Schulzeit war so dieses größte Außenseiter-Ding tatsächlich dieses Party-Gehen. Und sich, das kam halt mit dieser Mädchenphase auch dann so, ja, Balzrituale, Balztanz, so, du musst dich jetzt für Mädchen interessieren, guck mal, die wäre die nicht was für dich, und ich bin so, das überfordert mich krass, so, also ich war einfach überfordert von dieser Situation und habe mich dann bewusst auch stellenweise einfach rausgenommen, so, also ich war ja selbst noch mit mir, musste ja meinen eigenen Körper noch entdecken, sag ich. Ja. Und dann so, ja, du musst dich jetzt für Mädchen interessieren. Und ich war so, ja, aber ey, Comics sind mega geil. So, ich will mich für Comics interessieren und Fußball spielen. Und dann so, ey, so jetzt gehen wir, am Samstag treffen wir uns hier und fahren dann zur Party. Der und der fährt, der ist schon 18. Und du bist so, ja, okay, cool, aber was machen wir dann? Was machen wir dann danach? Und dann so, ja, wir bleiben bis 3. Und ich so, oh Mann, bis 3, das ist schon ganz schön lang. So, das mache ich nicht mit, Leute. Sollen wir nicht ins Kino gehen? Wäre das nicht eine Alternative? Und dann so, nee, wir gehen Party machen. Ja, dann gehe ich alleine ins Kino. Aber und das ist so eine Sache, ne? Wie oft ist man dem Außenseitertum, wollte man dem Außenseitertum entfliehen, indem man Sachen gemacht hat, die man nicht machen wollte? Also das habe ich sogar manchmal heute noch. Also ich hasse nichts mehr als feiern gehen. Ich finde, feiern gehen ist für mich der absolute Albtraum. Und dann gibt's immer so, auch in meiner letzten Beziehung war es immer so, komm, wir gehen mal, dann musste ich immer auf Partys gehen. Und ich habe mich dazu irgendwie, dann gab's zwar Abende, da hat man das auch irgendwie ertragen, aber im Großen und Ganzen ist das schon einfach, das war noch nie mein Ding. So. Komplett. Also ich kann das. Also selbst so Kino, ich habe gestern Abend wieder gemerkt, so Kino, wo viele Menschen sind, bäh. Ja. Also ich brauche immer meinen Inner Circle so ein bisschen. Mhm. Aber sonst schaffe ich das nicht. Also ich brauche diesen Inner Circle, um dann irgendwann auch einfach so einen Rückzugsort zu haben. Also ganz absurde Situation eigentlich, aber bei Autokino Live, ja, bei diesem, ja. Jetzt in Aschaffenburgi, ja, nee, Aschaffenburg, wie ihr es auch immer nennt,
Da ist es so, da gab es ja danach diese Feier in dieser Räumlichkeit. Und das war mir zu viel. Also alle, die da waren, hatten ja diesen gemeinsamen Nenner, die hören Podcast und so weiter und so fort. Und das ist ja auch alles cool. So, und es war ja auch eine schöne Location an und für sich. Aber dann kamen wir an und es war super voll. Es wurde dann im Laden geraucht, es gab dann Alkohol, laute Musik und ich war so, oh, das ist wirklich sehr viel gerade für mich. Da drischt sehr, sehr viel auf einen ein. Und da musste ich mich dann auch selbst so ein bisschen, nicht autistisch, aber so ein bisschen so für mich genommen, ich musste da sehr, sehr schnell Raum für mich schaffen und in eine Ecke gehen und sagen, okay, ich bin jetzt gerade hier, ich habe eine Wand hinter mir, so, ich bin da ja kein Außenseiter bei der Veranstaltung. Weißt du, was ich meine? So, also durch die Verknüpfung von Autokino und Nukular, sag ich mal, 20% des Raumes kennen einen dann auch irgendwie und sagen so, hallo, ja, cool. Und das ist ja auch alles immer schön, so, das freut mich ja sehr. Aber für mich selbst war es so, ich brauchte dann diesen Rückzugsort und hab dann trotzdem wieder mit den gleichen Leuten geredet, die ich halt mitgebracht habe schon. Weißt du, was ich meine? So, und wie gesagt, Ich fand die Veranstaltung cool. Ich mochte, dass sich da halt einfach Leute finden, die im Prinzip dann auch einen gemeinsamen Nenner haben. Aber es war für mich schwer, selbst in diesem erweiterten Inner Circle der Autokinogruppe an sowas wie einer Party Spaß zu haben. So, und da bin ich einfach, das ist halt nicht meine Welt. Und es macht mich dann auch, weiß ich nicht, ich war dann froh, draußen zu sein und dem Ganzen entkommen zu können. So, das klingt jetzt halt gemeiner, als es ist, aber es, klingt eigentlich, glaube ich, gar nicht gemein. Man kann das ja, glaube ich, ganz gut nachvollziehen in bestimmten Bereichen. Aber für mich ist das immer eine Stresssituation. Party machen ist eine Stresssituation. Und ich glaube, das ist halt was mich mein ganzes Leben lang da schon begleitet. Also mit 15 konnte ich es nicht. Es gab eine ganz kurze Zeit in meiner Ausbildung oder meiner Zeit bei PC Action, da war ich jeden Mittwoch tatsächlich bei so einer, ja, das war in Nürnberg war das, da war ein Club, der hatte mittwochs auf, da gab es halt drei Räume, einen für Rockmusik, dann irgendwie einen für Rap und einen für so Popkram und dann bin ich mit einem Kumpel, sind wir halt hingefahren und haben tatsächlich nur Wasser getrunken und haben getanzt, so, und ich hab das gar nicht gedacht, aber ich hatte Spaß, so, und das war aber, sag ich mal, das waren so 10 Mal, 15 Mal vielleicht. Und das war's dann auch. Aber das war die einzige aktive Zeit, wo ich mich dran erinnern kann, wo mir das Spaß gemacht hat. So, und das ist natürlich auch in Beziehungen dann schwierig. So, wenn es dann heißt, so, ja, geht man abends weg, so, daran sind auch Beziehungen schon gescheitert von mir, wo ich dann sage, so, nein, ich kann das nicht. So, ich kann, also, ich habe A, keinen Spaß dran und, oder der, die Chance, dass ich Spaß daran habe, ist sehr, sehr klein. So, dann machst du es halt ein, zwei Mal mit, weil du deiner Partnerin oder deinem Partner halt den Gefallen tun möchtest. Aber das kann es ja auch nicht sein. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es kann es ja nicht sein, dass du dich in eine extrem unwohle Situation begibst, wo du auch sagst so, ey, also du kommst an und bist schon so, oh, wann können wir bitte wieder fahren? Also alles ist scheiße gerade. So, und ich kann dann mein Maul aber auch nicht halten. Ich kann dann, also ich sag ja, auch so, ey, ich finde es gerade kacke. Ich möchte das nicht. Ja, ich kenne das, ich sehe das, ich bin da auch so, aber eigentlich ist es doch nicht immer richtig, ne? Also Nein, ich sag ja nicht, dass ich richtig handle. Also das verstehst du falsch. Ich sag nicht, dass ich richtig handle in dem Moment, sondern ich sag nur, ich möchte das nicht und deswegen ist es eine Situation, da muss man dann halt in dieser Beziehung, glaube ich, reden und sagen, pass auf, du kannst ja gerne mittwochs weggehen, so. Dann mache ich mittwochs mit meinen Kumpels was und an den anderen Tagen machen wir wieder was zusammen. Weil sonst hast du keinen Spaß, ich versau dir den Abend und ich bin pissig darauf, dass ich mitkommen muss. So. Ja, und dass du halt wirklich, dass du die Situation hast, dass du eine Frau oder einen Typen findest, der dann auch genau sagt, so, ey, ganz ehrlich, so weggehen wäre das Schlimmste auf der Welt. Die ist halt sehr klein, diese Chance. Ich habe jetzt das Glück, dass es so ist, aber es ist halt eigentlich eine Situation, wo du sagst, es ist sehr, 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 sehr selten. So, und ich gehe halt lieber auf ein Konzert und weiß dann, okay, um 22.30 Uhr ist aus. So, ich brauche diese Sicherheit, weißt? Also mich nervt allein schon der Fakt, dass man sagt, ja, samstags geht man weg und es ist Open End. Und ich bin so, ja. Open End, Alter, oh Gott, aber
Was ist ja, das bedeutet. Also bedeutet. In meinem Kopf bin ich so, ja, aber wenn es dann bis Mittwoch um 7 geht, so, weißt aber, also so Open End, das stresst mich krass. Und ich bin so, nee, das kann ich nicht. Ich muss sagen, und das war jetzt zum Beispiel halt im letzten Jahr, und so, dann fährst du halt deiner Lieblingsband hinterher, so, kennst da deine Leute, so, und bist dann, okay, Konzert startet um 19 Uhr, ich weiß, 19.40 Uhr gehe ich hin, 20 Uhr startet das Konzert, 19.40 Uhr gehe ich hin, 22.30 Uhr bin ich raus, so, dann gehe ich ins Hotel oder gehe nach Hause, wenn es halt direkt um die Ecke ist, und dann ist cool, so, dann ist es ein schöner Abend gewesen, alle hatten Spaß, man kann hier nochmal ein Filmchen gucken, kuschelt sich zusammen, geht schlafen. So, aber dieses Open-End-Party machen und so, ich kann das nicht. Also ich bin nicht in der Lage dazu, da Spaß zu empfinden, weil es mich von Sekunde 1 an stresst. Was ziehe ich an? Wer ist da? Wird in dem Laden geraucht? Fuckt mich ab, wenn man raucht. So, ich bin dann einfach auch so, es gibt, hallo, Dominik. Ja, hallo. Es gibt einfach Dinge, wo ich sage, das sind No-Gos für mich und deswegen sind es halt einfach Sachen, so, ich priorisiere das, so, wird in dem Club geraucht, ja, cool, ich bin nicht da, ciao. So, weil es mich abfuckt, ich habe keinen Bock drauf. Und das ist halt, wie gesagt, in einer Beziehung ist es super schwer. So, es ist einfach unfassbar schwer, jemanden zu finden, der da genau gleich tickt. So, weil du ja, irgendwann natürlich. Irgendwann wird diese Diskussion aufkommen, so, ja, wir unternehmen irgendwie nie was. Und dann bist du so, ey, wir waren im letzten Jahr 86 Mal weg. Wir waren halt nur nicht besoffen um 4 Uhr morgens auf einer Party und haben Döner gefressen. So, das, und wenn das dein Unternehmen ist, was du möchtest, ja, bitte. So, aber dann nicht mit mir. So, wir waren in Rom, wir haben das gemacht, wir waren auf dem Konzert, wir waren in der Vorstellung, wir waren bei dem Theater, wir haben das gemacht. Und wenn das für dich nicht so viel zählt, wie jeden zweiten Samstag irgendwo besoffen in der Ecke liegen, so, dann tut's mir leid, dann kann ich dir aber nicht helfen, so. Ja, das Problem von sowas ist halt einfach dieses, ich hatte das mal in einer Beziehung ziemlich stark, das ist auch die Beziehung, von der ich immer wieder rede, als wäre ich mit dem Teufel höchstpersönlich zusammen gewesen, wo mir halt auch immer sehr schnell gesagt wurde, ah, du bist so langweilig. Und war so, Digga, was, also, das ist einfach asozial. Es ist asozial und es ist auch einfach nicht gerechtfertigt, weil du halt einfach, also, ja, klar ist es vielleicht für andere Leute langweilig, wenn man sagt so, ey, ich habe kein Interesse an dieser Feier also nicht mal, ich will das jetzt gar nicht wieder alles so pauschalisieren mit so, ja, Drogenkultur und sowas, sondern es gibt auch einfach Leute, die gehen gern feiern, ja, ohne böse Absichten, ohne Drogen, ohne Ficken, was weiß ich, aber es ist halt einfach so dieses, für mich ist es einfach so nix. Ich habe keinen Spaß daran, ich sehe da keinen Sinn drin, es ist für mich sinnloses Geld ausgegeben, so wie für andere Leute sagen, so, ey, was kaufst du dir noch 10.000 Videospiele, die du nicht spielst, sag ich so, warum muss ich mir Kippen und Bier kaufen, was einfach scheiße ist, so, also das habe ich echt immer nur gemacht, so, also wenn ich feiern gegangen bin, dann nur mit dem Ziel, so, heute will ich mich betrinken und vielleicht am besten Fall noch irgendwo knutschend in der Ecke landen, aber das hatte für mich keinen anderen Sinn, das war einfach, also ich habe nie Spaß daran gehabt zu tanzen und sonst irgendwas und das ist auch gar nicht wertend gemeint gegenüber den Leuten, die da Spaß dran haben. Aber ich verstehe nicht, ich habe nie verstanden, egal ob das Freunde waren, egal ob das irgendwelche, auch wenn man nach Berlin war, ja, wenn wir in Berlin sind, dann müssen wir feiern gehen. Warum muss ich in Berlin dann jedes Mal abends feiern gehen? Ist das irgendwie, Gott. Steht das, ist das in irgendeinem verfickten Gesetzbuch niedergeschrieben, dass ich das machen muss? Ich war damals bei einer Freundin, die hat in einer Mädchen-WG gewohnt vor 12 Jahren. Dann war das so, ja, dann müssen wir feiern gehen. Das ist immer so, ich hab da nie Spaß dran gehabt. Ich war in irgendwelchen Kreisen mit irgendwelchen Leuten, die Dinge gemacht haben, auf die ich keinen Bock hatte. Und es ist auch alles okay. Ich finde, alles ist okay, sofern jeder sein Süppchen kocht. Aber den anderen dann so einen Vorwurf daraus machen und dann so, ja, du bist halt einfach ein Langweiler. Meine Ex-Freundin, der ich ihr ganzes verficktes Leben finanziert habe damals so, kommt noch zu mir und besitzt die Frechheit, mir zu sagen so, ja, du bist halt ein Langweiler. Halt dein Maul, Alter. So, was bin ich denn Langweiler, weil ich kein Interesse daran habe, mit dir Stöckelschuhfotze jetzt in den Club zu marschieren, dass dir irgendwelche Typen auf den Arsch gucken, du dich wieder besäufst, am Ende wieder nur Streit anfängst. So, ich sitze halt lieber, ich war schon immer so, ich sitze lieber zu Hause, ich gucke einen fucking Film, ich spiele ein Videospiel, dann vögeln wir, dann bestellen wir eine Pizza und gut ist so. Ich bin das, ich hab das, aber so, ich war noch nie so. Ist okay, ich komme vorbei. Oh, Moment, Staubi kämpft. Ich mehr hör's. Ja, warte, was ist mit Staubi los? Was ist mit Paolo los? Jagt jetzt den Hund oder was? Nee, du musst. Chris, die Hörer sehen es nicht. Mach's möglichst aufregend. Moment, ja, warte. Oh, Frau. Moment, alles fällt. Oh, der Hund. Was macht der Hund? Also jetzt gerade,
Du warst bei der Stöckelschuhfotze, ne? Behalt deinen Gedanken. Man merkt, dass wir beide keine Sportkommentator-Gene haben. Beide einfach still. Ja, und da sehen wir Christian Görnt, wie er versucht, mit seinem Fahrrad dem Staubsauger hinterherzufahren. Ring, nee. Ring, was für ein Ring, Spaß, Ring. Oder? Ich müsste jetzt ein Foto davon machen. 13.10 Uhr ist es, von ne? Links. Ich muss mal einstellen, dass er direkt der Thermomix hin. Rein. Ja, ist so. Der Thermomix auch jetzt noch losgelaufen oder ist das jetzt... Nee, aber die Freundin ist gegen den Schrank gelaufen, aus Versehen, als sie versucht hat, den Staubsauger... Hast du sehr dumme Freundin. Schade. Naja, macht nichts. Ist wie bei den Jetsons, das da. Ja. Also, ja. Und jetzt sind die Hunde komplett aufgewühlt. Die waren so schön ruhig. Die Fetzens. Die Fetzens. So. Nee, aber ja, komplett. Also, was du gesagt hast. Ich finde, jeder, so, ey, leben und leben lassen, aber dass uns dann dieses, dass dann einfach so, weil ich kein Interesse daran habe, mich an dieser Kultur irgendwie zu beteiligen, ich mir noch so eine dumme Scheiße reinziehen muss von Leuten, so. Und das habe ich so oft in meinem Leben haben müssen, so, dass dann immer Leute waren so, ja, du bist halt langweilig, ja, du bist halt nicht so, Alter, das ist das Schlimmste, was man sagen kann, so, was, also, komplett. Keine Ahnung, ich kann auch nicht jeden Idioten dazu zwingen, zu sagen, so, komm, ich weih dich mal in die große Welt der Popkultur ein, es gibt Leute, die interessieren das halt einfach nicht, Punkt, Alter, fertig. Und so hat es mich nicht interessiert, mich irgendwie damit so mit auseinanderzusetzen, mit einer Party- und Feierkultur, in der ich, und wie gesagt, ich sag jetzt nicht wieder, alle nehmen Drogen und alle sind böse, sondern es gibt auch sehr, sehr viel Gutes und Schönes daran bestimmt. Aber ich habe halt einfach nicht den Sinn darin gesehen. Und wenn ich nicht gerade Konzerte selber spiele, ich finde sowas wie jetzt, ich kann das ab und zu mal, also zum Beispiel das, was du jetzt so verteufelt hast an diesem Abend nach dem Stadttheater-Ding, ja, das fand ich nicht. Ich hab nur gesagt, ich habe mich eigentlich grundlegend super wohlgefühlt da drin. Natürlich auch, weil man so ein bisschen, also man ist ja in einer anderen Position, wenn man das Ding organisiert hat und alle einen kennen und dann ist man halt eh schon mal irgendwie grundlegend entspannter, weil man eben nicht in diesem Ding ist so, okay, hassen mich hier alle, sondern ist eher so, eher eine positive Stimmung für die Person. Aber ich kann das schon ab und zu mal, aber es ist halt einfach nicht mein Ding. Mal abends mit den Jungs hier nach Aschaffenburg irgendwo rausgehen, in eine Bar, in Kutter oder sowas, um was zu trinken, das geht völlig klar mal so. Und auch, ich kann auch abends gut essen gehen, aber ich ertrage dann halt eher nicht so dieses Laute von Menschen, die einfach nicht auf meinem, die einfach eine andere Ansicht haben. Wir haben es gestern Abend im Kino gehabt, Alter. Weißt du gehst da rein und denkst dir so, ey, in den Film gehst du doch auch vor allem am Premierentag oder am Vorpremierentag, gehen doch eigentlich eh schon mal Leute rein, die da prinzipiell krass Bock drauf haben. Und dann sitzt du da drin und dann hast du das Gefühl, da sitzen super viele Menschen mit Bier, und die dann die ganze Zeit diesen Schlappesäppel so ploppen lassen und sowas. Und das ist alles irgendwie so. Den Schlappesäppel, das ist ein regionales Bier. Diese Plopp-Öffnung so. Bei den Flaschen. Okay. Ja, und keine Ahnung. Ich fand das irgendwie einfach, da waren dann so Leute, die waren da so laut und haben super laut geredet und man war so, fuck, Alter, könnt ihr nicht alle mal klarkommen? Ja, so, ich glaube, man muss dann nochmal differenzieren zwischen, ich gehe mit meinen Kumpels abends irgendwo was essen oder was trinken, weil das mache ich sehr gern, aber das ist was anderes, als ich gehe jetzt in die Großraumdiskothek, um da bis 6 Uhr morgens zu tanzen oder zu essen, zu feiern. Zu essen. Ja, aber trotzdem kannst du dich ja auch, ich kann mich in so einem Kneipenkonstrukt oder in so einem Kino, kann ich trotzdem, da sind halt einfach der Moment, wo alle da sind und auch Menschengruppen, mit denen man jetzt nicht unbedingt was zu tun hat. Klar, man kann sich nicht alles zusammen. Das ist kein Naschtütenladen, wo ich sage, so heute will ich nur Leute, die so und so sind in dem Kino sind. Das geht halt nicht, das funktioniert so nicht. Aber ich habe halt einfach für mich in den letzten Jahren immer mehr festgestellt, und so war es aber auch schon vor 15 Jahren und so war es wahrscheinlich auch schon vor 20, vor 25 Jahren, da habe ich es halt einfach noch nicht so begriffen. Ich möchte mich nicht mehr so sehr mit Dingen umgeben, die mir nicht so gut gefallen, wo ich mich unwohl fühle. So, und das schreibe ich komplett. Und das ist, wie gesagt, man darf auch nicht immer alles bewerten, weil man stellt sich damit auch sehr schnell auf den Sockel und sagt so, ja, das ist halt so. Sondern ich finde einfach nur so, ich bin zu alt, mich die ganze Zeit mit Leuten zu umgeben, die ich scheiße finde. Und deswegen bin ich auch froh, selbstständig zu sein, weil da kann ich das relativ groß gut selbst bestimmen, mit wem ich mich umgebe und wem nicht. Ja, man muss halt irgendwann für sich selbst verstehen, dass man sich von Dingen lösen muss, die einem nicht gut tun. So, oder halt von Umständen lösen muss, die einem nicht gut tun. Das ist auch wieder ein Prozess und das dauert auch sehr lange, bis man sich selbst da gefunden hat. Aber dieses Außenseitertum hat mir dabei stellenweise sehr geholfen, weil ich halt sehr früh damit konfrontiert wurde, zu sagen, pass auf, ich stehe zu dem, was ich hier tue, ich stehe zu dem, was ich hier mache und versuche daraus das Beste zu machen. Und dann auch sehr schnell damit konfrontiert wurde, dass eben nicht jeder so tickt.
So, dass eben nicht jeder Comics mag, dass eben nicht jeder Videospiele mag, dass man, wenn man Bock hat auf Brettspiele oder auf Pen and Paper, wie gesagt, wir hatten Pen and Paper Runden mit 10 Leuten, so, die sind aber auch dann nur ab und zu zustande gekommen, weil in dieser kleinen Bubble lokal eben nicht so viele Leute waren, die sich damals dafür interessiert haben, so. Und man muss da sehr schnell für sich selbst herausfinden, was man möchte, wo man eigentlich steht. Und das ist halt sehr schwer, glaube ich, wenn du unter 18, unter 25 bist. So, dieser Lebensweg, den da für sich selbst zu bestimmen und zu sagen so, ey, so wie ich bin, ist es okay. So, sich selbst so zu akzeptieren und nicht zu versuchen, jemand anderes zu sein. Ich glaube, wenn man das geschafft hat, das ist sehr befreiend. So, sich selbst so zu akzeptieren und zu sagen so, ja, ich bin halt ein Hänger, so, aber auf anderen Ebenen halt nicht, so. Und man muss nicht mit mir klarkommen, aber dann sollte man mich auch in Ruhe lassen. So, lass mich einfach in Ruhe und lass mich so sein, wie ich es gerne wäre, wenn ich keinem weh tue. Ich glaube, einer der großen Vorteile davon, wenn man zumindest eine Phase von Außenseitertum hinter sich gebracht hat, ist der, eine Sache, die mich bei Menschen sehr aufregt, beziehungsweise die unangenehm werden kann, sagen wir es so, ist, wenn jemand nicht realisiert, dass Menschen andere Interessen oder andere Meinungen haben könnten. Einfach auf eine naive Art und Weise. Jemand, der halt immer durch Zufall einen mainstreamigen Geschmack hatte, versteht solche Leute wie uns einfach nicht gut, weil er sich auch nie jemand anders reinversetzen musste. Weil wenn du halt immer Fußball, keine Ahnung, und Schachmusik mochtest, dann musst du dich ja nie in was anderes reinfuchsen. Du musst nie versuchen, jemand anderen zu verstehen, weil da sind ja immer so viele Menschen. Ja. Und ich glaube, dass man dadurch, ich will das jetzt gar nicht hochhalten und sagen, wir sind die besseren Menschen, darum geht's nicht. Aber dadurch hat man eine andere Perspektive und hat mehr Mühe schon investiert, darüber nachzudenken, okay, du tickst so, das magst du daran, okay, das findest du gut. Okay, bei mir sieht's so aus, dass du dich einfach öfter in andere reinversetzen musstest, damit du das überhaupt verstehen kannst, dass andere eben anders sind als du. Und wenn du eben immer genau in der Mitte gefahren bist, ich meine, das ist ja niemand irgendwie schuld dran, dass du aufwächst und sagst, okay, ich mag halt Fußball, ist eben so, dann hattest du diese Herausforderung nicht. Und das führt ganz oft dazu, dass diese Leute dann stehen und sagen, nee, da kann ich nicht nachvollziehen. Also die würden bei dir in der Man Cave halt stehen und sagen, okay, warum hast du dein Spielzeug, das du als Kind hattest, nicht verkauft? Du hattest aber echt viel. Nein, das habe ich mir im Nachhinein gekauft. Keine Sorge, das ist eine aktuelle Sammlung. Ja, und so wie halt dein Maul, sonst fress ich dein Herz. Dass es immer noch Leute gibt, die halt bei uns so weit weg sind von unserer Filterbubble, ich rede einfach weiter, dass die einfach komplett verwirrt sind, wenn die das sehen würden. Und die sind auch, denen begegne ich halt auf natürliche Art und Weise nicht mehr. Gleichzeitig, also die sind aktuell sind die eher so, ah ja, das ist gerade voll im Trend, ne? Also die kriegen es mittlerweile eben mit. Aber es ist immer noch nicht ihrs und die wissen auch, ey, in 20 Jahren ist es vielleicht was anderes. In 20 Jahren ist der Gönn vielleicht der König, weil er super Schach spielen kann. Ja? Wer weiß, was dann in ist. Ein Teil von uns denkt wahrscheinlich auch, ist vielleicht ganz gut, wenn die Phase irgendwann auch mal wieder vorbei ist, weil man natürlich auch so eine Sache hat, wenn man das für sich zuerst entdeckt am Anfang, dann steckt man so ein bisschen das Gebiet ab und sagt, das ist meins und steigert sich da ein bisschen rein. Und wenn man dann die ersten trifft, die sich auch dafür interessieren, ist man noch vorsichtig. Okay, was weißt du, was kennst du? Kannst du mir was Neues beibringen? Kann ich dir was Neues beibringen? Und irgendwann, so wie es jetzt ist, ist man halt so, okay, ja, es hat halt jeder irgendwie Ahnung. Und es ist eben dieser Effekt, meine Band ist zu groß geworden, wo man eben das Problem trennen muss. Man muss einfach sagen, mag ich das Material oder mag ich, dass es meins ist? Das ist so eine Gefahr, die ich halt ganz oft sehe, dass Leute was nur mögen, weil es nur ihr Ding ja, ist. Aber das und wenn jemand anders es mag, ist es doof. Das habe ich ja selber auch gemacht, ne? Also das ist ja klar, natürlich. So dieses ganze Klamottending und so. Und wenn ich das auch runterbreche, und ich glaube sogar, dass selbst dieser Schuh-Trend oder diese Schuhliebe damals zumindest losgetreten wurde, 2012 bei mir, weil ich halt das bei anderen gesehen habe und dachte, ja, das finde ich irgendwie gut und darin habe ich mich dann zwar verloren, aber deswegen war es halt auch irgendwann so schnell vorbei, weil halt irgendwie der Anreiz nicht war so, ey, das bin ich, sondern das ist irgendwas, was außen ist, was ich cool finde. Und das ist immer relativ schwierig, sowas. Und das kann dir halt immer noch passieren. Also ich will auch gar nicht sagen, dass mir das nicht nochmal passiert in meinem Leben, aber zum Beispiel war das letzte Mal da so. Und so war es halt auch mit den ganzen Klamotten-Dingen als Kind. Das waren irgendwelche Thematiken, wo ich mich reingefuchst habe, die ich gar keinen Bock hatte, so. Und ich habe das manchmal dann auch sowas wie zum Beispiel
alle reden von Videospiel XY, Dark Souls, keine Ahnung, wo dann alle sind, ey, das ist voll krass und so. Und ich bin einmal so, ich will das jetzt irgendwie gut finden und so und für andere, aber ich weiß halt, dass es mich einfach grundlegend nicht interessiert, weil ich vielleicht auch zu doof dafür bin und so und damals halt auch, oder weil es nicht zu mir passt oder sonst irgendwas, und dann versucht man irgendwie so anbiedernd zu sein, und das ist ein super großer Fehler, den Außenseiter oft machen und den man sich ganz stark abgewöhnen muss, den man sich schon stark abgewöhnt hat natürlich, vor allem in so grundlegenden Sachen, aber der auch einfach so, weil nichts ist schlimmer als Menschen, die sich verstellen für andere. Das stimmt. Also man kann ja ganz einfach offen und sagen, okay, erklär's mir, bring mich irgendwie rein, mal gucken, ob es was für mich ist, aber dann da auch entscheiden, nee, sorry, wenn es nichts für mich ist, ist es eben nichts für mich. Und manchmal ist auch die Zeit nicht gekommen. Also bei mir war es einfach so, dass ich sehr spät erst in Harry Potter reingekommen bin, weil ich einfach diese 2 Jahre wieder sind, zwischen mir und Max zum Beispiel oder auch Chris, wo ich einfach gesagt habe, ich bin jetzt gerade zu alt. Deswegen kein Pokémon für mich, kein Power Rangers und kein Harry Potter. In Harry Potter bin ich dann irgendwann reingekommen, weil es einfach auch gut ist und immer noch Bestand hat. Mhm. Pokémon ist, glaube ich, was, wo ich mich spielerisch tatsächlich noch reinfuchsen könnte, weil es sehr simples, aber, glaube ich, sehr suchterzeugendes Spielprinzip ist. Während ich bei Power Rangers immer sitze und sage, ey, ich verstehe es komplett, aber es ist nicht meine Welt. Das ist mir einfach zu viel. Aber manchmal muss man einfach auch sagen, ey, ich schiebe das jetzt mal beiseite, gucke ich mir irgendwann mal an. Jetzt im Moment hätte es diese Franchise oder was auch immer einfach viel zu schwer mit mir, mich zu überzeugen, ich bin gerade einfach nicht aufnahmefähig. Und das ist, glaube ich, ganz gut, weil ansonsten mutiert man eben ganz schnell zum Hater. Ich war damals wirklich so, wenn es das Internet schon gegeben hätte, wäre ich so, Harry Potter, Kinderscheiße. Ich glaube, das wäre so mein Weg gewesen, wenn man dann schon den Kontakt gehabt hätte. Und das ist einfach dumm, weil man dann einfach keine Ahnung davon hat, sich es nicht angucken, aber erstmal sagen, ja, ist ja nur für Kinder. Was einfach Quatsch ist, gerade bei Harry Potter. Es ist nämlich was Gutes für Kinder und man kann super damit wachsen. Aber dafür muss man eben aufnahmefähig sein und sich's anschauen können. Denn Außenseitertum heißt halt auch ganz oft so, dass man bei Neuem dann sagt, nee, das lasse ich jetzt nicht in meine Bubble rein. Was dumm sein kann. Einfach nur sagen, hey, später vielleicht, das ist, finde ich, ganz cool. Ja. Aber immer direkt draufhauen ist halt Quatsch. Ich glaube, dass wir mit dem Podcast, also ich war mir am Anfang des Podcasts, war ich mir unsicher, als wir das Thema gesagt haben, ob es nicht ein zu negativer Cast werden würde, wo wir dann halt einfach nur sagen, ja, oh, da war ich Außenseiter, da war ich Außenseiter, da war ich sehr traurig und auch Außenseiter und ich bin ja eigentlich so ein krasses Opfer. Ich glaube, das, was der Cast allen Leuten mitgeben sollte, die ihn hören und die sich jetzt gerade als Außenseiter fühlen, ist, dass es gar nicht schlimm ist, Außenseiter zu sein. So. Also in meinen Augen hat mir das stellenweise sehr, sehr oft auch geholfen, aber das realisiert man eventuell erst im Nachhinein, so mit ein bisschen Abstand, dass man dann sagt, hey, in der Situation, ja, da warst du ein Außenseiter, aber vielleicht A, war die Entscheidung, die du damals getroffen hast, richtig, so, und du hast definitiv Dinge eventuell draus gelernt, du hast gelernt, dich selbst auch ein bisschen mehr zu finden, und ich rede nicht davon, jetzt gemobbt zu werden, so, wenn du gemobbt wirst, das ist immer scheiße, so. Aber einfach sich bewusst für etwas zu entscheiden und zu sagen, ja, da bin ich jetzt der Außenseiter, weil ich mich für etwas interessiere, was eigentlich nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht, eventuell, oder dem Norminteresse entspricht. Ich glaube nicht, dass das zwingend etwas ist, was nur negativ sein kann. Ich glaube, dass man dadurch auch wachsen kann als Mensch, als Persönlichkeit. Und man darf sich da, glaube ich, auch nicht man findet sich. Man muss es sich finden und man muss auch mit sich selbst dadurch im Reinen sein. Und ich glaube, da hilft dieses Außenseitersein, hilft da sehr. Stellenweise. Also mir hat zumindest geholfen. Und es klingt halt jetzt gerade so in euren Geschichten oder in den Sachen, die ihr erzählt habt, klingt es so, als wenn euch das Außenseitertum in gewissen Bereichen einfach auch den Rücken gestärkt hat. Und was Max halt gesagt hat, es gibt halt nichts Schlimmeres, eigentlich als dann, weil da wollte ich gerade noch einhaken, dass du, als du meintest mit deiner Ex-Freundin, von der du dann immer erzählst, dieses Party-Ding oder so, und dann einfach so sagen, so, ja, das ist langweilig, du bist langweilig. So, das, ich finde das auch wirklich richtig, richtig, richtig ätzend. So, also das ist so, ja. das sagt man einem Menschen auch nicht, so, vor allem nicht, wenn du mit ihm zusammen bist, so. Und vor allem ist es auch so ein, ja gut, aber
ich finde das, was du machen willst, gerade langweilig oder das, was du machen möchtest, interessiert mich nicht. Du kannst sagen, es interessiert dich nicht und dann ist es okay, aber so, ja, du bist langweilig, du bist ein langweiliger Typ und du bist eigentlich so, ey, das was ich mache, ist mega cool. So, ja. Also das ist einfach das so ist eine ja auch Projektion, Bubble. Das ist einfach genau. So, mir ist gerade langweilig in deiner Gegenwart, das heißt ja nicht, dass es die Schuld von der anderen Person ist. Genau, aber weil ich kann hier sitzen, kann Dark Souls 2 spielen, hab den Spaß meines Lebens auch zum 10. Mal. Und natürlich ist es für jemanden, der gerade lieber auf einer Party wäre irgendwie und da tanzen geht, natürlich ist es halt was anderes. So, natürlich ist das eventuell für diese Person langweilig oder halt nicht die das Interesse, das sie gerade hat oder der er gerade hat. Aber dann zu jemandem zu sagen, so das, was du machst, ist langweilig. Ich finde, das denunziert halt auf einer anderen Ebene. So, und das ist einfach nicht cool so und es ist halt nicht reflektiert und es ist auch einfach nicht smart so. Es sagt einfach immer mehr über die Person aus, die es sagt, als die Person, zu der es gesagt wird, finde ich. Also, genau, komplett. Wenn man das irgendwann zu hören bekommt, dann kann man immer die einnehmen und sagen, ey, weiß nicht, wie du drauf kommst, aber offensichtlich geht es dir gerade nicht so gut. Okay. Ja, kannst du sagen, so 15.000 Menschen wären gerade bei mir und würden gerne mit mir Dark Souls 2 spielen. Du darfst und du findest es langweilig. Schade, fuck you. Die eine Sache, die rein, klingt jetzt komisch, das Wort in dem Zusammenhang, aber handwerklich Außenseitertum wirklich bringen kann, ist, und das meine ich jetzt gar nicht wertend, moralisch oder sonst was, aber wenn man außerhalb von einer Gruppe steht, vielleicht auch, und beide sind sich einig, ja, die Gruppe sagt, nee, du passt hier halt nicht hin und du sagst, ja, stimmt, ihr habt recht, das ist völlig okay, dass man sein analytisches Verständnis von sowas sehr krass geschult. Also es ist ja eine Sache, wo Maxima sagt, immer wenn irgendwie eine neue Kollektion online geht und ich klicke mich so durch die Seite, hast du schon zweimal zu mir gesagt, du findest immer einen Fehler auf der fucking Seite. Und das ist einfach dieses klassische Prinzip von, ja gut, ich habe die Seite nicht gebaut, ich habe den Tunnelblick nicht und nimmst du zwei Schritte zurück und dann siehst du halt Probleme und Fehler. Und das ist auch so ein Ding, dass man eher rafft, wie andere Gruppenkonstellationen und andere Dinge funktionieren, wenn man nicht Teil davon ist. Das hilft einem also tatsächlich auch. Das ist ja diese Geschichte, warum man gerne in der Wirtschaft, jetzt hört der Christian wieder, gerne externe Berater zuzieht, weil die einfach eher Probleme sehen, im Idealfall natürlich, da gibt es ja auch sehr viel Scheiße. Und das sollte man auch nicht irgendwie unter den Teppich fallen lassen, wenn man sehr oft andere beobachtet hat, das klingt jetzt creepy, als würdet ihr in der Schulklasse sitzen und die anderen wären quasi eure Objekte in einer Analyse, dann lernt ihr auch sehr viel über die, was die gar nicht selber sehen können. Und ja, mehr wollte ich dazu gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht, wo das noch hinführen soll an dem Punkt. Seid ihr noch da? Na klar. Habt ihr euch totgequatscht? Nein, ich höre dir zu. Nee, sorry, war langweilig. Ja, stimmt. Nee, ich wollte eigentlich noch was ganz anderes sagen, was unterhaltsamer ist, aber das ist halt auch nur so ein random Fakt, zu dem kann man halt auch nicht mehr machen. Und zwar, eigentlich ist ja Außenseitertum erstmal eine Herausforderung in dem Moment. Und wir haben schon gemerkt, es kann dumm sein, es kann kacke sein. Andere können einem so richtiges Leben kaputt machen, weil sie so eine Angriffsfläche haben. Und es kann einem vor allen Dingen im Nachhinein natürlich auch helfen, wenn man daran gewachsen ist. Aber die Sache ist die, was wir vorher gesagt haben, es ist heute so einfach, verschiedene Dinge zu konsumieren, wo es für uns früher anstrengend war, an die Sachen zu kommen und aber auch anstrengend zu sagen, ich stehe dazu, dass ich das mag. Und heute sind es eben so, muss man schon sehr exotische Dinge haben, aber da muss man jetzt sagen, wenn es nur darum geht, irgendwie einen Bezug dazu aufzubauen, wie in, keine Ahnung, man ist ein krasser Japan, China, Vietnam-Freak und will sich da informieren über die Kultur, dann ist es natürlich schwieriger, als irgendwelche westliche Dinge zu konsumieren. Aber es ist auch, finde ich, immer sehr schön, sich das langsam erarbeiten zu müssen, weil das immer so ein Abenteuer ist. Heute ist es tatsächlich sehr, sehr einfach. Man merkt es ja, wenn Max irgendwie ein sehr seltenes Spielzeug unbedingt haben will und muss dann wirklich abklappern und in verschiedene Geschäfte gehen und vielleicht auch mal auf eine Börse, das ist halt spannender, als bei Amazon zu bestellen. Ja. Und ich finde, das hat was Schönes. Das ist zwar jetzt natürlich ein Konsumbeispiel, aber das macht ja nichts. Also ich finde es immer schön, wenn man sich für seine Interessen irgendwie was erarbeiten muss und wenn es Seltenheiten gibt. Und das ist auch das, was mich zum Beispiel eine Zeit lang zum Comic-Sammeln gebracht hat, wo ich aber dann irgendwann entschieden habe, mich interessieren die Geschichten halt mehr als die Hefte zu sammeln, aber trotzdem würde ich die ich habe, nicht einfach weggeben, weil es einfach spannend ist zu sagen, ey, ich möchte unbedingt noch das Variant-Cover haben. Wo finde ich das in einer guten, im guten Zustand? Wo kann ich ein Schnäppchen machen? Das hatten wir ja auch schon ganz oft. Das Sammlergehen ist ja da auch wieder was ganz Eigenes, was Max wahrscheinlich auch mit den Schuhen hatte zum Beispiel.
das sind alles eigentlich schöne Dinge. Ich finde Außenseitertum nie scheiße, es sei denn, es geht eben in Mobbing über oder es wird einem irgendwie angelastet, dass man was mag. Und das ist ja ganz oft der Punkt. Es stellt sich ja auch ein bisschen heraus. Also zum Beispiel in dieser, wenn ich das jetzt so betrachte, das hat ja für mich, irgendwann kann man das Außenseitertum ja, wenn man dann, wenn man das in seinem Kopf irgendwie einen Weg findet, das in was Gutes zu kanalisieren, dann kannst du daraus ja was machen. Und dann machst du halt sowas wie Radio Nukular oder sowas. Ja, auch damals vor 12 Jahren, als ich mir gedacht habe, so, womit kann ich mich, wenn ich Musik mache und wenn ich über irgendwas in meinen Texten erzähle, worüber kann ich erzählen? Und wenn du in ein Genre reingehst, in dem eigentlich jeder erzählt, dass er den größten Schwanz hat und dass er die meisten Bitches fickt und die geilste Karre hat, so jetzt mal ganz billige Hip-Hop-Klischees zu nehmen. So, aber natürlich ist ja auch immer das bis heute noch großer Bestandteil dieser Aussagen. Dass du dich halt hinstellst und sagst, pass mal auf, Leute, also ich fahr Golf, Schwanz ist eher so, naja, ich sag mal, einen guten Tag hat er manchmal und generell mit den Bitches, ja, waren jetzt 3, 4 so bis jetzt, aber wird gut und wenn du dich da vor 12 Jahren hingestellt hast, dann hattest du von vornherein eine ganz andere Attitude und warst halt für die Leute auch wieder interessant und hast halt dein Außenseitertum und die Negativerfahrung was Großes, Cooles umgewandelt und hast dich damit auch lange Zeit einfach interessanter gemacht und hast halt immer wieder nochmal einen anderen Blick auf die Dinge, weil du dich in ein Genre begibst, in dem halt einfach so nicht geredet wird, wo das auch eigentlich eine Schwäche ist. Und wenn du irgendwie kein, es ist ja auch das, was wir oft hören, so, ja, Nukular ist so krass, weil, oder so Folgen wie jetzt, also bestimmte Folgen wie Mädchen-Podcast, Mobbing, so, ne, diese großen Aushängeschilder von Nukular, wo dann Leute sagen so, ja, das ist so krass, weil ihr macht da so einen Seelenstrip, das würde ich mich gar nicht trauen. Ich bin halt immer so, hä, warum würdest du dich denn das nicht trauen? Also das ist doch scheißegal, wenn es was vor 10 Jahren, 15 Jahren passiert ist, vor 20 Jahren, was juckt mich das? Das ist doch scheiße, also das hat doch alles irgendwie, das hat zwar was heute mit meinem Charakter zu tun, aber eben, es ist mir scheißegal, dass ich damals als Kind irgendwie, also nicht scheißegal, aber es hat doch heute keinen Einfluss mehr darauf, was ich als Kind irgendwann erlebt habe oder dass meine Eltern sich geschieden haben oder dass mich der Ex-Freund meiner Mutter verdroschen hat oder was weiß ich. Also es ist halt einfach so, auch die Ex-Beziehung von vor 7 Jahren, so, ja, dann war sie halt scheiße und fuck drauf, so, ist halt so, es gehört dazu, ist völlig okay und am Ende des Tages ist es ja alles, am Ende des Tages immer eine gute Geschichte und wenn du so weißt, wie du so ordentlich erzählen kannst, kann das Leuten eigentlich, kann das sie amüsieren oder ihnen helfen oder halt irgendwie Infos zukommen lassen, die brauchbar sind und mehr ist es nicht, keine Ahnung, also deswegen, ich finde es schön, was man daraus auch machen kann, was es auch einem mitgibt und dass man halt nicht so eine eintönige, so ja, Arbeitsbiene ist, die dann halt da sitzt und sagt so, ja, mein Leben ist relativ unspektakulär, ich gehe jeden Morgen um 9 raus, um 5 heim, hab Frau, hab Kind, fertig. Also das halt ja auch oft sehr grau und Tristesse ist und deswegen ja auch viele Leute da ausbrechen, dann wieder irgendwelche anderen Sachen machen. Und dann finde ich halt eher, das finde ich halt dann wahrscheinlich den ehrlicheren Weg und deswegen gefällt mir der auch so gut und deswegen bereue ich das auch alles nicht. Ja, es wird halt dann, also ich finde, dieses Außenseiter-Ding wird halt dann zum Problem, wenn du es für dich selbst nicht akzeptierst und dann halt versuchst, auf Biegen und Brechen aus diesem Außenseitertum irgendwie rauszukommen. So, und dann wird jetzt auch schon mehrfach gesagt, so, wenn du eine Vorliebe für etwas hast, was dich zum Außenseiter macht, dann ist das einfach nicht schlimm, sondern schau, dass du halt mit dem glücklich bist, was du tust und wie du das machst. So, und sich da zu verbiegen, wie gesagt, ich glaube, das ist das eigentliche Problem, weil dann wird man nur unzufrieden und das ist dann auch für die Beziehung zwischenmenschlich, ob es jetzt zu Freunden ist oder zu Familie, zur Partnerin, zum Partner, dann wird es eher schwierig. So, man sollte, wenn dann, das offene Gespräch suchen und dann einfach Kompromisse eingehen und sagen, pass auf, ich möchte jetzt gerne jeden Mittwoch zum Schach. So, ich weiß, dass du das scheiße findest, aber dann lass doch einfach den Mittwoch finden, wenn es jetzt eine Partnerschaft ist, wo du dann mit deinen Mädels was machst oder mit deinen Jungs was machst und ich gehe dann zum Schach und am nächsten Tag machen wir wieder was zusammen. So, und ich glaube, diese Kompromisse zu finden innerhalb eines Beziehungskonstruktes, ob es jetzt freundschaftlich ist, familiär oder halt in einer Partnerschaft, ich glaube, das ist das Wichtigste und so kann man auch als Außenseiter gut mit Leuten zusammenleben, weil zu 99% der Menschen findest du immer einen Zugang, wenn du ihn finden möchtest. So, es gibt immer eine Gemeinsamkeit, wo man mit Leuten irgendwas machen kann. Und die zu finden ist manchmal halt ein bisschen schwierig. So, also du wirst einfach Probleme haben. Es gibt nur wenige Leute, wo du sagst, die fitten im Prinzip zu 80 bis 100% dem,
wie du dir den perfekten Partner oder Freund oder Kumpel vorstellst. So, das ist einfach so. Und im Leben geht's halt gerade für Außenseiter immer darum, auch Kompromisse einzugehen. Aber man darf sich halt selbst daran nicht verlieren. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, den ich den Leuten gerne mitgeben würde, die das gerade hören. Das klingt so ein bisschen wie bei Domian. Aber so, verbiegt euch nicht zu sehr, nur um anderen zu gefallen. So. Domian. Domian. Ja, so. Hey Leute, also ich habe eine geile Idee. Was machen wir noch 70 Kilometer? Ich sag's euch. Wow, naja, okay. Einen leckeren Hackbraten. Einen riesigen leckeren Hackbraten. Ach, schön. Nee. Und wie ist das, Max, erzähl nochmal, Außenseiter-Kram, fühlst du dich jetzt gerade... Also wo fühlst du dich denn jetzt gerade als Außenseiter? Was war so in den letzten, sag ich mal, 3-4 Wochen etwas, wo du dich sehr als Außenseiter gefühlt hast? Oder ist es tatsächlich wirklich jeden Tag, aber du bist damit halt... Also fühlst dich ja nicht immer wie ein Außenseiter, oder? Nein, aber ich meine, in unserer Bubble fühlt man sich ja nicht wie ein Außenseiter, weil halt irgendwie die... Weil man sich ja inzwischen auch so ein bisschen seine Interesse... Also es ist ja wie, als hätte man so eine Liste... So, ja, welchen Partner will ich und ja, was sind die Interessen und klack, 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 man hat durch die Liste geklickt und jetzt im Endeffekt hat man sich in einem Pool von Leuten und die Leute, die da dann mal kurz reinkommen und die dann da vielleicht auch wieder, die da aber gar nicht so richtig reingehören, die selektieren sich da relativ schnell groß aus oder man geht da Kompromisse ein, aber da fühlt man sich nicht wie ein Außenseiter, guckt man raus in die Gesellschaft und gehe ich raus hier vor die Tür und laufe durch die Stadt und partizipiere und höre Gespräche an Gesprächen oder höre sie nur von Leuten, die draußen irgendwie sich tummeln, dann fühle ich mich schnell wie ein Außenseiter, weil ich mir immer denke so, boah, das ist alles gar nicht meine Welt. Ne? Mhm. Also jetzt mal gar nicht wertend gemeint, ob das jetzt alles dumm ist oder ob das einfach was anderes ist. Ich habe gegen viele Sachen eine Abneigung. Ich finde so, finde ganz viele Leute, die so sehr geschäftlich sind, so ekelhafte, gestriegelte Geschäftsmänner, die irgendwie so, die nach außen hin so ein bisschen das Herz verloren haben und einfach nur noch widerliche Wichser sind. Und ich mache da immer meine Gags über dem Gürn, aber das ist halt immer das jetzt was ganz anderes, weil das halt einfach nochmal Leute sind, so, also hast du wirklich das Gefühl, da geht's um gar nichts mehr. Da geht's nur noch um schlimme Sachen so und einfach ja, nur. Da redet keine Person mit dir, sondern nur der Beruf. Ja, also so. Wenn es dann so eine amerikanische Oberflächlichkeit, nenne ich das ja auch ganz gern. Und wenn das dann alles so, da kann ich nichts mit anfangen und auch draußen. Also es gibt natürlich auch liebe Leute und so, aber ich guck echt auf viele Sachen drauf, höre so Gespräche und so, es bin nur so bläh. Und da bin ich jedes Mal Außenseiter. Ich fühle mich auch generell, ist es ja auch immer schwer. Also wenn du selbstständig bist, bist du ja schon Außenseiter, weil viele Leute ein Problem damit haben zu sagen so, ey, ich kann mir das nicht vorstellen, für mich ist das alles kein Job, wenn du nicht jeden Morgen um 8 Uhr aufstehst oder um 7 Uhr aufstehst, 2 Stunden mit der Bahn fährst und abends, wenn du total kaputt 9 Stunden im Büro rumgehockt hast, wieder rausgehst und sagst so, ey, jetzt muss ich nochmal 2 Stunden Bahn fahren. Und dann sind ja voll viele so, ja, wie du stehst morgens auch mal um 9 oder um 9:30 auf und dann machst du mal 3 Stunden, auf was du Bock hast und so. Das ist doch kein Job. Und das ist ja schon für viele Leute Außenseiter. Viele alte Schulfreunde, die halt überhaupt nicht raffen, wenn du denen sagst, was machst du jetzt? Ja, ich bin selbstständig. Mit was? Das ist ja das, was ich schon mal gesagt habe. Wenn du gesagt hast vor ein paar Jahren so, ja, ich mach hauptsächlich Rapmusik, dann haben sie es nicht kapiert und dann kam halt dieses klischee-mäßige yo, 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 Hip-Hopper, hä? Dann willst du Leuten nur die Fresse einschlagen. Das ist einfach, weil du es einfach nicht erträgst. Und heute ist halt auch so, erklär mal Leuten, dass du Podcast machst. Erklär mal Leuten, was Patreon ist, dass du mit Patreon dein Geld verdienst. So. Deswegen, es war gut, Jobs wie zu haben, wie bei UFM oder bei Microsoft, einfach weil du gesagt hast, ich arbeite für Microsoft und für UFM. Und dann warst du, okay, krass, das ist geklärt. Und das ist dann halt wieder, dann kannst du dich mit, das verstehen die Leute dann wieder, wenn du sagst, ich arbeite für Xbox, so, weißt du, aber dem Moment, wo du sagst, ich bin fanfinanziert über Patreon und sonst irgendwas, erklärt keiner. Finden die Leute, bist du für die Leute der absolute Außenseiter, bist du, ja, der verrückte Hund. So, der soll er mal weiter in seinem kleinen pinken Schloss wohnen. Keine Ahnung. Halt, ist für viele Leute halt irgendwie komisch und ist dann so. Aber inzwischen finde ich es ja cool. Also inzwischen ist man ja mit seinem Außenseiterstatus cool. Ich denke dann halt, also da ist man halt schon manchmal auch arrogant und denkt so, ja, bin auch schon ein bisschen cooler als ihr. So, weil ich kann halt morgens, ich kann halt aufstehen, wenn ich will. Ich kann halt ins Bett gehen. Natürlich muss ich auch meinen Plan einhalten, so. Aber ich hab so mein Leben selber ein bisschen im Griff. Und du? Dich hat der Chef wieder zusammengefuckt. Viel schön, passe. Tschüss. Mich fuckt der Chef auch immer, aber leider bin ich der eigene Chef. Ja, mein Chef schreibt mich auch mal an. Ja. Ich kann's immer sagen, mein Chef ist das größte Arschloch. Also, gut.
Ja, aber das ist immer, das ist tatsächlich völlig, finde ich schon ganz gut, aber da hast du es halt immer wieder so. Und ich merke aber auch, das ist ganz krass, dass wenn ich so, also wenn ich auch mal dann wirklich dann wieder in so eine Gesellschaft reinrutsche von Leuten, auch so all das, was man, wo man so gerne seine Jokes drüber macht, so dieses ganze Pumper, Monster, sonst irgendwas, davon gibt's ja dann einfach wahrscheinlich trotzdem mehr Leute. Oder wenn ich mal irgendwann auf so einer Comedy-Veranstaltung, wo ganz, ganz viele Leute waren, die halt absolut nicht das sind, was ich so lebe, so, also auch so schöne Frauen, wo du denkst, so, ja, die ist zwar hübsch, aber die ist gerade von meinen Interessen so weit weg, die kann gar nicht sexy sein. Das, wenn ich da drin komme, dann merke ich immer, was für ein krasser Außenseiter ich eigentlich bin, weil ich das alles einfach nur noch so sehe und mir denke so, wow, das ist eigentlich die Gesellschaft, wie sie größtenteils existiert, und du bist so meilenweit weg davon, da dran teilzuhaben. Du willst es auch nicht, aber manchmal wäre dein Leben auch einfacher, wenn du es einfach tun würdest. Aber du kannst es halt nicht. Ich kann es nicht. Ich kann jetzt nicht. Es ist aber, entschuldige. Ja, sag. Es ist aber auch so, dass gerade die Themen und Arbeitsgebiete, die wir jetzt haben, dass es dafür ja auch kein so allgemeinverständliches gesellschaftliches Verständnis gibt. Also es gibt ja auch einen Riesenunterschied zwischen einem Firmenleiter und einem Handwerker, aber die wissen, was der andere macht. Ja, die kennen ungefähr, was die Welt, in der die gegenseitig sich bewegen, und das ist allgemein bekannt. Bei uns ist halt so, Moment, ich verstehe die Themen nicht, die deine Arbeit beinhalten. Ich verstehe deine Arbeitsgänge nicht, ich verstehe die Strukturen nicht, ich verstehe deinen Alltagsablauf nicht. Hä? Also es ist komplett fremd. Du könntest nur noch fremder sein, wenn du eine andere Sprache sprichst. Ja. Das ist, ich bin auch so müde davon, das Menschen zu erklären, weißt du, so, egal, scheiß drauf. Ich finde, das ist alles okay. Man muss sich auch abgewöhnen, also das muss ich mir auch selber abgewöhnen, als Mensch einfach immer so alles direkt auch zu verurteilen. Ich merke auch, dass mich dieses Außenseitertum halt auch andersweitig, manchmal macht dich das ja auch verbittert so, weil du halt nicht daran partizipierst. Und dann bist du halt manchmal auch schnell in so einem bisschen arroganten Verhältnis zur Welt. Und das ist auch nicht gut. Ich glaube, man muss halt einfach auch lernen, den Außenseiter dann nicht irgendwann umzukehren und zu sagen, so, ja, jetzt bin ich euch aber allen erhaben. So, also ihr habt mich jetzt jahrelang untergraben und jetzt bin ich euch allen unterhaben, weil dann bist du sehr schnell der Imperator. Und das ist auch scheiße. So, ja, also obwohl wir jetzt sehr viele Vorteile davon nach außen gekehrt haben, auch was man da eine Denke mitnehmen kann, es ist halt nicht so, dass man dann auf jeden Fall smarter ist als alle in allen Bereichen. Das ist natürlich dumm. Das wäre natürlich praktisch, aber es ist nun mal nicht so. Ja. Jetzt ist es doch wieder so krass ernst. Also, aber um das nochmal, was ich den Eindruck habe, dieses Selbsterklären ist einfach dieses, also für diejenigen, die das jetzt nicht so haben, man erinnert sich ja gut an die Zeit, als man jede Woche dieses Gespräch geführt hat mit jemand anderem, vor allen Dingen innerhalb von Familie und auch Eltern von Freunden, so, und was machst du nach der Schule? Was nach der zweiten Frage einem auf den Keks gegangen ist, wenn man entweder keine Antwort hatte oder eben die gleiche immer wieder erzählt hat. Und das haben wir halt unser Leben lang, dieses Gespräch. Wie funktioniert das? Mit wem arbeitest du da? Wie finanziert sich das? Okay, wie sieht dann dein Alter? Ja, ich stehe irgendwann auf und dann mache ich was und dann gehe ich wieder ins Bett und zwischendurch esse ich auch noch was. Das ist mein Tag. Tschüss. Man kann es halt irgendwann nicht mehr hören und man kann sich selber auch irgendwann nicht mehr zuhören. Und das ist einfach nur eine Frage der Wiederholung, die einen nervt. Es ist gar nicht die Situation, glaube ich, es ist einfach dieses ständige immer wieder erklären. Ja, aber ich habe mich jetzt mittlerweile damit abgefunden, dass es so ist, auch durch den Kindergarten und durch jetzt dann Schule und so weiter und so fort, muss man natürlich auch immer eintragen, was macht denn der Papa? So. Kinder ja, nur eins. hoffe ich. Mäßig erfolgreich, aber ich mache Kinder. Nee, aber ich habe ja noch den Vorteil mittlerweile, dass ich immer eine Festanstellung nebenbei habe. Neben diesem ganzen Kram, der noch halt jetzt als Freischaffender daneben läuft. Das heißt also, ich konnte eine lange Zeit lang sagen, ja, er ist Journalist oder er ist jetzt mittlerweile halt Head of Content Advertising, kann ich nur sagen, versteht keiner, weiß ich auch nicht, was ich da mache. Aber man kann es halt eintragen und es hat halt eine Anschrift, die nicht die Heimatanschrift ist, sage ich mal, wenn du es irgendwo eintragen musst. Und das ist ein großer Vorteil, weil es dir ermöglicht,
nicht immer diese Diskussion führen zu müssen. Und wenn dann aber nachgehakt wird, so, und dann kommt man irgendwie immer wieder auf das Thema so, ja, wie ist das damit, wie ist das damit? Natürlich ist es mühsam, aber ich meine, du fällst natürlich auch als Außenseiter in dieser doch eher nischigeren Sparte. Ich meine, wie Max gesagt hat, als Selbstständiger bist du ja stellenweise ein Außenseiter. Vor 10 Jahren warst du es noch mehr oder war ich es noch mehr, als ich es jetzt bin. Heutzutage macht sich ja gefühlt jeder, naja, nicht jeder, aber machen sich viele Leute selbstständig und sind dann auf einmal Fitnessblogger oder sind das und das. Ist ja auch alles schön und gut. Aber dieser Begriff des, Unterhalters, der ist halt jetzt geläufiger geworden und deswegen ist es halt okay. Und wenn du dann auch noch Sachen vorzuweisen hast, dass du dann sagen kannst, so ja, wir gehen dann manchmal, also ich erkläre es meistens so, ja, das ist so ein Comedy-Ding und ab und zu geht man damit auf Deutschland-Tour und dann freuen sich alle und man freut sich auch und alle sind glücklich und alle lachen ganz viel. So versuche ich es dann halt zu erklären, weil wenn du dann halt kleinteilig wirst und sagst so, ja, das ist ein Podcast und der ist von den Leuten finanziert und das ist mega cool und das gibt uns die Möglichkeit halt komplett frei zu arbeiten, das wird dann schwer. Also erklär das mal der 60-jährigen Kindergartenleitung, die gerade irgendwie dann versucht festzustellen, warum das und das von deinem Sohn gesagt wird, warum er sagt, der Papa ist immer zu Hause und arbeitet da. Das ist dann auch schwierig, so, weißt? Also den dann. Der Papa trägt immer kurze Hosen. Papa, ja, ich trage gerade auch einfach nur einen Boxershorts, sitze hier und arbeite so. Auch dem eigenen Kind das beizubringen, weil dann ist es so, ja, der Papa vom Lukas, der ist aber Polizist. Ja, der Papa vom Etienne, der ist Feuerwehrmann. Und dann erklärst du so, ja, dein Papa ist auch cool. Aber der arbeitet voll zu Hause und macht andere Sachen. Hat keine Hose. Hat keine Hose, ja. Trägt keine Hosen, aber freut sich trotzdem. Immer dran denken, wenn Conny Ducks Kinder hat, die haben es viel schwieriger. Das stimmt, wirklich so. Ja, was macht dein Papa? Ja, der fickt einfach den ganzen Tag. Ah, okay, cool. Naja. Wie man das im Kindergarten so kommunizieren würde. Ja, ja. Bist der Papa mal wieder der Hahn im Korb? Hm? Den Papa lassen wir hier besser nicht in den Kindergarten. Hier sind so viele Erzieherinnen, das machen wir nicht. Conny Ducks Kinder haben es wirklich schwer, glaube ich. Ich werde bald... Moment. Nachdem ich sage, Conny Ducks Kinder haben es schwer, darfst du deinen Satz nicht beginnen mit ich werde bald, sondern hey... Ich werde bald Timmy mal interviewen. Also ich will, das heißt interviewen, ich werde irgendwann mal einen Podcast aufzeichnen mit Tim Grenzwert vom Bumsbus. Und der hat da, glaube ich, der hat schon ein bisschen was angedeutet, so was es halt auch bedeutet für Darsteller und so. Das ist auch mal eine ganz andere Form vom Außenseitertum, ne? Also wenn dann halt Kinder auf einmal da sind und das Ganze halt, dieses ganze Sexting als Job ist und das, und weil dann immer so, ja, wir machen ja auch nur einen Job, sagen Leute aus der Pornoindustrie, aber das mag auch sein, und das mögen die vielleicht auch so sehen, aber die Gesellschaft sieht das nicht ganz so. Wir haben es schon sehr schwer zu erklären, was wir so machen, und haben schon unsere Probleme damit. Dann ist es zu sagen, ich fick vor der Kamera für Geld, und das ist mein Job, ist für sehr, sehr viele Leute in einer sehr, sehr, dennoch immer noch sehr spießigen, irren Gesellschaft, glaube ich, absolut einfach, also verkraftet gar keinen Kopf. Ja, ich glaube, was macht deine Mutter? Ja, die lässt sich von 12 kleinwüchsigen Mexikanern in der Dusche knallen. Der ist schwierig. Der geht nicht mal eben so über die Lippen. Ja, das ist auch direkt so ein Fremdschirm-Moment, den man auch wieder in so einer Serie einfach unterbringen könnte, wie dann einfach jemand Conny Ducks kennenlernen, einfach 3 Jahre lang immer so. Und wie ist es, wenn du das machst? Und wie kommt ihr so untereinander miteinander aus? Duschst du viel? Wie oft müsst ihr denn zum Arzt? Einfach alle Standardfragen, die jeder sich vielleicht mal gestellt hat, kommen dann wieder auf den Tisch. Und dann, dass die nicht eine FAQ mit sich rumschleppen und die einfach in die Hand drücken mit so 300 Punkten, ist auch ein Wunder, glaube ich. Ist auch einfach ätzend, oder? Also so schön, wie es ist, so viel Scheiße bringt es auch mit sich, glaube ich. Also das zu machen, ist auch einfach eine Bürde, glaube ich. Aber so sind wir halt, ja. Die einen, wie ist die Anni so privat? Oh, das ist ja schon anstrengend gewesen, so. Auch, dass immer Leute dann gefragt, hattest du jetzt Sex mit der? Als würde, also was ist das denn? So, weil ich einen Piloten kennenlerne, fliege ich die auch nicht erstmal mit dem nach in die Staaten und wieder zurück. So, also das ist doch Bullshit, so. Ja, mein Kumpel ist Handwerker, und hat er dir eine Mauer gezogen durch die Wohnung? Ja, hat er gemacht.
Hat der Nanu schon mal für dich gekocht? Nee, ich habe für den Nanu gekocht. Ja, aber das ja, ist so doch ist immer halt. So. Also auch, ich meine, bei deinem Vater wird es doch auch so sein. So, ja, erzähl doch mal einen Witz. Du bist ja, doch der Witzige. Ja, oder Christian, dich rufen irgendwelche Leute an und sagen so, kannst du mir bitte FIFA besorgen? So, du weißt, weil du in der Videospielindustrie arbeitest, weil Leute einfach so dumm sind. Ja. Ja, ich weiß. So, also ihr habt doch gute Kontakte zur Gaming-Industrie. Kannst du mir eine PlayStation besorgen? Ja, klar. In ja, welcher, ich schick dir eine von meinen. Welche, so. Welcher Welt eines Vierjährigen leben die Leute eigentlich so? Aber gut, so ist es halt. Ja. Ja. Na, Max, wo wir dabei Außer sind, kannst du mir vielleicht einen Song aufnehmen? Ja, klar. Das wäre nett. Kannst du vielleicht auf meiner Beerdigung spielen? Das würde ich wirklich machen. Ja, Stadion-Rap. Ist auch Werbung für dich. Burning Ring Ring. Burning Ring Ring. On fire. So, ja, genau. Dann gieße ich... Und dabei einfach so ein... Dann gieße ich einfach sehr viel Benzin über dich und guck, wie du schmilzt. Ja, oder so ein Fahrrad einfach an Kreuzen nageln. Burning Ring Ring of Fire. Obwohl, mitten in der Kirche. Du bist so eine schleimige Schnecke, auf dich muss ich einfach nur eine riesengroße Packung Salz gießen, dann bist du weg. Ja. Hey. Nein. Hey. Hey, Momentchen, Freund. Das stimmt. Das war eine Beleidigung. Das war eine Beleidigung, mein Freund. Nee, so aber sie war einfach ganz gut. Ja, also du hattest schon bessere Momente. Battle Rapper wird aus dir nicht. Vielleicht ein battlender Rapper. Mit so einem Battle-Hut. Naja. Willkommen bei den Wortspielwochen. Heute wieder. Ja. Nee, ja, Freunde der Sonne. Das, also ich habe übers Außenseitertum. Das Ding ist, natürlich kannst du halt super viele Geschichten noch erzählen übers Außenseitertum. Oh ja, gerade Mädchengeschichten, aber die haben wir ja im Mädchen-Podcast eigentlich abgearbeitet. Und wenn man uns jetzt ich so wollte zuhört, auch diesen Podcast eher so haben in der Richtung, so wir reden da nochmal allgemein drüber, aber die ganzen Anekdoten jetzt wiederholen, weil ey, ich meine, wir machen seit 70 Ausgaben nichts anderes, als diese Scheiße zu erzählen, so, ne? Ja. Dass wir Außenseiter sind, war ja klar. So. Also, hey Leute, ihr habt es vielleicht nicht gewusst, aber wir sind Außenseiter. Überraschung! Jetzt einfach ein Hörer so. Das habe ich nicht erwartet. Ja. Also, das habe ich. Bin enttäuscht von euch. Ja, Patreon wird gekündigt. Naja, so ist das, Freunde der Sonne. Ansonsten haben wir noch irgendwas anderes zu erzählen. Besucht die Autokinotour auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Für den Fall, dass Dominik schnell genug schneidet. Aber ich gehe davon aus. Also ist ja Dominik mit den Scherenhänden. Und das kriegt er hin, oder? Mega. Also bis auf die 10 Minuten, wo mein Internet weg war, sollte das diesmal eigentlich problemlos laufen. Kannst ja wieder nachvertonen. Obwohl, du hast ja eh nichts gesagt. Als das Internet weg war, hast du ja nichts gesagt. In den 10 Minuten, glaube ich, muss ich nichts nachvertonen. Habt ihr, glaube ich, durchgequatscht. Ja. Und ich mag das sehr gern, dass wir jetzt gerade nicht immer nur bestimmte Situationen nennen, sondern allgemein darüber geredet haben, wie es mit dem Außenseitertum ist. Wenn ihr Außenseiter seid, hey, sorry, euer Leben ist verwirkt. Auf Wiedersehen. Einfach den kompletten Podcast obsolet machen. Nein, natürlich nicht. Also wir haben jetzt, also wäre ich jetzt 15, würde mich selbst finden, finde ich, haben wir gute Sachen gesagt. Ja, man muss es aber auch ganz hören, wie so oft bei uns. Also das stimmt. Wenn man wieder nur einen Satz rausgreift, dann kann man wie immer einen Strick draus drehen. Aber das ist ja für bei allem wahr. Dann ist schwierig. Deswegen, ihr müsst immer 3 Stunden Zeit investieren. Dann wird es aber auch so, dass man dann so nur rausnimmt, so, ja. Die süße Kös. Die süße Kös. Herr Simpson, die süße Kös. Ach, schön. Mir reicht das nicht. Habt ihr irgendwie noch eine Empfehlung oder so? Nein, ich möchte einfach noch ein bisschen was hören. So, Max, die nächsten 30 Sekunden sind dein. Warum sollten die Leute zur Autokinotour kommen? Ich finde, die Leute sollten da alle hinkommen. Weil wir uns ausnahmsweise mal Mühe geben. Ja, ist schon mehr als bei jeder Tour zuvor. Gut. Und das war's auch schon. Nein, es wird gut. Wir haben tolle Gäste. Wir haben wirklich gute Gäste, ne? Also, ja. Nukular ist da in München. Lance Butters kommt nach Stuttgart. Mein Papa kommt nach Frankfurt. Casper, Drangsal und Edda kommen nach Berlin, was einfach geisteskrank ist. Cold Mirror kommt nach Dortmund zum Harry Podcast Nummer 2. Max-Richard Lessmann und Finn Kliemann kommen nach Hamburg ins Imperialtheater. Da gibt's auch nicht mehr so viel Karten. Da gibt's auch 10 oder 15 Stück. Die kaufe ich gleich. Und kauf die bitte. Und dann noch hier Köln, Podcast, UFO und Curse. Das ist halt schon einfach mal ein geiles Line-Up. Ich fand Curse richtig krass, als sie so, ja, Curse kommt. War ich so, wow, Curse kommt. Ich habe mal ein Interview mit Curse geführt. Auf der Gamescom zu Def Jam Rapstar. Aber hast dich getraut, ja? Ist doch super. Zu Def Jam Rapstar. Und ich glaube, der fand mich richtig kacke. Also ich habe Curse mal interviewt, als ich 17 war, auf dem Hessentag. Was hast du ihn gefragt?
Wie kamst du auf deinen Namen? Ah, okay, das ist Fluch und Segen zugleich. Haha, krass. Ja, aber witzig. Ganz ehrlich, der Hessentag, der hat sich hier auch schon 2-3 Mal reingemogelt. Da muss ich auch immer an die Saarmesse denken. Das ist die so schön regional. Ja, es gibt die Saarmesse in Saarbrücken. Das gehört man eigentlich nur hin, um zu essen, wie immer im Saarland. Alles andere, was es da gibt, ist nicht so interessant. Müssen wir ins Saarland, Alter. Ey, komm, wir machen 2018, machen wir noch einen Auftritt im Saarland. Ganz dieser Saarland ausverkauft. Wenn wir braune Schilder irgendwann doch mal umsetzen, muss es auf jeden Fall eine Saarland-Folge geben. Das Saarland, Alter. Ja. Das ist für mich wie Narnia. Ja, es ist auch passt auch in deinen Schrank. Das ist so. Immer wenn ich vom Saarland höre, ich habe auf Tour, habe ich ja den Fahrradführer fürs Saarland bekommen. Das ist schön kurz, ne? Ja, ist eine Seite. Steht so, fahr bitte nicht hin. Nee, ist schon mehr. Also man kann da schön Radfahren. Kann schön um die Saarschleife fahren. Das heißt auch alles mit Saar, ne? Saar-Louis, Saarland, ja, du machst es dir natürlich einfach, ne? Ich habe neulich einen Changeman besucht und mit dem so ein bisschen gequatscht. Und irgendwann ist dann im Kontext aufgefallen, als wir uns auch mit anderen unterhalten haben, dass ich immer, wenn ich von früher erzählt habe, gesagt habe, also im Saarland, und dir so, du sagst nie eine Stadt, ne? Weil es einfach reicht, wenn du Saarland sagst. Ich so, ja, bei den Städten wüsste ja eh nicht, was es ist. Das stimmt wirklich. Also ja, jetzt fällt es mir auch auf. Aber für mich ist das auch alles, für mich ist es wirklich nur so ein ganz, wie Gallien. So. Wie Gallien? Eigentlich ist es nur das Dorf von Asterix, ja, und nicht Gallien. Ja, genau. Also nicht ganz Gallien, sondern nur dieses eine Dorf. Und das ist Saarland. Weigert man sich bis heute Hochdeutsch zu sprechen, ja. Weigert, genau. Das ist so ein bisschen wie bei den Simpsons mit dieser Koppel. Kuppel. Eine Kuppel? Eine Koppel ist ein Feld. Stimmt. Nee, eine Koppel ist eine Pferdekoppel. Nee, Kuppel heißt es auch, ne? Ja. Schneekoppel. Ja, und an der Stelle finde ich, das ist noch ein sehr schönes Schlusswort. Diese Alles klar, Freunde. Vielen Dank, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch hier in meinem Podcast zu reden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst mal wieder Gäste seid. Hier bei Radio Chris und Nahl. Chris und Nahl. Ich habe den Gag. Gag. Chris, Ich wollte gerade sagen, den Gag hast du jetzt 7-mal gemacht, damit ist er verbraucht. Nö, jetzt fängt es gerade erst an. Neuen einfallen lassen. Es fängt jetzt erst an, mein Freund. Ja, dann viel Spaß nächste Woche bei deinem Podcast, ne? Tschüss. Ja, bin jetzt auch auf Tour. Hab gute Gäste. Kommen Sie. Ach Mann, lass mich jetzt nicht. Leute, hallo. Könnt ihr ab. Gönn, du bringst dich selber in eine missliche Lage. Das ist wie wenn du Fahrrad fährst, nimmst einen Stock, steckst ihn vorne in die Speichen rein, fällst hin, und sagst, kann jemand aufhelfen. Ja. Genau so war das gerade. Man kann ja auch nicht immer helfen. Man kann nicht immer da sein. Ist gut jetzt. Wir hören jetzt auf. Mein Name ist Max Dick aus Maria von Nachtsheim. Dominik Hammes, Christian Gürnt waren heute, wir sind Nukular, was die Power Rangers sind. Was die Power Rangers sind fürs Fernsehen, das sind wir für andere Sachen. Und jetzt ist Feierabend. Tschüss. Die eloquentesten Moderatoren im Podcastland verabschieden sich. Tschüss. Ciao. Was die Power Rangers sind. Also nur nicht so ganz so dumm. Nukula! Das war Folge 73 von Radio Nukula. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. In den nächsten Folgen wird es wieder ein bisschen popkultureller und weniger ernst, denn heute war ja eindeutig eine sehr seriöse Veranstaltung, nicht wahr? Ja, ja. Durchaus. Wir werden ein bisschen tiefer in die Materien einsteigen, in denen wir uns alle so ein bisschen auskennen in der nächsten Ausgabe. Ich werde aber noch nicht genau sagen, was es ist. Ich sage nur so viel, das Cover, da muss ich mir wirklich Gedanken machen, wie ich welchen Künstler ich da beauftrage und wie das aussehen wird. Aber ich habe schon ein paar Ideen und es wird natürlich auch noch ein bisschen ums Zocken gehen. Es wird um ein paar Serien gehen und wir haben ausnahmsweise mal einen Plan, der wirklich relativ weit in die Zukunft reicht. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ihr solltet nicht vergessen, solltet ihr eine Matratze kaufen, hört mal nochmal am Anfang rein. Da war dieser kleine produzierte Werbespot von uns mit unserem Partner Casper. Ich glaube, 60€ Rabatt waren es mit dem wunderschönen, einfachen Code. Code ist also ein furchtbares Wort. Auf jeden Fall ein Rabattcode. Frühling, Nukular, Frühling. Ich schlag's nochmal für euch nach. So viel Zeit muss sein. Und zwar Frühling, Nukular, im Zweifelsfall in Caps Lock und auf jeden Fall mit UE. Und ja, F-R-U-E-H-L-I-N-G-N-U-K-U-L-A-R.
Wenn ich es falsch buchstabiert habe, tut es mir leid. Es ist aber nochmal im Blogbeitrag verlinkt. Und dann nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Im Autokino, das heißt Chris Nanu und Max Nikolaus Maria von Nachtsheim, seines Zeichens ein Drittel von Radio Nukula, sind auf Tour. Und zwar quasi ab sofort. Das Ganze beginnt am 7. April und das ist von mir, der ich jetzt gerade dieses Nachwort aufzeichne, morgen. Es ist morgen, Samstag, der 7.4. Da geht's in Stuttgart los, Clubauftakt, Tourauftakt im Witzemann-Club in Stuttgart. Danach am Sonntag geht's nach München ins Freiheits und da werden Christian Gönnt und meine Wenigkeit zu Gast sein. Da freuen wir uns sehr drauf. Außerdem wird Marek noch da sein. Das heißt, es ist Prosecco-Laune versus Meets Crossover mit Radio Nukula. Es wird bestimmt ein sehr schöner Abend. Am Dienstag, dem 10.4. geht's weiter. Und zwar in Frankfurt am Main im St. Peter. Da ist dann zu Gast Henny Nachtsheim, der, so munkelt man, Max Nikolaus Maria von Nachtsheim gezeugt hat, anno dazumal. Dann gibt es noch Tourstops in Berlin, Dortmund, Köln, in Hamburg und die Gäste sind ausnehmend gut. In Dortmund wird Kurt Mirror zu Gast sein, in Köln unter anderem das Podcast-UFO, in Hamburg wird der liebe Finn von Klimansland da sein. Also es sind überall ganz, ganz tolle Leute. Curse wird da sein, da weiß ich auswendig nicht mehr wo, das kommt vor. Casper ist zu Gast mit seinem Podcast-Kollegen. Ich habe die Liste tatsächlich nicht vor mir liegen, aber ich kann es mir tatsächlich schon merken. Und nicht zu vergessen, was ihr auf jeden Fall tun solltet, wenn ihr iTunes-Kunde seid, wenn ihr Musik digital kauft, dann kauft euch auf jeden Fall die Flotte Biene von den Imkern. Nicht nur, weil es ein sehr ruhiges, eingängiges Lied ist, das sehr viel Raum für Interpretation lässt, sondern auch einfach, weil Wer möchte nicht auf Platz 1 sehen, die Flotte Biene, ein Lied von Chris Nanu und Max Nikolaus Maria von Nachtsheim, von den Imkern. Ganz ehrlich, ich würde es sehr begrüßen. Ansonsten, ey, streamt einfach auf Spotify, gibt nach 100 Abspieldingern auch mal einen Euro und sieht in den Charts auch ganz gut aus. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns in München oder vielleicht auch bei einem anderen Termin. Und bis zur nächsten Ausgabe Radio Nukula. Ich verbleibe, euer Dominik Gammes und ja, das war's jetzt, Feierabend. Legt euch hin, macht die Äuglein zu und realisiert, bin ja auf der Arbeit. Kommt vor. Tschüss. Aber oftmals merkt man vielleicht auch gar nicht, ob man selbst Außenseiter ist. Hat jemand geredet? Nicht schlecht, aber ist nicht schlecht. Ey, wärst du immer so witzig.